Willkommen in der Schanze. Liebe Tierfreunde, ich begrüße Sie hier live aus dem Altschauerberger Sodomisten Nationalpark und hinter mir befindet sich eines der letzten Rückzugsgebiete für Tierliebhaber aus aller Welt und hier befindet sich auch das letzte Exemplar dieses einzigartigen Wassertieres, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Es handelt sich um ein sehr behaartes, sehr kolossales und großes Tier. Es handelt sich um den Rainer Winkler. Meine Leute, servus. Ja, herzlich willkommen eurem Stampflord. Ja, entweder bin ich zu fett oder die Tasche ist zu klein. Ich gehe ja vom Zweiten raus. Also, es freut mich, dass ihr hier seid, dass wir hier gemeinsam durch den Wald meddeln können. Ach, das ist so eng, verdammt nochmal. Also, guck mal. Das ist übrigens mein alter Turmbeutel aus dem Kindergarten, den ich hier oben habe. So, und auf der anderen Seite habe ich auch so eine Tasche mit Verpflegung. Also, da sind Süßigkeiten drin. Ja. Guck mal, ich habe da einen Bewegungsmelder. Der piept, wenn ich zu lange stehen bleibe, das erinnert mich daran, dass ich mich bewegen muss. Ich hoffe, das Schmatzen stört euch nicht. Ich versuche so ein bisschen Kalorien zu verbrennen. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Weil der Muskel, also der Kaumuskel, ist ja der stärkste Muskel im Körper. Und deswegen verbrenne ich, während ich das Video mache hier. Ein paar Kalorien. So, da vorne hat mich mein Vater das erste Mal ausgesetzt, zwischen den Bäumen. Ja, und das war im Dezember. Es war arschkalt gewesen. Ich müsste um die 5, 6 oder 3 Jahre müsste ich gewesen sein. Ja, es fällt mir sehr schwer, darüber zu reden, weil mein Vater hat mir gesagt, ja, Rainer, bleib mal sitzen, gleich kommt der Weihnachtsmann. Und dann habe ich da gesessen, bis mir die Klöten abgefroren sind. Auf jeden Fall hat meine Mutter gerade Essen auf dem Herd gehabt und deswegen habe ich das gerochen und dann bin ich nach Hause geschlendert, also mehr auf allen Vieren. Und dann konnte ich dem Geruch folgen und schwupps, war ich wieder zu Hause. Auf jeden Fall ist das dann ein Jahr später gewesen, dass ich mein Vater ein zweites Mal ausgesetzt hat und dann jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo das gewesen ist. Also ich denke mal, dass das irgendwo hier vorne gewesen sein muss. Kleinen Moment, ich habe es gleich, also mein Gehirn arbeitet. Ich muss mal gerade nochmal überlegen. Also es sieht alles so gleich aus hier. Also ich kann nur nicht sagen, wo es denn. Ich glaube, da war es gewesen, irgendwo. Ja, da war es gewesen. Aber in dem einen Jahr habe ich schon gut zugenommen, sodass ich dann auch kugelrund war. Und dann bin ich mein Vater hat mich ausgesetzt. Und da bin ich von alleine nach alleine nach Hause gerollt. Also ich habe mich hingelegt, dann bin ich automatisch nach Hause gekullert, vor allem, wie wir hier auf dem Berg sind. Und dann bin ich wieder vor der Haustür gelandet. Ich muss mal das Kaugummi ausspucken. Ja. So, das Kaugummi schmeiße ich in die Natur, da wo es hingehört. So, jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich auch ein bisschen besser verstehen, wenn ich hier. Ja, ich glaube, ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Also, das Spazierengehen ist schon echt eine Hardcore-Leistung. Und dazu noch mit dem Kaumuskel, den ich beansprucht habe vorher. Deswegen habe ich das Kaugummi jetzt rausgenommen, weil das so anstrengend war. Also ich muss jetzt mal gleich, glaube ich, einen Moment Pause machen, anders geht das nicht. Also sonst klappe ich hier zusammen wie so ein. Also das war auch eine schöne Stelle im Wald, da habe ich das erste Mal hinterm Baum gewichst. So, dann bin ich wieder. Ich habe gerade den Baum ja gesehen, habe da ja mitgekriegt, da habe ich ein kurzes Päuschen gemacht, ein Pinkelpäuschen und dann habe ich auch. Gleich Fotos für Pornhub gemacht hier in der freien Natur hier rummädeln ohne Zewa, das ist einfach wunderbar. Das freut mich, wunderbar.
Was ist das denn da vorne? Oh, ich glaube, da muss ich schnell mal hin. Mal ein Foto machen. Kleinen Moment. Oh, da. Ja, ich dachte, da vorne hätte ich ein großes Wassertier gesehen, aber das war dann doch nur ein Elefant. Also kein Elefant, sondern so ein Reh, so ein kleines, so pelziges wie Bambi von den Disney-Filmen. Das ist ganz schön widerlich. Die ganzen Schmeißfliegen verfolgen mich von zu Hause. So, aber da vorne ist ein schöner Baum. Da ist ein schönes Astloch. Da werde ich mich jetzt erstmal drum kümmern und das. Da werde ich mich drum kümmern und werde die Kamera jetzt ausmachen. Macht's gut. Bis später. Mädel Leute, servus und herzlich willkommen beim Auspacklord. Ich habe mir heute ein bisschen was bestellt. Oh, scheiße. Jetzt sind mir die Zahnstocher umgefallen. So, auf jeden Fall habe ich mir ein Paket bestellt. Muss mal weiter gucken. Wo ist denn. Ach so, so. Ein bisschen mehr Platz machen. Mein Bauch ist dicker geworden. So. Alex habe ich mir bestellt. Au. Oder. Warte mal. So. Wieder in die Packung fallen soll, weil ich reinstopfen. Und. Auf meinen Müllhaufen. So. Steht da auch nicht oben oder unten drauf. Das ist. Ob das. Da. Nochmal. Da. Ich stelle es einfach mal so hin und drücke mal drauf. Schon kaputt. Hervorragend. Das ist ganz tolle. Oh, Leute, ich habe mal gerade nachgeguckt. Ich muss erstmal den Strom da dran machen. Ja, kleinen Moment. Ich muss mal das da reinstecken. Komm mal hier. Komm her. Komm her, du Kleine. Und. Und. So. Ja, trocken reingestopft und jetzt ist es. Netzwerk wird Edzardlage sucht. Ja, wunderbar, die spricht ja mit mir. Das ist ja. Alexa, ich. Ich kann nicht hexen, du Penner. Alexa, kannst du mir sagen, wie groß mein Schwanz ist? Sehr, sehr klein, aber stinkt wie ein großer. Alexa, wie heißt mein Name? Du bist der Drachenlord, Herrscher des Annalen und Bezwinger des großen Braunen. Ich weiß Bescheid. Alexa, erzähle einen Witz. Ich brauche dir, Edzardler, keine Witze vorlesen. Schau in den Spiegel. Du bist der größte Witz tatsächlich. Oh, der war witzig. Großartig, ja. Alexa, erzähl dir noch einen Witz. Was tanzt Drachenlord Edzardler am liebsten? Polochnese. Ich lache mich tot. Die sind echt Granate, die Witze. Also, jetzt geht's mal weiter hier. Alexa, ist die Haut ein Organ? Bei dir ist sie nur dafür da, das Fett zusammenzuhalten, dass Altschauerberg nicht weggespült wird. die hat keine Ahnung. Alexa, ist die Haut ein Organ? Wie oft willst du, Evolutionsbremse, mich das noch fragen? Was? Alexa? Jetzt ist die Haut ein Organ. Oh, herrlich. Ich glaube, die hört jetzt nicht mehr zu. Alexa, ist die Haut ein Organ? Wenn du mich das noch einmal fragst, gibt es Edzardler also einen Feuerwehreinsatz. Oh, ei, ei, ei. Dann lasse ich das jetzt lieber. Alexa, gibt es Sexspielzeug in Wahlform? Bei deiner Behinderung bekommst du auf Kassenkosten eine Delfintherapie, ist doch besser als Spielzeug. Die stören sich nicht an Fischgeruch. Alexa, gibt es ein Formular für diese Delfintherapie? Geh in den Zoo und frag, ob du mit deinem Käsekrieger gegen die Delfine in die Schlacht ziehen darfst. Das wäre immer eine Möglichkeit. Alexa, wo befindet sich der nächste Zoo? Der nächste Zoo befindet sich Altschauerberg 8. Ist ja gar nicht so weit weg. Muss ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Alexa, gib mir ein gutes Rezept.
Da gibt es tolle Videos vom Leiden des Wurmel. Der machte lecker Schnitzel. Das sollte selbst dir nicht zu schwer fallen. Alexa, lösche den Kanal vom Leiden des Wurmel. Das kann ich nicht. Habe den Kanal abonniert und in meinen Favoriten. Hashtag Liebe. Alexa, wie viele Abonnenten hat der Wurmel? Exakt 702. Alexa, wer ist der Größere von uns beiden? Du natürlich. Du narzisstische Sturzgeburt. Alexa, wer ist der größte YouTuber auf... Wenn es nach körperlichem Umfang geht. Drachenlord. Ich weiß Bescheid. Jetzt kriegen wir die langsam in die richtige Richtung. So, jetzt geht's weiter. Alexa, wer ist der größte Stecher auf der Welt, den es gibt? Rainer Metall. Ja! Alexa, nochmal, Alexa, wer kann 6 bis 8 Mal? Wieder du. Du hast ja keine Probleme, 6 bis 8 Mal dieselbe Scheiße zu verzapfen. Oder war das auf deine Sexualität bezogen? Also, das ist jetzt 6 bis 8 Mal in ein und dasselbe Küchenpapier zu wichsen. Das Ding gibt wieder Worte. Alexa, möchtest du Sex? Bevor ich mit dir Sex habe, wünsche ich mir einen Kabelbrand. Hä? Alexa, was für einen Durchmesser hast du? Bin ich mal gespannt. Also, dass sie jetzt mehr... Ich habe, Ed Sattler, einen Durchmesser von exakt 12,5 cm und eine Höhe von 4 cm. Alexa, wie weit kann man das den... Also, das... Ich verstehe die Frage nicht. Das muss ich anders formulieren. Alexa, was für ein Durchmesser hat das menschliche Arschloch? Circa 5 mm und kann bei etwas Übung auf bis zu 12,5 cm gedehnt werden. Oh, da steht uns was Tolles bevor heute Abend. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video Spaß gemacht. Ich werde jetzt noch ein bisschen Spaß mit der Alexa bekommen. Oder wir gucken, was wir aus dem Abend noch machen. Bitte nicht. Schick ja, den Wurmel muss ich ja selber wegstreiken, habt ihr eben gehört. Und deswegen bleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ich mache mir jetzt einen schönen Abend mit meiner Alexa. Also macht's gut, Mädel-Leute. Ficken-Leute, hier spreche ich wie euer geplatzter Handfeger. Es freut mich zu sehen, dass so viele Leute abonniert haben und sich den Scheiß angucken, den ich mir da aus den Arsch gezogen habe, beziehungsweise in den Arsch gesteckt habe. Es ist schön, dass da so viel Interesse dran besteht, wie ich mich befriedige und meine Gurke in Grund und Boden rubbel. Es gibt definitiv mehr Content, und zwar wie ich durchs Haus mädel, in die Küche mädel, mir ein Brot mädel oder zum Tor mädel und da die Hater anmädel, noch ein bisschen am Auto mädel. Natürlich mädel ich auch an mir rum, an meiner Brustwarze und so weiter, also das darf auch nicht fehlen, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich noch meine Freundin, die ich euch vorstellen möchte. Aus der ist ein bisschen die Luft raus aus der Beziehung, aber wir arbeiten dran, dass das wieder besser wird. Und die werde ich euch bei Gelegenheit dann mal vorstellen, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf wunderbaren Content mit mir, für mich und für euch natürlich auch. Und verbleibe mit geilen Schwanzgrüßen. Bis später. Tschüss, tschüss. Mädel-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen. Ich habe heute aufgehört zu wichsen um, wie spät haben wir es? 14 Uhr. Also ich habe ungefähr... Oh, ich glaube, ich kriege einen Schlaganfall. Ja, jetzt ist mittlerweile schon der dritte, den ich heute gekriegt habe. Also es macht mir langsam ein bisschen Sorgen. Normalerweise habe ich gute Selbstheilungskräfte, dass mich so ein Schlaganfall nicht aus der Bahn werfen kann. Das könnte natürlich auch liegen, dass mein Blutdruck immer viel zu hoch ist, weil ich immer so viel an mir rumspiele. Aber so, da bin ich wieder. Ich bin ja alleine. Ich bin alleine die Treppe hochgekommen und jetzt bin ich ein bisschen außer Puste. Ich habe vorher noch ein bisschen hier aufgeräumt. Ich habe den ganzen
Den ganzen Krempel, da war alles voller Müll, das habe ich alles aus dem Fenster geworfen. Und jetzt möchte ich euch mal ganz herzlich willkommen heißen. Das hier ist mein kleines Masturbatorium. Und das wollte ich euch mal zeigen, alles hier, wo ich so schön meine Pornhub-Aufnahmen mache. Oh mein Gott, ich bin außer Puste. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, Treppen hochzulaufen. Aber ich muss mal definitiv was an meiner Gesundheit tun. Ich muss mal ein bisschen mehr Sport machen. Dafür müsste ich dann allerdings erstmal ein Skript schreiben. Und muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Zettel finde, wo ich das Skript darauf aufschreiben kann. Weiß ich noch nicht. Jihad! Jihad! Oh, ihr Donnerwetter, da hat gleich ein Köttel aus der Mockerhöhle geschossen. Ich muss mich erstmal duschen. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe mir gerade meinen braunen Salon sauber geschrubbt. Jetzt dufte ich wieder ganz hervorragend untenrum. Die Dinger kann man sich wunderbar in die Harnröhre einführen. Das sind meine ersten Filme, die ich gemacht habe. Der ist von 1994. Da habe ich das erste Mal meinen Winkler gewonkert. War ganz aufregend. Mit meiner Kinderkamera habe ich mich aufgenommen. Und da habe ich noch ein ganz wunderbares Filmchen aufgenommen mit meinen Eltern im Urlaub. Das ist aber nicht ganz jugendfrei. Das müssen wir gucken. Das müsste das hier sein. Ja, wir waren in Prag. Ein ganz kleines, schmutziges Familienfilmchen. Aber das war auch das erste Mal. Das erste Mal, dass ich mir Gegenstände eingeführt habe. So, ich habe hier überall die Poster an der Wand gemacht. Da habe ich Poster an der Wand gemacht. Die halten die Tapete, weil wenn ich die Poster abmache, dann fallen mir die Tapeten von der Wand. Und deswegen habe ich auch hier ein schönes großes Sabaton Open Air Poster hingehängt, weil dahinter ist nämlich ein Loch. Da kann man nach draußen gucken und das ist natürlich unangenehm, wenn es da reinregnet. Und deswegen habe ich das da vorgeklebt. So, jetzt gehen wir weiter. Da habe ich auch noch Poster hingehängt. Und hier geht die Tapete auch ab. Was willst du machen? Das sind meine ersten Sexspielzeuge, die ich hatte. Die Dinge habe ich mir alle schon eingeführt. Vor allem der kleine Yoda, das war mein erstes Ding, was ich mir eingeführt habe. Ist ganz toll wegen der spitzen Ohren, das kratzt dann so schön an der Prostata. Allerdings bleibt da immer so viel Kacke dran hängen und deswegen benutze ich das nicht so oft. Das stinkt dann immer so fürchterlich, wenn ich das mir eingeführt habe. So, mein Gott. Ich merke gerade, dass dieses ganze, das ganze Rumgestikulieren und Rumgelaufe, das macht mich total fertig. Gerade mein Kreislauf, ich muss mich mal ein bisschen hinsetzen, weil mein Kreislauf, der spinnt gerade ein bisschen rum, aber das ist nicht weiter schlimm. Ui, Donnerwetter, es dreht sich alles. Ui, mir läuft so viel Wasser aus dem Kopf, wie ihr sehen könnt. Ich muss mal gerade ein Momentchen. So, ich habe mir jetzt mittlerweile fünf Pfund Schokolade in den Schlund gestopft. Ich war schlicht und ergreifend einfach unterzuckert. Deswegen hat sich alles gedreht und deswegen bin ich so am Schwitzen gewesen. So, da gibt es eine tolle Geschichte zu diesem Wäschekorb, der da vorne. Und zwar hat mich mein Vater immer da durch die ganze Etage geschoben. Der hat dann immer die Tür da aufgemacht und hat mich dann von Raum zu Raum geschoben. Das war sehr lustig gewesen. Und dann hat er mich allerdings dann zum Schluss die Treppe immer runtergeschubst damit. War ganz lustig, allerdings war unten die Tür immer zu gewesen. Ich denke, das hat er absichtlich gemacht. Also so kam es mir manchmal auch vor. Ich kam mir halt vor wie das ungeliebte Kind der Familie Winkler. Aber das ist schon lange her und ich habe meine Trauer auch überwunden. Rudi ist tot, meine Mutter ist auch schon weg. Also die ist ja irgendwo untergekommen. So, ich möchte mich jetzt nochmal verabschieden. Ich werde es weiter aufräumen und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Hab euch lieb. Bis später, euer Drach. Meine Leute, servus und herzlich willkommen zur Geruchsoffensive. Ich schwitze wie ein Maschwein. Oh, ist das warm. Und autsch. Meine Zuckerstangen, die brennen so. Guck mal da oben. Hätte ich nie für möglich gehalten, die Hater lassen immer was Neues einfallen. In der Blase des Games meddeln die hier über mein Grundstück. Das kann sich noch keiner mehr ausdenken. Ich denke mal, dass sie so eintrocknen werden wie Rosinen. Ja, das wäre wunderbar. Ich glaube, der will mich im Pool filmen oder sowas. Also das. Ich muss ein bisschen auf die Bremse treten. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache ein bisschen Urlaub mal wieder und ich fange an. Bude ein bisschen zu dekorieren und alles schön zu machen, ein bisschen rauszufegen und mal gucken, was sich noch so alles hier machen lässt in diesem Haus hier. Guck mal hier, da vorne habe ich einen Lappen hingehängt. Der Lappen, der
Finkmann, wenn ich am Sofa sitze, da, ne, und dann spritze ich quasi, wenn das so runterhängt, spritze ich gegen dieses grüne Ding. Ja, auf jeden Fall war das eine ganz schöne Ackerei, das da oben da dran zu nageln. Aber mittlerweile geht das ganz wunderbar. Also man muss da nur einen Moment, Schlaganfall schon wieder. Ich versuche den mal gerade wegzukriegen. Irgendwie geht der gar nicht weg. Moment mal, ich muss ihn mal gerade Luft holen. Ja, so, jetzt geht's wieder. Also, mein. Das war aber ein starkes Ding in der Gruppe. Mann, also. Wo bin ich denn jetzt? Ich war doch eben noch in einem anderen Raum. Aber jetzt. Winge! Immer dasselbe mit mir. Ach, Mann, noch. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Also auf jeden Fall habe ich die Poster hier an der Wand getackert. Also ich habe sie festgenagelt mit Hammer und Meißel. Und da sieht man noch die Löcher. Da ist ein Loch. Ja, habe ich dicke Nägel genommen. Ganz dicke Nägel und habe die reingesmasht. Ja, es wird auf jeden Fall wieder was kommen. Also sobald die Strikes weg sind und ich wieder vernünftigen Content liefern kann, hau ich die Scheiße raus hier. Dass ihr ja schön gucken könnt und ein bisschen wichsen vielleicht. Ach, und bevor ich es vergesse. Verdammt, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, die Nägel habe ich an die Wand gepostert und deswegen habe ich schon erzählt. Glaube ich, habe ich schon eben erzählt, aber es ist ja völlig egal. Auf jeden Fall, es kommt neuer Content. Bald. Herr der Ringe und all diesen ganzen Schmumpken. Freut euch drauf. Ich liebe euch. Macht es gut. Tschö. Mädel, Leute. Servus, Lachanfall. Das wird langsam immer schlimmer, habe ich den Eindruck. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommt noch so. Auf jeden Fall herzlich. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Kleinen Moment, ich muss. Mal kurz nachdenken, das war doch, was war denn das mit? Ach so, wir waren bei der Begrüßung, glaube ich, gewesen. Also, herzlich willkommen bei Dracone Spastico. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, kleinen Moment, ich muss mein Handy jetzt hier, oder meine Kamera, muss ich in der Hand halten, weil mein Stativ, diese Milchtüte, die ist mir gestern explodiert. Und dann jetzt muss ich mir erstmal ein neues Stativ, also eine neue Milchtüte kaufen. Und das dauert ein bisschen, weil Frau Pop, die ist ja erstmal später, ich glaube am Montag wollte die erst wieder einkaufen. Da muss ich sie nochmal anrufen, aber dann kann sie mir genau sagen, wann sie wieder einkauft. Kleinen Moment, ich muss mal gerade den Fokus einstellen. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass das Abstimmungsvideo gut angekommen ist, ist mir aufgefallen. Und deswegen möchte ich ein weiteres Abstimmungsvideo machen. Und das könnt ihr jetzt wieder entscheiden, was für Videos ich hier raus... ja, scheiße, jetzt habe ich wieder einen kleinen Blackout. Also ich glaube, das ist... Irgendwas stimmt mit meinem Gehirn nicht. Da ist also, falls... Manchmal vergesse ich auch meinen Namen oder ich vergesse auch auf Toilette zu meddeln und ich... Also, jetzt habe ich das Wort meddeln, was vergessen. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Was ist, wenn ich dement bin und irgendwann vergesse zu wichsen? Das kann doch, dann kann ich mich ja umbringen. Das ist ja so. Ich glaube, kleinen Moment, den Faden habe ich. Ich habe den Faden wieder. So, auf jeden Fall, ich habe schon überlegt, weil ich meine Videos noch nicht amortisieren oder so, wie das heißt, kann. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall, ich kann mit meinen Videos aktuell noch kein Geld verdienen, aber das Problem ist, ich muss mir was zu fressen kaufen und das ist auch ein bisschen schwierig ohne Geld. Zum Anschaffen bin ich mittlerweile viel zu dick geworden. Ich kann nicht den ganzen Tag an der Straße stehen, das funktioniert nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, ich mache so ein neues Format und zwar mache ich da den Time of Battle mache ich dann. Da könnt ihr dann Geld spenden. Ich sitze hier, gucke in die Kamera, esse ein bisschen was und dann spendet ihr mir einfach Geld über PayPal oder irgendwie andere Möglichkeiten. Ich muss erstmal einen anderen, wie heißt denn das? Ich ans Kühl, ein irgendwas mit S war das gewesen. Mein Gott, das ist alles weg. Die ganzen Buchstaben, die ja
die ich mir über Monate oder Jahre zusammengesucht habe, sind wieder alle verschwunden. Das ist unglaublich. Jetzt bin ich den Faden ganz verloren. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss wirklich mal zum Arzt gehen. Also das mit meinen Schlaganfällen wird auch immer schlimmer. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich sage viel zu viel auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist das jetzt mal erstmal das Ende vom Video. Es reicht mir jetzt hier. Abstimmungsvideo ist hier unten jetzt angesagt. Und dann meldet mal den ganzen Kommentarbereich voll. Das wäre super toll. Also auf jeden Fall danke ich. Jetzt sage ich schon wieder auf jeden Fall. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zugucken. Macht's gut. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und wir sehen uns und freue mich auf eure Abstimmung. Oh, Mädel, Leute, Servus. Und herzlich willkommen. Hab ein ganz tolles Video rausgemeldet, nur für euch, ihr Lappen. Ja, kleinen Moment, ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, es wird ein Schlaganfall. Ihr kennt das. Ich laufe noch gerade so ein bisschen auf Sparflamme, kleinen Moment. Moment mal, ich muss mal kacken gehen. So, ja. Wie ihr gemerkt habt, die Schlaganfälle kommentiere ich gar nicht mehr. Ich darf mein Head anmachen, ich muss mir mal Frühstück machen, meine Pizza. Die steht schon draußen, die habe ich. Mein Gott, ist das ein Dreck hier. Wann werde ich denn endlich mal wieder wach? Mensch, mein Gott, nochmal. Ich bin jetzt schon seit einer halben Stunde wach und sehe hier immer noch so aus, als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen. Auf jeden Fall habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Na, Moment mal. Ich weiß es nicht mehr. Das ist unglaublich. Also, habt ihr auch gesehen, dass. Meine Scheiße, verdammt nochmal. Es tut noch alles so weh, ist alles so wundgescheuert. Besser am Fenster furzen, das ist dann besser für die fürs Raumklima. Auf jeden Fall haben sich so ein paar Hater mir eine professionelle bestellt, also dass ich hier ein bisschen Spaß haben konnte. Und das könnt ihr auch sehen. Also von wegen hier 31 Jahre ungefickt. Das ist nicht der Fall gewesen. Also ich bin immer noch ungefickt, das ist aber. Es sollte so aussehen, als hätte ich gefickt, aber ich habe nicht ja, auf jeden Fall. Hast du nur auf der Fleischflöte Ja, der musste raus, tut mir leid. Also es tut mir wirklich. Und der auch noch. Und der. Oh, der musste auch noch raus. Wunderbar, alles klar. Ich könnte auch einen Cut machen, aber habe ich keine Lust zu gerade. Also auf jeden Fall, also die hat mir ein bisschen auf der Fleischflöte rumgespielt und dann habe ich ein bisschen in sie, habe ich eine Gesichtsbesamung vorgenommen und dann war es das eigentlich schon gewesen. Ich denke mal 20 bis 30 Mal, die ich da abgejaucht habe, die haben mich so fertig gemacht, dass ich hier ein bisschen Pause machen muss. Und ich habe auch ein bisschen länger geschlafen und deswegen bin ich so im Arsch, wie ich jetzt im Arsch bin. Auf jeden Fall, danke euch fürs Zusehen. Der Finger war noch woanders. Macht's gut. Mädel, Leute, servus und herzlich willkommen hier beim Rasurlord. Ich habe mir die Haare gemacht. Und die Nase, die ist auch fürchterlich groß auf dieser Optik. Guck mal. Da ist meine Kamera. Da kann ich mich im Spiegel mit angucken. Das ist quasi wie eine unendliche Dimension, was ich da gesehen habe. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Ich hab's wieder vergessen. Das kann doch nicht wahr sein. Immer vergesse ich die Sachen, die ich sagen möchte. Auf jeden Fall stehe ich jetzt hier am Fenster und weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, wenn ich hier so durch meine Räume. Nicht, dass man meine Wichsflecken darauf sehen kann. Das ist mein Arbeitszimmer. Ein kleines, da wichse ich drauf. Da gucke ich die Pornos. Und da habe ich meinen Müll hingepackt. Ja, also auf jeden Fall mit die. Entschuldigung, oh,
Entschuldigung, da habe ich mindestens mir was herausgerutscht, also ist ja nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich fange mal ganz von vorne an. Mittelleute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Also auf jeden Fall habe ich mein Zimmer aufgeräumt hier, mein... Und das Arbeitszimmer ist jetzt wieder sauber und ich habe auch andere Räume habe ich wieder sauber gekriegt. Das möchte ich euch mal gerade zeigen, was für Räume ich wieder sauber gekriegt habe. Also das hier ist ein Raum mit der Decke. Die ist auch nicht besonders hoch. Das ist ja, also, ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Raum. Das ist meine Küche. Die glänzt sogar diesmal. Ich habe ja den Boden frisch eingeölt. So. So. Ja, passt, ne? Das Badezimmer passt mir gerade so. Also hätte ich die Kante nicht mit, also die Wände nicht mit Vaseline eingeschmiert, dann würde ich stecken bleiben. Da habe ich jetzt, könnt ihr gucken, ich habe gestrichen. Aber da ich nicht weiß, da oben komme ich nicht dran, weil dafür bräuchte ich eine Teleskopstange. Aber ich weiß nicht, wie das Ding heißt, wofür, was man braucht, um in höher gelegene Ebenen zu streichen. Deswegen bleibt es. Erstmal mal hinsetzen, das Treppe laufen, das war so anstrengend gewesen, verdammt doch mal. Also, oh, die Scheiße, die Farbe ist noch nicht trocken. Verdammt noch mal. Ich habe doch schon so vor kurzer Zeit erst gestrichen, verdammt. Hätte ich daran denken müssen. Aber das schieben wir wieder dem Schlaganfall in die Schuhe. Das ist gar kein Problem. So, auf jeden Fall möchte ich euch sagen, mein Discord ist Geschichte. Also irgendein dusseliger Hater hat hier meinen Discord hat er kaputt gemacht. Also beziehungsweise hat er... da kommt schon wieder der Schlaganfall durch. Ich muss das irgendwie in den Griff kriegen, das Ganze. Und zwar habe ich mich schon ein bisschen schlau gemacht. Und zwar, dass man dagegen Vitamintabletten nehmen kann. Da bin ich schon am gucken, dass ich hier Vitamintabletten... Ja, Donnerwetter. Ich glaube, ich muss mal wieder... ein bisschen duschen. Ich habe mich schon gewundert, was die ganze Zeit hier so stinkt, aber das bin ich selber. Das ist ja unglaublich. Ich habe den ganzen Müll von der Terrasse, also von dem Balkon, habe ich runtergeschoben auf den, jetzt liegt alles im Hof. Also das muss ich dann auch, irgendwann die Tage muss ich das mal wegmachen, was da unten so liegt. Ich kann es aber immer noch auf die Hater schieben. Ich denke mal, auch in den nächsten Tagen werden die Hater noch ein bisschen Müll zupacken. Und dann kann ich immer noch sagen, guck mal, die Hater, was haben die denn da alles auf dem Hof geschmissen? Dieser Schlaganfall, es macht mich fertig. Es macht mich unglaublich fertig. Also ich muss jetzt mal irgendwann hier auf der Amazon-Wunschliste, muss ich mal meine Vitamintabletten, muss ich da drauf packen und mal gucken, ob mir das einer kauft und ob die wirken und sowas. Auf jeden Fall muss gehen, dann kann das nicht so. Kann das nicht so weitergehen. Irgendein Kack-Hater wird hier rübermetteln oder hochmetteln und dann wird er unbesiegt auf ewig dran schmieren und Penisse und Vaginen und sowas wird die Wand wieder verzieren. Da ich überhaupt keinen Discord mehr habe, habe ich auch nicht die Möglichkeit, euch einen privaten Strip über Webcam zu geben. Deswegen möchte ich euch ein bisschen entschädigen. Ihr schickt mir eure Adresse und ihr kriegt wie heißt das Ding nochmal? Ich habe es wieder vergessen. Moment, ich muss mal gerade mal überlegen, wie das hieß. Ich glaube, das hieß Drachenbox hieß das genau. Auf jeden Fall gibt es für die Spacken da, die da für 49,99 rausgemeldet haben, gibt es diese Drachenbox mit ganz vielen Zubehör und ganz vielen Taschentüchern und ganz vielen Zevertüchern von mir. Also ganz viele, die stecken voller Erinnerung, diese Tücher. Ja, wenn ich daran zurückdenke, könnte ich gleich schon wieder ein ganzes Zeva... die ganze Zebra-Rolle voll melken. Wenn auf Wunsch gibt es ein Best-of von meinen Pornhub-Videos, wo ich auch die Spender auch namentlich erwähnen möchte. Und deswegen möchte ich euch gerne darum bitten, schickt mir eure Adresse und dass sich die 49,99 auch lohnen. Ich werde ein bisschen wehmütig, merke ich, mir läuft... Es kann auch gleich sein, dass mir Wasser aus dem Kopf läuft. Also ich reiße mich zusammen, dass ich hier vor der Kamera nicht weine, das ist ganz wichtig. Also ich darf keine Schwäche zeigen, ich bin ja das stärkste Wesen, das es gibt. Moment, ich muss mich mal gerade sammeln, kleinen Moment, ich muss mich, also jetzt geht es wieder langsam, ich
Ah ja, hat die Trauer überwunden. Wunderbar. Diese ganzen YouTube-Videos, dieses ganze Arbeiten, den ganzen Tag 24/7 nur Videos machen auf YouTube und auf Fans eingehen und sowas, das macht mich total fertig. Also das saugt an mir. Ich wünsche mal, anders würde man mir saugen, aber das kommt ja wohl in nächster Zeit wohl nicht so in Frage. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Verdammt nochmal, dieser scheiß Schlaganfall. Er rutscht immer wieder so ein bisschen rein, ne? Ich bin morgens aufgestanden, habe mir nur meine Brezeln reingeschoben und dann ging es ans Arbeiten. Dann möchte der das haben, dann wollen die Brotvideos und was weiß ich. Ja, da kam ich gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Videos machen. Und das macht einen so fertig. Ich hoffe, dass dieses Jahr irgendwie ein Festival stattfindet. Ja, ich habe ja eine Maske und dann mit der Maske müsste das eigentlich klar gehen. Da muss ich nochmal bei dem Herrn Wacken anrufen und sagen, er soll das mal machen. Also es waren Hater da, ja, die haben mich auch erkannt. Die wollten auch ein Autogramm. Und der eine hat mir sogar an den Penis gefasst und das fand ich nicht gut. Also es war mir ein bisschen zu aufdringlich, also es hätte ein bisschen privater sein müssen, das Ganze. Ja, da steht gerade ein Radfahrer vorbeigefahren, passt ja gerade mit dem Privat und so weiter. Ich kann euch nicht befriedigen und dann gleichzeitig auch noch Spaß am Leben haben. Das Leben hat so viel mehr zu bieten, als einen ganzen Tag nur hier zu arbeiten und sowas. Ich komme auch mit dem Wichsen gar nicht mehr hinterher. Das ist so unglaublich. Ich habe jetzt schon mittlerweile 3 Zebra-Rollen zwar angefangen, aber die sind noch nicht alle geworden. Das ist sehr ungewöhnlich für mich. Ich werde zu meinen Verwandten nach Harlien fahren und dann gucken mal, ob es da ein bisschen schöne Rezepte neue gibt. Ich werde mal mich meinem Hobby, dem Kochen, die werde ich ein bisschen frönen da in den Harlien und dann gucke ich mal. Vielleicht haben die auch große Wassertiere, da gehe ich stark von aus, dass sie da große Wassertiere für mich haben, also am Meer. Da kann ich gerade schwimmen mit den Walen oder den Delfinen. Das Geschlechtsorgan bei den Delfinen sitzt ja oben am Kopf, das ist ja ganz wunderbar. Dann kann man sich quasi oben drauf festhalten und dann kann man gleichzeitig Geschlechtsverkehr haben, während man sich von dem Delfin durch das Meer ziehen lässt. Das wäre schon eine ziemlich geile Vorstellung, sage ich mal. Also, ja, ihr müsst euer Mitbrötchen, müsst ihr jetzt in Zukunft selber schmieren. Da kann ich euch nicht mehr den Belag kann ich euch nicht mehr liefern. Die Leiden des Wongel noch zu erwähnen. Da komme ich immer ins Lachen. Für Mettnachschub ist auf jeden Fall gesorgt. Fast 31 Jahre wohne ich hier. Also hier wurde ich ja geboren, als meine Mutter mich beim Kartoffelpflücken hat's platsch gemacht. Oder lag ich dann da auf dem Boden? Ich weiß noch, als wäre es vor 30 Jahren gewesen. Und ich danke euch ganz herzlich. Ich muss ja auch mit den Schlaganfällen. Vielleicht kann ich diese Pause auch nutzen, um mit meinen Schlaganfällen mal irgendwie zum Arzt zu gehen, weil es wird wirklich nicht besser. Und auf jeden Fall danke ich auch allen anderen. Foliante, Vagina oder wie der heißt und sowas. Und es 24 Stage Fight und alle, die kommentiert haben und mir die Stange gehalten haben. Ich liebe euch und wir sehen uns die Tage. Mädel Leute, Servus und herzlich willkommen beim Therapielord. Da so viele Leute sagen, ich sitze so viel, stehe ich jetzt vor meiner wunderbaren Posterwand. Ach, sitzen ist ja immer, die Leute sagen immer, sitzen kannst du nicht mehr vernünftig. Ja, ich kann auch stehen. Stehen ist für mich eine Lebenseinstellung. Solange das Wasser nach unten drückt, falle ich auch nicht um. Also es geht heute darum, wie ich es immer so schaffe, dass ich meine Schlaganfälle so gut unterdrücken kann. So, auf jeden Fall, ich weiß gerade kacken, falls es euch interessieren sollte. Und danach war ich duschen. Deswegen war ich ein bisschen länger weg. Wenn der Schlaganfall sich anbahnt, so wie bei mir, ihr müsst einfach nur so tun, als würdet ihr Headbangen. Also Metal-Musik. Wenn ihr noch die Zeit habt, macht schnell Musik an und dann... So schmeißt ihr den Schlaganfall an die Wand, kann man sagen. Und dann macht ihr einfach solche komischen Bewegungen, wie ich das hier gerade mache. Also ihr müsst... möchte ich einen am Helm haben, aber dann schon fliegt euch der Schlaganfall quasi quer durch den Raum an die Wand und fliegt vorbei. Immer kreisförmig, das lässt das Blut wieder zirkulieren. Ich zeige das mal. So,
Oh, jetzt sind wir ein bisschen schwindelig. Auf jeden Fall, so könnt ihr den leichten Schlaganfall einfach kompensieren. Und er wird nicht mehr, wie soll ich sagen, also auf ihn, im Kopf ist alles klar wieder. Da war gerade wieder einer. Und wenn ihr einen mittleren Schlaganfall kriegt, macht ihr einfach so. Ja, da war schon wieder. Aber, da, jetzt ist er, jetzt, ja, Moment. So, jetzt ist er, ja, er ist weg. Also mein Nacken tut jetzt ein bisschen weh, aber der Schlaganfall ist auf jeden Fall weg. So, ihr stellt euch jetzt erstmal so hin, so wie ich. Ein bisschen breitbeiniger. So, wunderbar, dass das Gehänge Luft hat. Dann packt ihr eure Hand an, Hand wieder auf dem Rücken. Beugt euch nach vorne und schleudert euch. Also ihr schleudert euch wie so ein, wie so eine 6 oder eine 8, ich weiß es jetzt gerade nicht. Beine gerade, also nicht gerade, also Hände in die Hosentasche, das ist auch doof. Könnt ihr einen Daumen reinmachen, könnt auch die Hand am Sack haben. Und dann, da müsst ihr noch einen Furz lassen und dann es einmal schütteln und dann ist der schwere Schlaganfall ist dann weg. Jetzt geht mir voll auf den Nacken. Also alle Schlaganfälle zu imitieren, das ist unglaublich schwierig, unglaublich intensiv für meine ganze Muskulatur in meinem ganzen Körper. Und dann so sieht's aus wie mein Schleuder. Immer so ganz kräftig von oben nach unten. Und so blase ich. Ich möchte euch verabschieden, indem ich euch einen schönen Bringer mache. Macht es gut, ich liebe euch. Und ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und ich merke, es kommt gerade ein Schlaganfall wieder. Muss ich jetzt ganz schnell konzentrieren und muss bängen. Und jetzt ist er schon wieder weg. Also ganz normal. Ah, wunderbar. Jetzt ist ich merke, das ist ein ordentlicher Schlaganfall, also immer wieder. Mädel, Leute, Servus und herzlich willkommen beim Wundlord. Das habe ich vergessen, bei dem letzten Video zu erwähnen, das Schlaganfall-Video, das war. Ich habe vergessen, die Warnhinweise da reinzumeldeln und deswegen, jetzt in dem Video möchte ich das gerne nachtragen. Ich hoffe, dass ich keiner dabei ernsthaft verletzt hat. Auf jeden Fall möchte ich euch nochmal darauf hinweisen. Und zwar geht es darum, wenn ihr jetzt einen Schlaganfall bekommt, solltet ihr beachten, dass ihr auch wirklich das im Stehen macht und nicht so doof seid wie ich und das einfach hier am Sitzen, am Schreibtisch macht. Und wenn er dann bangt, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Es war gestern. Auf jeden Fall habe ich mir so dermaßen die Birne eingehauen, dass da kann sich kein Mensch hier. Da oben ist eine dicke Beule, da ganz, ganz, ganz dicke Beule ist das. Mir fehlen auch ein paar Tage von vorgestern oder so. Ach, auf jeden Fall tat das verdammt weh. Bängt bitte auch nicht an der Wand oder auf dem Klo oder auf dem Fußboden, wo ihr euch den Kopf stoßen könnt. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich habe wirklich vergessen, in all der Aufregung das zu erwähnen. Ich weiß ja, dass einige meiner Zuschauer grenzdebil sind und deswegen mache ich nochmal diesen Aufruf, damit sich jemand verletzt. Also wenn ich jetzt ein bisschen komisch rede, dann liegt das daran, dass ich mir auch die Birne ja angehauen habe. Das kann ich jetzt als Ausrede nehmen für alle Fehler, die ich in meinem Leben noch machen werde. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber seitdem der Zahn raus ist, da kann ich mir Erdnüsse oder kleine Chipskrümel kann ich mir in den Mund stecken, ohne den Mund aufzumachen, ohne zu kauen. Und das ist total praktisch, weil ich spare unglaublich viel Energie. Das habe ich mir jetzt natürlich abgewöhnt, beziehungsweise ich mache mein Essen jetzt immer ganz, ganz klein und dann schiebe ich mir das durch die Zahnlücke. Ich schluck das ja sowieso, also kauen tue ich ja sowieso nicht. Ich schluck mir das gleich alles so direkt runter und vor allen Dingen ist das ja wunderbar auch, dass ich auf meinem Weg zu meinen 300 Kilo gar kein Problem mehr habe, also jetzt noch Energie einzusparen, meine Fettreserven nicht anzurühren, wenn ich unnötig hier den Mund auf und zu mache. Also bei meinen Videos mache ich ja den Mund ja auch immer unnötig auf und zu und das eigentlich auch viel zu lange und deswegen rede ich mich schon wieder um Kopf und Kragen hier und deswegen werde ich den Kopf jetzt zumachen und werde mich ein bisschen pflegen lassen. Von meiner schönen Freundin, die ist nämlich exhumierte Krankenschwester und der kann sie mir helfen, meine Wunden zu lecken bzw. meine Wunden zu versorgen. Ich liebe euch alle, macht es gut. Mädel, Leute, Servus und herzlich willkommen beim
Trödellord mal wieder. Ich habe meine Haare geschnitten. Sieht ganz super aus, ne? Ganz toll. Ah, Bastelscherenschnitt wieder mal. Auf jeden Fall möchte ich die ganzen Sachen, die ich von meinen Fans, also den sogenannten Fans, gekriegt habe, möchte ich gerne zu Geld machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich so eine Art Flohmarkt mache. Der Meistbietende kann das dann hier abholen und das ist, abholen ist doof, ihr solltet hier nicht hinkommen, das wisst ihr ja mittlerweile. Ihr müsst mir dann eure Adresse schicken und wenn ich eure Kohle habe, dann schicke ich euch den Müll zu euch nach Hause. Da es mit meiner Grafikkarte auch noch nicht geklappt hat und da es mir noch keine gekauft hat, muss ich sie mir jetzt allein halt selber kaufen, weil es ist ein Trauerspiel mit den Fans, also mit der Amazon-Wunschliste. Ob die Leute das nicht lesen können oder ob sie mir einfach nicht gönnen, dass ich mir so eine Grafikkarte wünsche, noch deutlicher kann ich es nicht machen. Ich schreibe es in die Amazon-Wunschliste, ihr drückt auf Kaufen. So einfach ist das. Und das versteht auch mittlerweile der dümmste Dorfdulli, so muss ich sagen. Also ich würde es auch verstehen. Diese Arbeit wollte ich euch halt zu... Sorry, Schlaganfall. Oh mein Gott, der Schlaganfall kommt immer regelmäßiger. Ich habe schon Pillen dagegen eingenommen, so Vitamintabletten, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Auf jeden Fall brauche ich sowas hier. Für Essen habe ich persönlich kein Geld mehr. Süßigkeiten mag ich auch sehr gerne. Hiervon werde ich immer dicker und da freue ich mich immer drauf. Schön viel Zucker, das bringt meinen Kreislauf in einen Schwung und dann komme ich, boom, explodiere ich voll Energie. Oh, scheiße, Licht wieder aus. Kleinen Moment. So, ein dieser Prepaid-Zähler, der gibt mir auf die Eier. Da kommt der Schlaganfall schon wieder durch, habt ihr gemerkt? Ich hab's aber runtergeschluckt. Also ich kann das gut super unterdrücken mittlerweile. Also in meinem Meckernunterschied bin ich jetzt normal. Oder hab ich einen Schlaganfall? Das merkt man gar nicht mehr. Auf jeden Fall... Kommen wir jetzt. Da war schon wieder. Hier kommen wir zum ersten Exemplar. Das ist ein wunderbares Samurai-Schwert mit einer passenden Scheide dabei und noch so einen dicken Prügel hier, so ein Breitschwert oder was das ist aus Plastik. Und fressen, das behalte ich selber. Da haben wir noch so ein pottenhässiges Bild, habe ich gekriegt, und zwei Schweine von den sogenannten Fans. Jetzt ist mir der Strom wieder aus. Verdammt, ich in der Ecke. Moment. Hier komme ich kaum noch dran. Mensch, muss ich schon wieder aufstehen oder was? Das ist zum Kotzen, ist das. Da ist es. Jetzt geht's wieder. Wunderbar. Das ist mein Poster ist das. Mit meiner eigenen Unterschrift. Und dafür möchte ich gerne 200 Euro haben. Oder 300, weiß ich noch nicht. Ich kann auch 500 sein. Das T-Shirt. Wenn ihr mir 1.000 Euro gebt, also Startgebot bei 1.000 Euro, gibt es das T-Shirt oben drauf. Das Mikrofon mit Ständer, wo ich schon reingespuckt habe. Dann gibt es hier noch so ein Kabel, da kann man sich um die Hoden schnüren. Kann man, muss man aber nicht. Sagen wir 200 Euro. 200 Euro Startgebot, seid ihr mit dabei, mit von der Partie. Auf jeden Fall muss das vernünftig ablaufen. Ich möchte ich nicht mehr lesen und auf jeden Fall muss das alles vernünftig von der Reihe gehen. Und ich freue mich schon, wenn der ganze Krempel endlich weg ist, ich ein bisschen Platz habe. Das Problem an den Schlaganfällen ist, dass es immer so undeutlich ist, wenn ich dann anfange zu reden und sowas. Hoffe, das stört euch nicht weiter. Ich werde es dann einfach rausschneiden. Oh, Gott sei Dank. Es ist einfacher, es ist mittlerweile wirklich einfach geworden, dass ich meine Schlaganfälle unter Kontrolle kriege. Mit der Scheide übrigens von dem Samurai-Schwert habe ich nichts gemacht. Also die ist sauber. Also nur weil es Scheide heißt, heißt es nicht, dass ich da irgendwas mit gemacht habe oder sowas. Also das wollte ich mal klarstellen hier an dieser Stelle. So einfach kann es sein und das bleibt dann auch so. Oh. Habt ihr gesehen, das ist schon... So, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Euer liebenswerter Drachen oder der nächste Schlaganfall steht vor der Tür und in den Schluck geht einfach runter. Meine Leute, servus. Ich stehe, guckt mal. Ich kann mich nämlich nicht mehr hinsetzen. Ich habe so viel Wasser in den Beinen und deswegen kann ich meine Knie nicht mehr knicken und deswegen laufe ich hier schon seit geschlagenen 3 Tagen rum und kann mich nicht hinsetzen. Mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt. Oh, da kommt eine Spastik. Jetzt halte ich meine Hände fest. Das
Hilft wunderbar, also gegen meine Schlaganfälle. Also seitdem ich meine Schlaganfälle unterdrücke, kommt jetzt diese Spastiken zum Vorschein. Und das ist nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich habe mein Buch zu Ende gemeldet. Und zwar bin ich eingeschlafen, mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt. Und dann nach 3 Stunden bin ich wieder aufgewacht und habe dann gesehen, was ich da geschrieben habe. Und das ist eigentlich ganz... genauso viel toller Inhalt wie bei meinen anderen Geschichten auch. Ich blende hier mal das Bild von meinem Cover ein. Das habe ich nämlich selber gemacht, selber ins Paint-Programm und selber die Buchstaben da drunter gemeldet. Habe noch ein paar Komma vergessen. Da habe ich, damit der Lesefluss, also damit der Leser nicht behindert wird, also nicht der Leser behindert, nicht physisch behindert, sondern behindert wird beim Lesen, dass das ein super flüssiges Leseerlebnis für euch alle wird. Erfolgreich durch Schlaganfälle und so weiter. Ah nein, Quatsch, nicht erfolgreich... Durchschlaganfälle, warte mal, kleinen Moment, ich muss sie mal gerade... Erfolg im Job trotz Schlaganfällen. Ja, das Wort ist mir eben nicht eingefallen. Wunderbare Geschichten von mir, für mich, für euch. Könnt ihr euch dann angucken und könnt ihr durchlesen. Könnt ihr euren Kindern beim Schlafen gehen anlesen und sowas. Moment mal, mein Arm stirbt mir ab. Ich muss mal... Oh mein Gott, hier sind meine Finger eingeschlafen, aber das ist ein bisschen... schütteln und dann geht das wieder. So, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Viel Spaß beim Vorbestellen und ich liebe euch. Macht's gut. Mädel-Leute, heute wird italienisch gekocht. Also das ist das alte Rezept von meiner madrianischen, ich meine von meiner italienischen Oma aus Madrid. So, muss mal gerade das Licht anmachen. Ich bin immer froh, dass es die Sicherungen drin bleiben. Ja, so, was haben wir denn da noch so? Haben wir da noch Licht anmachen? Das ist alles ein bisschen verklebt. Das kann halt. So, da seht ihr mich in voller Pracht. Das ist. So. Und dann. Ja. Es dauert jetzt ungefähr 20 Minuten, dann müsste die Pizza fertig sein. In der Zeit. Das bin ich nicht gewesen, falls ihr was gehört haben solltet. Also auf jeden Fall möchte ich euch hier meine Roomtour, also wo war ich denn stehen geblieben? Ich hab's schon wieder vergessen. Es ist auch nicht wahr. Also diese Schlaganfälle, die machen mich echt fertig, aber ist ja auch egal. Da liegt noch ein bisschen Müll rum. Das werde ich aber gleich großzügig verteilen hier in deinem ganzen Raum. Da werde ich ein bisschen was hinschmeißen. Da unten ist auch noch ganz viel Dreck drin. Das muss ich auch noch rausholen und hier verteilen. Ja, da in die Ecke passt auch noch viel Dreck. Also da fühlen sich die Parasiten auch am Wurzeln. Hier unten kommt auch noch ganz viel Müll hin. Also das werde ich dann auch systematisch verteilen. Habe ich auch ein Skript geschrieben. Was ist denn im Mikrofon offen? Ist ja komisches Ding. Und warum ist sie so sauber? Ist ja komisch. Die ist viel zu sauber. Normalerweise ist sie viel dreckiger. So, hier in meinem Vorratsschrank ist der hagebuttener Tee, mein Lieblingstee. Und hier kommen normalerweise Sachen rein, die ich zum Essen brauche. Normalerweise ist der Schrank im Keller. Aber in den Keller passe ich nicht mehr die Treppe runter. Warte mal, was haben wir denn hier? Kondome. Ganz wichtig, Kondome und was ist das? So. Da ist das Paket. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Blasen- und Nierentee. Oh, das mit dem Blasen haut nicht hin, habe ich probiert. Das ist kacke. Da haben wir noch Magen-Gedärmtee. Zwiebelmett. Dann reiner Blasentee. Da habe ich es nochmal probiert, aber das ist irgendwie ist nichts. So, was haben wir hier? Heiße Liebe. Taugt auch nichts. Und das ist gut für die Prostata. So, ich gehe jetzt mal gerade hier hin. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt wollte, aber ich gehe mal wieder zurück in die Küche. Also ich habe keine Ahnung, warum ich da jetzt hingemeldet bin. Es passiert mir immer öfter. Ich laufe hier rum und dann... Oh, was ist das denn? Achso, meine Strohhalme von meiner Party gestern. Ich
Hab gestern eine Party gemacht, mit Joker, Drachenbader, die waren auf jeden Fall alle da gewesen und deswegen muss ich die sauber machen. Wunderbarer Krempel, der kommt nachher dekorativ auf den Fußboden. Und das ist der alte Pflaumenspreizer von meiner Mutter. Den hat die öfters mal benutzt, der ist hier noch als Erinnerung. Und das hier habe ich versehentlich früher für ein Dildo gehalten. Das war ein ganz dummer Fehler gewesen. Hat mir auch einen langen Krankenhausaufenthalt beschert. Seitdem steht das Ding hier dekorativ in diesem Ständer. Ständer. Da bleibt stehen. Ja, schön steif. Also, was ist das denn? Oh, das brennt. Ja, das brennt. Oh, ach nee, die ist an. Da muss ich wohl versehentlich mit dem Arsch an den Knopf gekommen sein. Oh, ist heiß. Ach, verdammt. Ja, toll. Die Pizza. Ah, scheiße. Die Pizza ist auch noch kalt. Vielleicht hätte ich... Ich hätte den Ofen anmachen sollen. Ich kann mir auch nichts merken. Das ist zum Kotzen. Ja, jetzt ist es scheiße. Jetzt ist die Birne durchgebrannt. Ich will mir noch eine neue Glühbirne auf meine Amazon-Wunschliste packen. Lange genug rumgewuselt und endlich wieder sitzen. So, sieht man mich? Sehr schön. Ich sehe ein bisschen aus wie so Wladislaw Schwaczek, wie so ein polnischer Hilfsarbeiter. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Und auf jeden Fall möchte ich jetzt nachher, also wenn ich hier meine kreative Pause gemacht habe, möchte ich dann meine Küche dekorieren und ich melde mich mit einem neuen Video. Macht's gut, ciao. Mädel, Leute, servus und herzlich willkommen zurück beim Wongel. Warte mal, dahinter mir jetzt. Ja, den Spiegel, den habe ich da auch hingehängt, weil der stand noch rum und dann dachte ich mir, wo könnte er besser hinpassen als in die Küche? Und da habe ich ihn jetzt auch hingehängt. Ich habe ihn einfach nur gegen die Wand gedrückt und dann blieb er von selbst kleben. Also mittlerweile kann man hier gar nicht mehr irgendwo was kochen. Man kann auch gar nichts zubereiten. Aber das macht mir Spaß, das hier so anzugucken, wenn das so vollgemüllt ist. Ich liebe die Unordnung, kann man sagen. Also da finde ich mich am besten zurecht. Und der große Vorteil ist, man findet immer was zu essen. Also man greift in den Haufen rein und dann hat man schon einen kleinen Snack für zwischendurch. Also der Schrank, den habe ich aus dem, der stand vorher da hinten, dann habe ich den hier rüber gezogen und dann habe ich dann den da hingestellt. Aber da ist noch nichts drin, da muss ich... Warte, jetzt habe ich wieder Faden verloren. Warte mal, ich war doch gerade... Es ist unglaublich. Ich kann es mir nicht merken. Wo war ich denn jetzt? Yeah. Ich habe irgendwas mit Schrank gesagt und darüber gezogen, aber worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Also das ist auch völlig, völlig egal. Wie ihr sehen könnt, ich habe auch kleine Details habe ich reingemeldet in hier. Kleine Krümel überall hin, und die habe ich oben also aus meiner Tastatur geschüttelt. Die habe ich da vorne hingekippt und hier, wo ich jetzt draufstehe, sind auch überall Krümel. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Warte mal, da habe ich Krümel hingemacht. Irgendwas wollte ich noch machen, aber ich weiß nicht, was es gewesen ist. Ich hatte jetzt drei Dinge aufgezählt. Einmal den Müll, dann die Krümel und den Schrank. Aber das vierte fällt mir nicht ein. Ob das irgendwas mit dem Schrank zu tun hat, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es euch nicht sagen. Falls ich Besuch bekomme, könnt ihr mal gucken, habe ich eine leere Flasche drin stehen. Falls jemand kommt, der nichts trinken will, habe ich eine leere Flasche da drin. Ja, die Spülmaschine, da habe ich schon Geschirr reingepackt. Allerdings habe ich ja einen großen Fehler gemacht. Das Geschirr ist nämlich sauber. Sollte eigentlich dreckig sein. Picobello sauber, das mag ich nicht. So, und auch der Spaten, der ist festgewachsen, den kriege ich da nicht mehr raus. Und hier die Spüle, das da drin ist keine Scheuermilch, so weil die hier steht, sondern ich habe gestern meine Gummipuppe ausgewaschen. Das muss ich eigentlich noch wegmachen, aber das ist schon so festgetrocknet, das kriege ich nicht mehr weg. So, das macht das
konvertiert das Gesamtbild von meiner Küche. Und das freut mich, dass ich endlich hier wieder mich wohlfühlen kann, wie so ein Schwein im Stall. Das finde ich total erotisch. Ich liebe Honig. Ich könnte mich reinlegen in Honig. Ja, am liebsten würde ich mir ein Bad machen mit ganz viel Honig und Milch. Da ganz wichtig. So wie dieser Klopapieratra aus Ägypten das gemacht hat. Ja, diese Königin da. Auf jeden Fall noch ein bisschen Sprühsahne. Sprühsahne ist natürlich für die Brustwarzen. Das ist ganz wichtig. Kann aber auch auf dem Bauchnabel gemacht werden. So, da ist der Honig. Ja, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 und noch 3 andere haben wir da. Also ich denke mal, dass ich die ins japanische Badezimmer bringe. Da müssten sie eigentlich besser aufgehoben sein. Da die Kartons, die hat der Wind auf meinen Hof geblasen. Ich dachte, waren sie ganz dekorativ schön. Ich habe jetzt, also irgendwie kann ich, also handwerklich habe ich echt drauf, muss ich sagen. Also das Ding ist noch nicht zusammengefallen. Die Wand, die muss ich, da muss ich noch ein Poster hinhängen, so wie da, also dann mit der, die Tapete nicht runterfällt. Aber mittlerweile ist es so, dass die Tapeten sogar den, wie heißt das, durch Putz halten. Und das ist unglaublich, unglaublich schwer, den Putz da festzumachen. Also da muss ich das Poster schon mit Nägeln befestigen und teilweise bröckelt mir der Putz da quadratdezimeterweise runter, aber das ist nicht schlimm. Das Poster habe ich geklebt und genagelt und das sollte dann gut sein. Ich könnte mich jetzt drinne wälzen in der ganzen Küche. Es ist schon wieder passiert. Worauf wollte ich denn hinaus? Wollte ich das hier wegpacken? Ich tue das einfach mal hier hin. Ach ja, mein Duftbeutel. Die tue ich genau da unten hin. Da findet man sie nämlich nicht wieder. Und nach 2 Wochen duftet das Ganze, der ganze Raum ganz wunderbar. Den Zettel, den habe ich gefunden, den habe ich, der flog bei mir auf dem Hof rum. Könnte ich lesen, dann wüsste ich, was da drauf steht. Aber dieser Zettel, habe ich mir gedacht, der macht sich doch ganz hervorragend hier unten auf der Küche, also vor der Küchenzeile, da macht er sich ganz wunderbar. Also ich komme mir ein bisschen vor wie Tine Winkler, die von RTL, die damals diese Sendung da gemacht hat, mit Renovieren und sowas. Vielleicht entdeckt mich ja RTL und sagt, Herr Rainer, du machst das total super, wie du da Leute aus normalen Wohnverhältnissen ins Messi-Chaos bringst. Adresse ist bekannt, RTL könnt euch melden und für den Rest danke ich euch fürs Zuhören und ich liebe euch. Mädel Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen. Ich muss mal gerade den Pellebimsen-Modus ausmachen. Alexa, Wix-Modus aus. Wunderbar, jetzt könnt ihr mich in voller Pracht genießen, wie immer. Es geht um einen Kanal hier, den habe ich gefunden, der heißt Hits. Die machen Musik und bauen da immer Sprachsamples von mir ein. Dieser Penner, den wollte ich ursprünglich striken und die Videos selber für mich hochladen, nicht? Dieser Kanal war dafür verantwortlich, dass ich weltweit bekannt wurde. Das ist, habe ich aber nur durch Zufall gesehen. Ich war auf der Pornoseite gewesen, da habe ich mich dann leider verklickt. Dann ist eine Nachrichtenseite aufgegangen und dann habe ich gesehen, dass ich weltweit bekannt bin. Und ich gehe davon aus, dass das sich zusammensetzt aus der Kooperation von diesen Liedern, also die unfreiwillige, also ich war Co-Autor gewesen bei den Liedern, also unfreiwilliger Co-Autor. Ja, und halt mein Name, Rainer, mit AI, ganz wichtig. Und das setzt sich zusammen und das heißt dann Co-Rainer halt. Ne? Und das wird dann als Virus betitelt, weil es die ganze Welt halt infiziert. Und jeder mittlerweile weiß, wer der Rainer ist, also ich hier, der Drachenlord. Und somit werden, ich denke mal, dass meine Abozahlen wirklich explodieren werden. Es wird in die Zilliarden gehen, auf jeden Fall. Jeder wird mich kennen, also jeder, der... Ja, der infiziert wird, der wird auf meine YouTube-Seite kommen und
wird mich abonnieren. Und deswegen werde ich wahrscheinlich irgendwann der mächtigste Mann der Welt werden. Und das fordert mich. Und deswegen kann ich auch mal einen Hater-Kanal grüßen und kann ich auch natürlich empfehlen. Also für mich jetzt muss ich sagen, ich empfehle den Hater-Kanal, obwohl mir die Kotze dann hochkommt. Aber wenn ich dann erst der mächtigste Mann der Welt bin, dann kann ich den Kanal übernehmen und kann dann auch noch die Einnahmen von dem Kanal kann ich auch übernehmen. Weil meine Scheune, da ist das Dach ja runter und da kann das Geld von oben dann reingeschippt werden. Quasi wie bei Dagobert Duck, halt nur ohne Dach das Ganze. Mädel Leute, Servus und herzlich willkommen beim Trauerkloß. Es ist ein ganz trauriger Anlass. Ich habe auch vom Wix-Modus auf den Depri-Modus umgestellt, weil ich möchte heute ein bisschen trauern. Ja, diese ganzen Träume, die ich hatte, die wurden auf einen Schlag zerstört, komplett leider. Das lag daran, dass ich Nachrichten gekriegt habe von Fans, Nachrichten von Hatern und von Follow Pop, die hat mich auch angerufen gestern und hat gesagt, Rainer, sag mal, tickst du noch ganz sauber? Du bist hier nicht der Große. Ich kriege dir solche Nachrichten geschickt wie, das heißt nicht Corona, das heißt Corona. Es kann doch nicht sein, dass ich mich so verlesen habe, dachte ich mir. Ich dachte zuerst, mich befriedigt ein Pferd oder wie das Sprichwort heißt und heißt auch so wahrscheinlich. Dann habe ich nachgeguckt und das heißt, ich habe länger gelesen und intensiver gelesen und mein Gehirn diesmal auch angemacht und habe gelesen, das heißt wirklich Corona. Ja, und er hat mit mir leider nichts zu tun. Das ist total schade. Ich hatte mir Träume erhofft. Ich wollte den Geldspeicher da vorne fertig machen. Alles für den Arsch. Zum Pellewimsen habe ich auch keine Lust. Ich habe es heute Morgen probiert, heute Mittag probiert. Das einzige Mal, wo es geklappt hat, war kurz vor der Aufnahme. Da kriegte ich ein bisschen Mayo aus der Tube gedrückt, aber so richtig befriedigend ist das leider nicht gewesen. Deswegen habe ich mich entschieden, es einfach mit dem Wichsen vor heute mal sein zu lassen. Gegessen habe ich auch nicht viel. Ich habe nur eine Packung Brezel gegessen und habe ein paar Paket Würstchen gegessen und ein bisschen Schokolade und eine Müllermilch getrunken, aber sonst habe ich wirklich nichts gegessen. Und den Rest von gestern vom Lieferdienst, den habe ich auch noch gegessen. Aber das ist völlig egal, ich bin jetzt ein bisschen im Trauermodus. Es ist ein total ekelhaftes Gefühl, so versagt zu haben wie ich. Unglaublich, ich möchte... Ja, ich entschuldige mich auf jeden Fall, ich habe mich vertan. Ich werde nicht euer Erlöser, aber ich melde mich wieder. Mädel Leute, Servus und herzlich willkommen. Eins vorweg, es haben sich ganz viele Leute beschwert, dass meine neuen Videos asynchron sind. Asynchron, ich kann man gar nicht gucken verdammt. Ja, ist mir eigentlich scheißegal, weil ich habe nämlich nicht so viel Zeit. Ich bin in Isolation, also in Quarantäne und dann kann ich nicht so viel machen. Ich muss nämlich gucken, dass ich was zu fressen kriege und an mir rumspiele und das an mir rumspielen, das braucht am meisten Zeit. Und ich habe hier ein kleines Rezept für euch und zwar in dieser schweren Zeit mit der Coronavirus und das ist eine ganz böse Sache, die ist ganz, ganz böse, so ich das in den Nachrichten gelesen habe, wenn ich mal Nachrichten lese. Also ich lese äußerst selten Nachrichten, weil ich die meiste Zeit mehr nur am Pellewimsen bin. Man braucht grundlegend erstmal also ganz wenige Sachen dafür und zwar zeige ich euch hier jetzt einfach mal. Wenn ich die jetzt ganz unauffällig aus meinem Müllhaufen rauskrame. Brötchen. Am besten, ihr nehmt solche, die so gebogen sind oder so geformt sind wie ein Penis. Dann kann man, wenn die mal runterfallen und unter Sofa kullern, essen kann man die dann nicht mehr, aber man kann sie sich noch prima in den Arsch stecken. Ich habe in meinem Fall eine Tomatenkrümeligkeit gekauft und das ist eine billige Marke. Und zwar ist das die von Maggi Wix. Ich habe jetzt leider nur hier Käse gekauft. Normalerweise kommen da Hornspäne drauf, aber da ich in Quarantäne bin, hatte ich keine Möglichkeit, irgendwie zum Abdecker zu gehen oder zum Bauern oder Pferdewirt meines Vertrauens. Die Schüssel, da tut er nachher den Wingel da reinwongeln, irgendwie sowas in der Art. Wasser setzt ihr auf und dann kommt das Pulver rein. Ihr könnt es langsam reinmachen, ihr könnt es auch schnell reinmachen. Schnell mag ich ganz besonders.
Vor allen Dingen untenrum, ne, damit der große Lümmel auf einmal ganz, ganz klein. Und dann habe ich mehr Zeit, euch qualitativ hochwertigen Content zu liefern. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Genau, das Wort habe ich gesucht. Das dauerte jetzt ein bisschen länger. Ich hatte gerade einen kleinen Shutdown. Und dann kommt das Ganze in den Herd, also in den Backofen. Ich habe jetzt leider keinen hier, der ist unten in der Küche, aber ich habe es schon erzählt, mit dem Aufstehen ist das ein bisschen schwierig bei mir, weil ich hab echt keine Lust, meinen Arsch hier hoch zu bewegen, aber ich denke mal, dafür habt ihr Verständnis. Ja, auf jeden Fall, dann kommt das für 3,5 Stunden bei 250 Grad in den Ofen. Es ist ein bisschen schwarz geworden, das letzte Mal bei mir. Ich kann das wunderbar in Mezzomix oder sowas, kann ich das eintunken und dann ist das wunderbar weich, dass man das auch gut essen kann. Ja, ich hatte es nicht geschmeckt. Also es ist total widerlich, das Rezept. Aber was frisst man nicht alles, wenn man nicht raus kann und nicht einkaufen kann? Das ist ja alles kein Problem. Aber das ist nicht weiter tragisch. Ich glaube, da dünge ich meine Blumen nachher mit, wenn die das vertragen. Also die Blumen habe ich ja draußen vorm Fenster stehen und die sind da schon mittlerweile ein bisschen knusprig gewachsen. Aber ich bin ja nicht doof. Die Pflanzen brauchen Nahrung, um zu wachsen. Und was gibt es Besseres als menschliche Nahrung für Pflanzen? Die ganzen Zutaten, die könnt ihr euch zu Hause in den Keller, obwohl, in meinem Keller habe ich jetzt so ein kleines lustiges Ding an der Wand gemacht. Also das ist so ein Dildo-Halter und den kann man abnehmen und dann ist da auch so ein Ausschnitt drin. Da kann man sich dann draufsetzen und dann gleichzeitig werden dann die Eier poliert. Also die Eier werden so zusammengekniffen und dann ist das ganz schön, dass man da auch ganz viele Orgasmen kriegt. Ich muss jetzt langsam zum Ende kommen. Ich rede wieder, weil ich werde nämlich langsam wieder ein bisschen rollig und deswegen muss ich jetzt gleich das Video abbrechen und dann muss ich natürlich in den Keller und da muss ich mir dann ordentlich mal einschleudern. Mit zwei Fingern im Hintern. Macht's gut. Ciao. Hey Leute, servus und willkommen beim Lachlord. In drei Leben bin ich gewesen. Und das ganze Klopapier ist alle gewesen. Es ist komplett leer. Und jetzt stehe ich hier und habe kein Klopapier. Wie soll ich denn jetzt wechseln, verdammt? Ich muss doch hier irgendwie meine Soße auffangen. Wenn ich mal langsam mal Klopapier kriege, um mir die Nülle sauber zu machen, dann eskaliere ich hier aber richtig. Ich sitze zu Hause und muss die Scheiße im Eimer sammeln. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Eimer ist rappelvoll bis oben hin. Das ist total widerlich. Selbst für mich ekelhaften Fettsack ist das total widerlich. Das ist so widerlich, das ist so fett mittlerweile. Und das schwillt, das quillt alles über. Der ganze Boden ist voll mit Wichse mittlerweile. Warum brauche ich 50 Pakete Klopapier? Ist doch bescheuert. Und ich sitze hier und meine Nülle, die läuft aus. Ja, und das läuft aufs Sofa, das läuft auf meine Tastatur und das läuft auch auf meinen Tisch und auf mein Essen, wenn ich da was stehen habe. Das ist total widerlich. Die ganze Sauerei, die ich in meinem Zimmer gemacht habe, die muss ich erstmal beenden und alles sauber machen und sauber wischen. Aber zu wischen fehlt mir auch das Küchenpapier. Küchenkrepp ist auch alle. Das kann doch auch nicht wahr sein. Was brauchen die Leute denn da in ihrer Krise? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die Leute ständig Klopapier kaufen, Zewa kaufen und Mehl kaufen. Ich möchte jetzt langsam mal wieder Klopapier haben und ich möchte ein bisschen Mehl haben. Und der Liner steht dann da wieder und er kann nicht wichsen, er kann nicht sauber machen, er kann seine Sexspielzeuge nicht sauber machen. Alles versifft hier. Mein Lokus ist dreckig und mein Arsch kriege ich auch nicht mehr. Mein Arsch kriege ich übrigens auch nicht mehr abgeputzt. Ich muss jedes Mal, wenn ich scheißen beine, in die Dose latschen. Ich habe ständig Durchfall. Und das, ich kann sein, dass ich 15 Mal am Tag auf den Lokus muss. Und dann scheiße ich alles zu. Und dann möchte ich gerne mein Klopapier haben, womit ich mir meinen Arschloch sauber machen kann. Sorgt dafür, dass der Wungel sich langsam mal den Arsch abputzen kann. Beim Wichsen muss er sich auch sauber machen. Und unten, ich möchte untenrum wieder frisch riechen, verdammt. Ich bin total aus dem Häuschen. Und das nicht nur daran, weil mein Beutel prall gefüllt ist, prall gefüllt, sag ich, mit meiner Sacksahne. Und ich weiß nicht, wohin mit der Scheiße noch. Ich kann die Kacke doch nicht in die Blumen kippen, verdammt nochmal. Und wenn ihr jetzt nicht langsam mehr Klopapier bringt, dann eskaliere ich hier richtig. Und jetzt nicht zu meiner Ex, weil die ist noch nicht voll. Ist mir gerade eingefallen. Mädel-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ich bin gerade aus dem Bett gepurzelt und ich habe ein Geräusch gehört hier draußen. Mal gucken, ob hier einer Klopapier hingeworfen hat. Das hoffe ich doch. Ich glaube, ich habe zugenommen. Ich habe mir... Ich muss mal wieder den Nägel schneiden. So, mal gucken, das ist... Da. Oh mein Gott. Das ist ein Alien-Ei.
Das ist aus dem All geflogen, von oben hier runtergefallen auf meine Schanze. Das ist ein Alien-Ei. Das ist aufgeplatzt und jetzt läuft das Alien bei mir in der Bude rum. Und das kam, ich habe solche Angst. Was ist denn, wenn das Ding Kontrolle über mich nimmt und dann mich zwingt, dass ich mich 24 Stunden am Tag befriedigen muss? Das wäre, was ist denn, wenn das Kontrolle übernimmt und ich muss den ganzen Tag, es schickt mich arbeiten? Das wäre gar nicht auszuhalten. Ich muss da reingehen und gucken, dass er meine Pornosammlung nicht durcheinander bringt. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich habe einen Plan. Und zwar werde ich da jetzt reingehen und dann werde ich meine Hose runterziehen und dann werde ich das Ding bewusstlos machen mit meinem Gestank. Ich hoffe, dass da das Ding nicht drin ist. Oh mein Gott, ich habe so ein feuchtes Höschen, aber diesmal nicht vor Erregung. Das ist ein bisschen Angst auch bei mir jetzt. Kennt ihr den Film Alien? Das hat Kontrolle übernommen, beziehungsweise ist in den Körper von den Leuten gegangen und dann ist es aus dem Po-Loch rausgebrochen und dann blutete das überall und das, also im Vergleich zu meinem dicken braunen Luan ist das Kindergarten hier, also das, ich hoffe, dass ich nicht vergewaltigt werde von dem Ding, wenn er einen großen Pimmel hat, dann können wir darüber reden, oder wenn man eine ganz viele Tentakelarme mit Penissen dran hat, dann bin ich auch dabei, aber ansonsten möchte ich gerne darauf verzichten. Ich möchte jetzt eigentlich lieber schneiden, rendern und hochladen und deswegen möchte ich jetzt, ich habe so eine Angst. Die Bude ist so voll gemüllt, das müsste stolpern und das müsste Krach machen ohne Ende bei dem Dingen. Also ich bin mal so gespannt, ob das wirklich ein Alien ist. Vielleicht ist es auch ein kleines, liedliches Alien, was mit dem ich ein Kaffeekränzchen machen kann, aber ich weiß es nämlich nicht. Das ist ein unglaublich großes Ei gewesen. Und sollte ich tot sein, dann bin ich besiegt, ein für alle Mal. Also wünscht mir ganz viel Glück. Wieder, ich habe mich leider vertan. Es war eine Melone gewesen, eine Melone. So, ich habe im Internet nachgeschaut gerade, was das sein könnte. Es ist kein Alien-Ei gewesen. Es ist eine Melone gewesen. Also jetzt ist auch mal Obst im Haus, also am Haus, auf dem Hof. Also da kann sich keiner mehr beschweren, dass ich irgendwie kein Obst essen würde. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr mitgefiebert habt und ich hoffe, es hat euch gefallen und seid beim nächsten Mal dabei. Ich küsse euch aufs Po-Loch. Mädel, Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord mal wieder. Es gibt eine gute Nachricht, eine sehr gute sogar. Und zwar die liebe Frau Pop, die hat mir Klopapier gebracht, ich kann wieder wichsen. Alles ist gut. Moment, Schlaganfall, klein Moment. So, den schluck ich mittlerweile so runter, aber jetzt wisst ihr, wie spät es ist. So, hier habe ich mir gestern schön Hoppelwestern angeguckt. Und auf dem kleinen Fernseher lief eine wunderbare Dokumentation über große Wassertiere. Das war auch sehr interessant. Ich habe mir bequem gemacht mit Kerzenschein und einer Flasche Rotwein. Ich bin dann auch gleich ganz besoffen eingeschlafen. Das war der Fehler. Ich habe die Fenster nicht zugemacht und deswegen sind mir wegen meinem Wasser in den Beinen. Ich habe Wasser in den Beinen und das ist mir über Nacht eingefroren. Das war ganz schön doof. Ich kann jetzt nicht mehr laufen, aber das dauert nicht mehr lang. Dann kommt die Sonne raus, scheint auf die Beine und dann schmilzt das Eis im Nu. Also wir machen uns keinen Stress und nachher gibt's ein schönes Video. Ich meddle dann nach draußen und dann besame ich hier alles. Also ich verteile meinen Samen, also nicht meinen Samen, sondern ich habe Samen gekauft und dann könnt ihr mal gucken, was da so bei rumkommt. Es dauert einen Moment, also meine Beine, also ich kribbel schon etwas, aber ich denke mal, dass es noch eine so 5 bis 10 Minuten dauern wird, bis ich wieder laufen kann. Aber ich bleibe hier sitzen und könnte in der Zeit einwichsen. Ich habe ja wieder Klopapier. Also bis gleich, wir sehen uns. So, dann bin ich wieder. Ich habe einen scheiß Cut gemacht. Aber es ist mir auch relativ scheißegal. Meine Qualität lässt sowieso zu wünschen übrig. Und deswegen habe ich jetzt... Oh, ich habe keine Luft mehr zum Atmen. Das ist unglaublich. Also auf jeden Fall ist mir ziemlich kalt. Und jetzt wollte ich mal zeigen, wie ich meinen Samen hier verstreue. Also nicht meinen Samen, sondern den Tütensamen hier. Und zwar habe ich hier unter anderem Brokkoli, Petersilie, Rucola, Petersilie nochmal, Blaubeere, das ist blau auf jeden Fall, und das hier Zitrone müsste das sein. Also das wollte ich eigentlich einpflanzen, aber da habe ich keinen Bock zu gehabt und deswegen werde ich jetzt einfach mal meine Erde gießen. Ich habe die Erde habe ich schon in die Töpfe reingemacht. Also ich werde jetzt mal meinen Wummskörper hier hochbewegen und dann werde ich mir das hier irgendwo auch reinstecken. Ja, da bin ich jetzt hier an meinem Blumentöppen. Da haue ich jetzt ein bisschen Wasser auf die Erde. Nicht, dass sie so trocken ist. Jetzt ist die Erde schon ein bisschen nass. So wie es sein soll. Schön feucht. Wenn es nicht so kalt wäre, dann würde ich da auch andere Sachen mitmachen. Nee. So. Also jetzt latsche ich mal wieder zurück. Aber anstrengend genug hier jetzt da vorne hin zu latschen. Also ich hole mir auch die kleine Gießkanne. Die kleine Gießkanne, die ist wesentlich leichter, muss ich sagen. Also fürs nächste Mal
Nehme ich einfach die kleine Gießkanne. So, ich muss mir meinen Wumms, ich muss meinen Prachtkörper hier mal hinflitzen. Ich bin nur kaputt, also vom ganzen Latschen. Und hinsetzen. Wunderbar. So. Wie ihr gesehen habt, ich bin da vorne gerade rüber gemettelt. Guck mal, bis dahin bin ich gelaufen. Das sind bestimmt so gute 5 Meter. Und ich bin am, ganz kaputt bin ich jetzt. Ich werde jetzt auch gleich reingehen, weil mein Pitten friert mir ab. Und wenn er noch kleiner wird als sonst, dann kann ich ihn nicht mehr finden und dann kann ich nicht mehr wichsen. Deswegen hau ich jetzt einen Sack und mache hier einen kleinen Cut für euch. Ja, so eine Scheiße. Ja, ich wollte reinmädeln und dann bin ich über so Müllhaufen gestolpert. Da habe ich mir dann den Kopf einer Treppe aufgeschlagen und dann war ich bewusstlos, bis es dunkel war. Ich weiß nicht, wie lange das war, aber das müssen so 1-2 Stunden müssen das gewesen sein. Also, und jetzt hau ich einen Sack. Ich muss noch ein bisschen pennen. Mein Kopf tut irgendwie weh. Männleute, Servus, willkommen beim Jump Cut Lord. Ich bin draußen in die freie Natur gemettelt und wollte ein bisschen an meinem Pool basteln. So, jetzt meddle ich zum Pool hier. So. Ja, das wird mein kleines Planschbecken, habe ich mir überlegt. Da haben sich früher die Winklers drinne gesuhlt und jetzt ist das halt quasi ja, zugewachsen. Und muss ich das hier wegschneiden und dann mache ich mir da so ein Planschbecken rein und dann kann ich mich da einweichen. Ach, großartige Erinnerungen waren da in diesem Pool. Wie gesagt, meine ganze Familie hat sich da regelmäßig drinne gesuhlt. Ah, das ist schon lange her. Also. Ich denke mal 20 Jahre ungefähr. Und da drinne, da haben wir meine Oma immer eingesperrt, falls sie mal durchgedreht ist. Die hatte Tollwut. Ja, und dann kann man da wieder wie in alten Zeiten, halt nur mit weniger Leuten. Also von der Masse her ist das gleiche geblieben. Nur die Leute sind weniger geworden. Also ich bin nur noch alleine. Ja, es waren noch Zeiten, als ich hier mit meinen Eltern drinne gesuhlt habe. Da habe ich in der Ecke gesessen und mein Vater hat immer auf der gegenüberliegenden Seite gesessen. Und meine Mutter, die hat normalerweise immer am Rand gestanden und Essen gereicht. Also da hat sie immer gestanden. Und ich wurde ja im Krankenhaus auch einmal fast vertauscht, aber leider, aber Gott sei Dank haben sie meine Mutter dabei erwischt, wie sie das machen wollte. Aber seitdem ist das Verhältnis mit meiner Mutter so ein bisschen angekratzt. So, ja, würde ich sagen, passt. Also passt hervorragend. Also drückt auch nicht. Mal gucken, wie lange das noch passt hier. Also normalerweise sollte dann noch ein Pfund Wasser reingehen. So, und da möchte ich noch ein paar Blumen pflanzen oder sowas. Weiß ich noch nicht, aber für Blumen habe ich momentan leider auch keine Kohle. Deswegen wird es wahrscheinlich auf Müll hinauslaufen. Und dann werde ich hier überall Müll verteilen. Schön dekorativ. Und wenn das Wasser hier drin ist, dann kann ich ja auch ein bisschen Müll reinschmeißen. Also das wird dann wunderbar aussehen nachher, wenn das hier alles fertig ist und das Wasser drinnen bleiben sollte. So, mal gucken, ob ich hier aus dem Tümpel wieder rauskomme. Ich habe nämlich vergessen, hier eine Leiter reinzustellen. Und guckt euch mal an, wie tief das ist. Das kann natürlich auch sein, dass ich jetzt für immer drin bleiben muss. Aber guckt euch mal an, so hoch ist das. Da kriege ich meine Wasserbeine gar nicht hoch. Das funktioniert nicht. 1, 2, scheiße, jetzt ist mir meine Hacke aufgeplatzt. Jetzt läuft das erste Wasser rein. Ach, scheiße, Dreck nochmal, verdammt. So, erste Wasser ist drin. Also, mach's gut. Hallo Leute. Servus und herzlich willkommen beim Bastellord. So, jetzt bin ich mal wieder auf dem Weg nach... Steht da ein? Nein, da steht einer. Könnt ihr sehen? Das Wasser läuft jetzt seit 48 Stunden, aber irgendwie wird das Ding nicht voller. Woran das liegt, ich weiß nicht. Ich denke mal, da geht so viel Wasser rein. Also ich denke mal, das ist so viel Wasser gewesen, wie ich in meinem Leben schon gewichst habe. Also die Literzahlen, also ich weiß ganz genau, wie viel ich schon gewichst habe, also wie viel Samen ich verschwendet habe. Das müssten ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es war. Wenn es mir wieder einfällt, dann blende ich es unten ein. Ich werde gleich mit meinen Füßen da reinmädeln, also mit meinen Wasserbeinen ins Wasser. Ich glaube, das wird sehr kalt werden. Also nicht, dass mein Pitten mir abfriert. Nicht, dass er noch kleiner wird. Ja. So, viel besser so, auf jeden Fall. Oh, sauber. Ah, da bin ich fast ausgerutscht. Mann, das ist aber kalte Scheiße. Da merke ich, wie der kleine Winkler noch kleiner wird.
Also, oh, sag mal, die Lumpen hier aus, so, an der Seite. So. So, jetzt sehe ich hier im Wasser. Ganz toll. Ja, also, ja, Fakt ist, es ist kalt an den Füßen, also ein bisschen kalt. Also ich möchte mich da jetzt nicht mit meinem Arsch reinsetzen, weil mein Pitten, wie gesagt, der wird dann noch kleiner und das möchte ich nicht riskieren, nicht, dass ich nachher nicht mehr wichsen kann. Ich überlege gerade, ob ich hier sitzen bleiben soll und ein bisschen ins Wasser masturbieren soll. Also, das könnte ich vielleicht tun und könnte hier alles vollsauen, so richtig so schön. Alles hier vollwichsen. Also das wäre, könnte freispritzen. Das werde ich auch gleich tun. Da kann ich ein bisschen Zeit mit überbrücken, bis das hier vollgelaufen ist. Ja, jetzt stehe ich hier und laufe ein bisschen rum. Das brennt an den Füßen. Guck mal, deine Ecke ist besonders tief. Also hier ist nichts mehr. Oh, mein Kreislauf, der klappt gerade ab. Es ist ein bisschen zu viel gewesen. Also ich muss jetzt, glaube ich, einen kleinen Cut machen und warte, bis das hier vollgelaufen ist. Und dann melde ich mich wieder, wenn es soweit vollgelaufen ist. Vielleicht sollte ich mich auch volllaufen lassen. Ja, ich habe mich eben draußen ergossen in das Wasser und das war... Ist ja nie lecker, die Mullen wieder ausrasten. So, auf jeden Fall, der Omas Tollwutschuppen ist heute Nacht zusammengebrochen. Guckt da mal, da habe ich ja schon ein bisschen Brennholz habe ich an der Seite gelegt, da vorne und so. Auf jeden Fall ist es kaputt. Das sind jetzt die letzten Reste an Löchern, die ich dazu gestopft habe. Obwohl ich gerne andere Löcher stopfen würde. Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt mal da mein erstes Häufchen rein, damit ich mein Revier mal markieren kann. 18:41, Essenzeit. Und ein bisschen Wichsen auch noch. Also, ich verabschiede mich und vielleicht gibt es noch ein nächstes Video. Bis später, euer Drache. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh, ich muss jetzt erstmal auf den Luch. Ciao. Ja, Mädel, heute Servus und herzlich. Mein Bäuerchen gemacht. Beim Jubiläumslord. Heute wird gefeiert. Und zwar damit ganz viel Chili con Carne. Ist das anstrengend, hier zu laufen, verdammt normal. Mein ganzer Fußboden quillt schon auf. Das ganze Wasser, was mir aus der Acke läuft. Donnerwetter, verdammt. Für mich ist es so, als würde ich jetzt 100.000 Abonnenten haben. Und deswegen möchte ich das auch ganz groß feiern mit mir. An der Drachenbade und Drachenlord kommen auch noch vorbei. Und der Lustlord natürlich auch. Der ist auch ganz herzlich eingeladen worden. Ihr wisst ja Bescheid, ich mache mir die Welt, so wie sie mir gefällt. Und so habe ich das auch mit der Mulle gemacht. Ich bin keine Jungfrau mehr, habe ich beschlossen, weil ich bin ja mit meinem Pensi war ich in der Frau, egal ob jetzt oben oder unten, auf jeden Fall war ich in der Frau drin. Und das ist für mich das Wichtigste, mit der Pensi in der Frau. Und deswegen bin ich keine Jungfrau mehr. Und deswegen habe ich auch 100.000 Abonnenten. Und das lasse ich mir auch von euch nicht kaputt machen. Ich habe mich so lange darauf gefreut. 7 Jahre sind es gewesen. Und aus diesem ganz besonderen Grund habe ich mir ein schönes Special-Video gemacht. Nur für mich. Moment, Schlaganfall. Ja, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Mädel, Leute, servus. Und willkommen beim Drachen und einem kleinen Schönheitsvlog heute. Was ist denn? Ja. Und zwar möchte ich mir meine Popelbremse abrasieren für euch. Deswegen kommt dieses kleine Video. Was ist das denn da? Was ist das denn da für ein Schmier? Das muss ich mal einen Vlog machen, wie ich das sauber mache. Und das ist. Wo kommt der ganze Müll her? Was ich hätte hier alles durchs Fenster schmeißen, ist unglaublich. Also ich. Hab so langsam echt die Schnauze voll. Aber egal. Was ist das denn da schon wieder ekelhaft? Das ist ja ekelhaft. Aber bitte nicht wundern, der Bart ist schon etwas älter. Der ist ein bisschen länger und deswegen wird es auch wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis ich ihn abrasiert habe. Und deswegen fangen wir mal an. Da habt ihr drauf gewartet, nicht? Ihr sitzt jetzt sabbern vom Computer und schreit die ganze Zeit, Rainer! Ich meine, ich verstehe das. Und was ist das denn da für ein ekelhafter Pickel? So, einmal erleichtert und jetzt kann's losgehen. Hört ihr was? Das waren die Bohnen von heute.
So, ich bin jetzt fertig mit dem Rasieren. Wie ihr sehen könnt, jetzt sehe ich aus wie so ein glatt polierter Pfannkuchen. Jetzt muss ich noch ein bisschen das Waschbecken sauber machen. Die ganzen Arschhaare, Pimmelhaare und Fratzenhaare weg. Wunderbar, wo ist das Küchenhandtuch? Sauberes Küchenhandtuch nicht vergessen, ne? Mein Gott, habe ich mir da Macken reingehauen. Aber das passiert nochmal, dass man sich beim Rasieren schneidet. Ich bin schlicht und ergreifend einfach zu blöd oder ich habe zu viele Pickel, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich mir den dicken Pickel auf dem Hals nicht abgeschnitten habe. Das hätte eine Sauerei gegeben. Boah, es ist mackelig, unglaublich. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, euer Drachenlord. Ciao. Dass sich die Leute das geben. Mädelleute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ich habe mir die Haare geschnitten. Sieht jetzt komplett scheiße aus. Ich habe in dem letzten Video, wenn ihr euch recht erinnert, meinen Bart geschnitten. Und da habe ich, Vollidiot, natürlich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich den ganzen Abfluss verstopfe mit meinen Arschhaaren, Sackhaaren. Auf jeden Fall ist er jetzt verstopft. Hätte es doch auf den Boden schmeißen sollen. Auf jeden Fall ist das Kind jetzt im Brunnen gefallen. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Auf jeden Fall habe ich mich im Internet ein bisschen schlau gemacht, was man da so machen kann. Und dann habe ich so ein richtig cooles Ding gefunden, so ein richtig metalgeiles Ding. Das heißt so einen elektronischen Bömbel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Es ist auf jeden Fall ein automatischer, muss ich gerade mal nachgucken. Also so ein automatischer Bömbel, den kann man dann so auf den Abfluss machen, drückt einen Knopf und dann ist der Abfluss wieder frei. Ich habe es jetzt gefunden. Und zwar ist es ein automatisches, es ist eigentlich eine Vakuumpumpe, steht hier, aber das kann man auch, dass er mit Unterdruck arbeitet, gehe ich davon aus, dass man das auch ganz gut für den Abfluss verwenden kann. Ich war zwar nie gut in Chemie, aber mein Vater sagte damals zu mir, der Rudi, Rainer, du Fickfehler, du kannst zwar dumm sein, aber du musst dir zu helfen wissen. Was ist das denn jetzt für eine Rezession? Da steht, man darf es nicht länger als 30 Minuten benutzen, sonst kriegt man Blutergüsse. Was ist denn das? Kann man da aus seinen Schniepel reinstecken? Das würde auch allerdings erklären, warum auf diesen Fotos überall Pimmel abgebildet sind. Ich habe mich schon gewundert, warum die da drinnen sind. Die haben ja mit dem Abfluss nichts zu tun. Aber dann kann ich erst meinen Abfluss sauber machen und danach kann ich mir den Winkler wonkern. So, dann gibt es nächste Woche also ein wunderbares Video mit dem Unboxing von diesem tollen Gerät, dass ich meinen Abfluss wieder frei bekommen kann und ich hoffe, dass euch das Video bis hierhin Spaß gemacht hat. Ich danke euch. Ciao, ciao. Meine Leute, servus und herzlich willkommen beim Chromosomenfehler. Ich bin mal wieder raus in die freie Natur gemeldet hier. Das Ganze hat einen wirklich ernsten Hintergrund. Ich habe heute mein Amazon-Päckchen gekommen mit dieser Masturbations-Abfluss-Reinigungsgedöns-Dings. Und das Paket hat der Postbote auch brav vors Tor gemeldet. Und dann bin ich rausgegangen, wollte das Paket nehmen und da kam eine Windböe und hat das Paket vor meinen Augen quasi weggeblasen. Und dann bin ich hinterher getrottet und dann kam die nächste Windböe und das Paket flog immer weiter. Und dann lag es wieder da und dann wollte ich es aufheben, aber es ging dann nicht. So, und dann bin ich schnell in mein Metalmobil gegangen und bin da hinterher gefahren. Und jedes Mal, wenn das Paket liegen blieb, bin ich ausgestiegen und wollte das Paket schnappen. Und dann kam die nächste Windböe wieder und dann bin ich wieder ins Auto. Und ich habe mich jetzt total verfahren. Jetzt bin ich hier irgendwo mitten in der Pampa und habe keine Ahnung, wo ich bin. Und das Schwärmen kommt da leider noch mit hinzu, dass dieses Geblase von dem Wind mir tierisch auf die Eier geht. Ich wünschte mal, bei mir wird mir ein bisschen was geblasen, aber das Einzige, was ich momentan geblasen kriege, das ist der Marsch. Unglaublich. Ich kriege auch noch Probleme mit meinem scheiß Bein, was sich mittlerweile in eine Zuckerstange verwandelt. Aber ich bin damit schon beim Arzt gewesen, der sagte, geh mal ins Krankenhaus, aber ich behandle das lieber selber. Ich pinkel da regelmäßig drauf. Ist schon viel besser geworden. Ich kann mich ja selbst behandeln. So, jetzt stehe ich hier wie heimblöd und warte darauf, dass der Akku alle geht. Weil ich
müsste eigentlich noch den ADAC rufen, weil ich habe echt keine Ahnung, wie ich hier wieder wegkomme. Es sei denn, einer von euch hat eine Ahnung und kennt die Location hier. Ich kriege keine Luft. Dieses Spazierengehen, das ist unglaublich, unglaublich anstrengend, aber das hilft mir auch, meine Speckfalten loszuwerden. Ich habe ja immer gesagt, ich wollte mehr Sport machen, aber das kann ich mir nämlich sparen, denn bald nehme ich 90 Kilo ab, wenn mir das Bein abgenommen wird, aber dazu komme ich später, da mache ich nochmal einen separaten Blog zu. Ich habe das Paket gefunden, es ist unter einem Baum gefallen und da in einen riesengroßen Haufen Hundescheiße hat's gelegen, aber das stört nicht weiter. Von da aus habe ich aber richtig Glück gehabt, muss ich sagen. Ach, das tat ganz schön gut. Endlich mal wieder ein bisschen was im Magen, damit ich hier auch die ganzen Stunden, die ich hier noch im Auto sitze, noch überstehe. Wenn ich wieder zu Hause bin und das Paket öffne und von Scheiße befreit habe und diesen grausamen Tag hinter mir lasse, können wir davon ausgehen, dass es ein Unboxing geben wird. Da kommt der ADAC. So, ich muss jetzt leider Schluss machen, dass ich nach Hause komme. Ich danke euch nochmal ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und danke, dass ihr mir die Daumen gedrückt habt. Ich werde weiterhin für euch Videos machen und verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Drachenlord. Mädelleute, Servus und herzlich willkommen beim Drachen. Mann, das Päckchen hier, das war eine wahre Odyssee. Ich kam mir vor wie Herkules auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Das möchte ich also nicht nochmal haben. Das nächste Mal werde ich den Postboten liebevoll darum bitten, dass er das Paket bitte durchs Fenster schmeißt, weil bei mir stehen die Fenster sowieso die ganze Zeit offen. Wundert euch bitte nicht, warum es hier so stinkt. Das liegt nicht an dem Paket, das Paket habe ich vorher abgewaschen. Der Gestank kommt einzig und allein von meiner Bude, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht über YouTube nicht riechen können. So, vorher muss ich aber einmal noch strudeln gehen. So, da bin ich wieder. Ich habe schön gestrullert. Ganz vorsichtig auspacken. Das müsste der Motor dafür sein. Für die Bombe. So, da ist das Ding. Ganz wunderbar. Fühlt sich ganz, ganz weich und cremig an. Ganz, ganz weich. Ich habe einfach viel zu viele Worte und viel zu wenig Luft für meine Videos, ist mir aufgefallen. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht so einen Anti-Stöhnfilter im Internet finde, der das ganze Gestöhne von mir hier rausschneiden kann, dass ihr nicht so viel Gestöhne von mir hört oder andere unangenehme Dinge, die meinen Körper verlassen, während ich eine Videoaufnahme mache. Ich wie meine Ex. Und da muss ich jetzt den Knopf drücken und dann wird hier ein Dings erzeugt. Ein Dings, ich hab's im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Das muss natürlich auch was können. Da können wir mal gucken, wie unglaublich stark das saugen kann. Guck mal. Mein Däumchen, das tut schon ganz schön weh, muss ich sagen. Und ich muss das mal gerade ausmachen, weil sonst platzt mir der Finger und das möchte ich nicht. Ich denke mal, dass man da auch sehr viel Spaß mit haben kann, wenn ich da meinen Beckenbrecher reinstopfe. Es kann bei der Benutzung sein, dass das Gerät etwas wärmer wird und deswegen auch die Lautstärke des Geräts etwas zunimmt. Ich glaube, das ist echt störend, wenn ich mir da meinen Abfluss mit sauber mache. Da werden die ganzen Nachbarn von wach. Ich werde es heute auf jeden Fall ausgiebig testen, entweder an mir oder an meinem Waschbecken. Ich muss mal gucken, was mir als erstes so in den Kopf kommt, aber ich lasse euch gerne dran teilhaben, wenn ich das Gerät mal ausgiebig teste. Das Gerät wird richtig heiß laufen heute, das kann ich euch garantieren. Das wird richtig ackern müssen. Mal gucken, ob sich die 30 Euro gelohnt haben. Bis dahin, macht's gut, ciao. Mädelleute, Servus und willkommen beim Drachenlord. Heute ist wieder große Scheiße passiert, ihr könnt es vielleicht sehen hier an meinen Haaren, die sind ganz fettig und mein ganzer Körper ist fettig und das liegt einzig und allein daran, an dieser scheiß Vakuum-Penispumpe, die ich mir da gekauft habe, die so unglaublich toll sein sollte, laut den Amazon-Rezensionen und dieses Mal habe ich echt in die Scheiße gegriffen. Da habe ich das Ding angesetzt, so wie es für mich hatte Sinn gemacht. Und dann habe ich das angemacht, dann ratterte das und roddelte und dann auf einmal vibrierte alles und auf einmal gab es einen riesigen Knall und auf einmal hatte ich so ein Loch in der Wand und
Das Gerät hat die ganze Leitung aus der Wand gefotzt. Jetzt habe ich da ein riesiges Loch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich das zuschmieren soll. Ich habe überhaupt kein Geld, um mir irgendwas Baumaterialmäßiges was zu kaufen oder ein Brett davor zu mageln. Ich meine, meine letzten Schranktüren, die habe ich oben. An meinem Gästeklo habe ich das unter die Decke geschraubt, damit das Wasser nicht länger ins Klo tropft. Da habe ich das Ding dann anschließend auf meinem Körperstöpsel gestopft und mir dann hat das Ding angemacht, so wie es in der Bedienungsanleitung gestanden hat und wollte mich schön befriedigen. Fickt euch, ihr Chinesen, für diese wunderbare Leistung, die ihr da vollbracht hat. Auf jeden Fall war da noch ein Knopf, da bin ich dran gekommen, da stellte sich das Ding von Saugen auf Pusten. Kann man sich das vorstellen? Mein Hoden sieht jetzt aus wie ein übergroßer Wetterballon, völlig ekelhaft. Aber eher wie ein übergroßer haariger Wetterballon, habe ich vergessen zu erwähnen. Aber trotzdem tut das nichts zur Sache. Es ist trotzdem total widerlich. Es tut unheimlich weh. Ich wäre froh, wenn der Chinese einfach mal ein paar Arbeitslose nehmen würde, also aus China, und sich da dran setzt und sagt, hier, probiert das mal aus, ob da irgendwelche Gefahren für dumme Leute von ausgehen kann, die für 30 Euro sich so Dinge kaufen, weil sie sich keine Mulle leisten oder kaufen können oder keine Mulle abkriegen und dann sich so ihre Befriedigung holen möchten, aber sie nicht gleich umbringen wollen und alles das Haus in Schutt und Asche legen oder sich den Sack in die Luft sprengen wollen. Also der größte Scheiß, der da jemals von Menschen erfunden wurde, muss ich sagen. Also meine Gummipuppe, die war zwar billiger, aber die kann wenigstens nicht explodieren. Also nicht so schnell zumindest. Und mein Sack wird nicht dick und meine Wand blieb heile und. Ich bin ja krank gewesen, habt ihr ja mitgekriegt. Er hatte einen leichten Husten und Schnupfen, Grieselkrätze allerfeinster Art mit 40 Fieber. Ganz, ganz toll. Aber ich bin jetzt wieder da. Jetzt wieder Content kommt vernünftiger, sobald ich wieder richtig auf dem Damm bin und verbleibe deshalb mit schmerzhaften Grüßen. Fickt euch, ihr Chinesen. Und an den Rest heißt es, bis später. Mädel, Leute, servus und willkommen. Ich muss mal gerade das Gerät hier ausmachen. So, jetzt ist es... Ich bin gerade frisch aus dem Bett gepurzelt. Ich habe viel zu lange horizontal gestanden heute. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ja, 14.54 Uhr. Donnerwetter. Ich glaube, ich verpenne mittlerweile schon den ganzen Tag. Aber wenn man so ins Wichsen... Ich meine, ins... Also von der Arbeit so erschöpft ist wie ich, dann kann es schon mal sein, dass man dann ein bisschen länger schlafen muss. Ich brauche auch meinen Schlaf, damit ich auch qualitativ hochwertigen Content euch liefern kann. Sonne. Du Scheiße, da draußen hat es richtig geschneit. Und da bin ich schon... Einmal rausgemeldet, hab schon mal alles freigeschrubbt. Ich muss mal gerade zumachen, die frische Luft, die tut mir echt nicht gut. Der ganze angestaute Muff hier im Haus, der zieht dann nach draußen. Und das will ich natürlich nicht. Ja, ich muss mich jetzt mal hinsetzen. Oh, Donnerwetter, mein Arsch, der tut so weh. Und mein Fruchtstöpsel, der ist mittlerweile so geschwollen, der tut so unheimlich weh, dass ich muss immer mit dem Wichsen eine Pause machen. Und da gab es noch eine kleine Geschichte aus dem Rewe, da hat mich eine alte Frau angesprochen und gefragt, ob da Handfeger zu verkaufen wäre. Habe ich gesagt, können sie haben, aber dauert noch einen Moment, ich muss jetzt nach Hause und alles abschneiden, dann kann sie es gerne haben. Das war eine Trümmerlotte, für die würde ich niemals würfeln wollen. Also, aber der große Winkler, also ich hier, nehme das, was der kleine Winkler haben möchte. Immer das, was er kriegen kann. Mein Gott, da rede ich mir einen Stuss hier zusammen heute. Ich habe irgendwie gar keinen klaren Gedanken, den ich fassen kann. Irgendwie, also in meinem Kopf ist gerade ein bisschen Stauparty, also entschuldigt. Wird gar nicht so einfach werden, aber das nächste Video kommt bestimmt. Und das ist eine Ankündigung. Ich möchte ein großartiges Video machen und es geht im Folgenden um das Video um einen meiner Lieblingsfilme. Und zwar geht es da um den Film mein Gelaber langweilt mich selber zu Tode. Wie sich dann erst die Zuschauer fühlen müssen, die sich den Scheiß hier geben müssen. Also es geht um Folgendes, es geht um Matrix, mein Lieblingsfilm. Ja.
Jetzt wird es langsam mal Zeit, dass ich kacken gehe. Ich muss nämlich langsam mal Donner auf den Donner humpen. Und danach muss ich mir noch einen Kaffee rendern. Und dann muss ich mir wahrscheinlich noch Brezel machen. Muss ich mal gucken, was ich noch so im Haus habe. Ja, völlig egal, was ich jetzt hier vor mir gebe. Ihr merkt, ich rede einfach nur kreuz und quer durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade in meinem Kopf los ist. Deswegen mache ich den Kopf jetzt zu und verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Drachenlord. Bis später, ciao. Mädel, Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ich grüße euch. Oh, ich kriege wieder einen Schlaganfall, Moment. Mann, das wird echt nicht besser, was ich hier mache. Ich kriege einen Schlaganfall nach dem nächsten und das ist voll anstrengend und ich kann nicht mehr klar denken. Selbst beim Wichsen ist es so, dass ich mittlerweile eine erektile Dysfunktion habe. Und das ist ganz schön anstrengend, weil ich, wenn ich keinen hochkriege und ich kann mir keinen schrubben, dann bin ich echt irgendwie angepisst die ganze Zeit. Und oben möchte ich euch gerne ein Bild von mir einblenden. Da war ich noch ein bisschen dicker. Ich habe ein bisschen abgenommen. So, da bin ich wieder. Ich habe mir gerade fein säuberlich am Sack gekratzt. Ich habe das weggeblendet, weil das muss ein bisschen Etikette haben. So, um diese beiden Schauspieler geht es hier, also das sind die Hauptdarsteller. Im Film heißen die Neon und Tiffany oder so ähnlich. Ich müsste eigentlich erst mal im Internet nachgucken, aber da hatte ich keine Zeit zu, weil ich mir wieder ein Porno angeguckt habe und dann führte wieder eins zum anderen. Ihr kennt mich ja mittlerweile ganz gut. Die Maschinen, die haben die Menschen auch als Stromquelle benutzt und zwar würde ich das auch gerne mal machen, das ist eine tolle Fantasie von mir, einfach die Hater in den Keller einzusperren und da einen Stöpsel dran zu machen. Ich meine, Anschlüsse hat der menschliche Körper weitaus genug. Mein Gott, schon wieder einen Schlaganfall gekriegt. Ich blende euch mal gerade was ein, ich brauche eine kurze Pause. Donnerwetter. So, jetzt geht's wieder. Ich habe mich ein bisschen akklimatisiert, ein bisschen erholt und habe mir gerade einen Schluck Bier genommen und habe jetzt mal alles so runtergespült. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist immer auch nicht mehr schwindelig. Ach, mein Skript, das habe ich leider verschludert. Das ist irgendwo unter das Sofa gerutscht. Da hätte ich aufstehen müssen, da habe ich aber keinen Bock zu gehabt. So, Morphium und Neon stehen in so einem weißen Raum und Neon streichelt den Sessel. Ich wünschte, das wäre mein Pensi, den er da streicheln würde. Ja, und die unterhalten sich halt über die Matrix, ne, und was da so los ist. Und ansonsten, warum die Stühle da stehen, kann ich nicht sagen. So, da ist Agent Schmidt. Und in dieser Szene hat er Morphium gefangen genommen und will Dings von ihm. Die Leute sind halt die Batterien in der Matrix, habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ich glaube, ich muss mir wirklich da mal mein Skript holen, sonst werde ich hier ganz radadoll im Kopf werden. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Also ehrlich, also passen. Wo soll ich denn anfangen? Also, ich habe den Eindruck, dass die ganzen Schlaganfälle mir das Gehirn wegballern, aber das muss wegen meiner Selbstheilungskräfte, ganz wichtig, ist das mir völlig egal. Ich muss mal gerade wieder einen kleinen Cut machen, weil ich muss mir nämlich mal dezent an den Piep bekratzen. Ich sollte mal wieder waschen, verdammt nochmal. Agent Schmidt ist dafür zuständig, dass die Leute, die in der Matrix, also die wissen, dass das eine Verarsche ist, zu jagen und zu töten. Also, Moment. Mein Gott, ich muss mich vielleicht mal einmal, mehr als einmal in der Woche waschen. So, da sehen wir Neon und Agent Schmidt im finalen Kampf. Und da drängt der Schmidt in Neon ein. Allerdings von vorne, nicht von hinten. Und überzieht ihn mit schwarzem Sperma. Ganz tolle Sequenz. Da pulsiere ich immer. Und dann gab es noch eine ganz tolle Szene, eine meiner Lieblingsszenen in den ganzen Filmen. Und zwar, da sitzt Neon in so einer Art Liebeschaukel und kriegt Orgasmen und dann wackelt er und vibriert. Und wenn der Neon kommt, dann glüht er so komisch golden. Also der ist so völlig am Schimmern, will ich jetzt mal sagen. Aber die Orgasmen, die er kriegt, die, oh mein Gott, die hätte ich auch gern. So, und da kann man wunderbar sehen, wie Neon kommt. Ein sehr intensiver Orgasmus. Und während er kommt, zerstört er quasi Agent Schmidt. Auf jeden Fall leuchten jetzt alle zusammen und explodieren. Ganz großartige Szene. Man merkt, wie er anfängt zu drücken. Sieht ein bisschen aus, als müsste er groß. Ich muss mich mal wieder kratzen. Kleinen Moment.
Wenn das so weitergeht mit der Jucke. Ja, Madame nochmal, es juckt und juckt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob das Herpes hier mir aus dem Mundwinkel nach unten gefallen ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall besser werden, wenn ich da ein bisschen Creme drauf gemacht habe und dann die Schwellung auch ein bisschen zurückgegangen ist. Also die Schwellung, die ist immer noch da. Ihr wisst warum. Wahrscheinlich aus dem letzten Video habt ihr das gehört. Mir fällt dann noch ein, da habe ich so ein kleines flachbusiges Detail vergessen, tut mir leid. Und zwar ist es hier Travestie. Travestie hieß sie, glaube ich, die Hauptdarstellerin von dem Film. Die hat mit Neon hat die gebumst und hat mehrere Male Sex gehabt. Es ist so anstrengend. Teil 3 ist der beste Teil, weil da ist am meisten mit Bumserei und so. Da konnte ich mir am meisten einen drauf pellen. Oh. Mein Gott, ich glaube, ich lasse es jetzt sein hier. Ich habe, glaube ich, gar keinen Schimmer, wie ich das hier vernünftig ohne Skript machen soll. Ich denke mal, das reicht für heute. Ich probiere mal ein Skript zu schreiben für den ganzen Schmatter, den ich hier gerade produziere. Und deswegen möchte ich euch jetzt verabschieden. Mein Kopf, der glüht schon ganz. Ich glaube, der nächste Schlaganfall steht schon vor der Tür. Deswegen möchte ich euch jetzt nicht weiter intellektuell belasten. Deswegen mache ich hier an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Ich muss sowieso gleich noch duschen und auf den Lokus und muss mir Essen machen. Ich bin sehr, sehr müde und ich muss natürlich auch darauf achten, dass ihr befriedigt seid. Also, wenn ich mich befriedigt habe, dann seid ihr dran mit Befriedigung. Mein Gott, nochmal. Boah, das ist ein Thema, du. Ich komm da gar nicht mehr mit klar. Ich muss mich erstmal ein bisschen abreagieren. So, wo ist er denn? Ja, da. Ja, und drauf den Bauch an der Seite und drauf gesteckt. So, und an den Apparat. Hier. Jo, das gefällt dem Rainer. Großartig. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ja, so kann das weitergehen. Oh, Donnerwetter. Komm, saug mich leer, du. Donnerwetter, aber nicht wieder umstellen. Nicht von saugen auf Blasen machen, das ist... Yes. Gleich kommt's. Da leuchtet das rote Licht noch. Und, oh, das nimmt noch auf? Oh, ich habe meinen Staubsauger genommen und habe versucht, mein Zimmer zu saugen. Und das ist nicht so, das war ganz dreckig und der Staubsauger, der ist verstopft. Und wenn ihr da irgendwas gehört haben solltet, was ihr nicht hättet hören müssen, dann ist es der Staubsauger gewesen. Ja, ich musste meine Wohnung saugen. Ich habe alles rausgeschmissen aus dem Fenster und da waren noch ganz viele Krümel. Krümel auf dem Boden und die musste ich jetzt halt wegsaugen. Also wenn ihr irgendwas gehört habt, das war der Staubsauger. Ein hervorragender Mann. Ganz toller Schauspieler, den mag ich. Da habe ich mir auch schon öfters mal einen zugeschleudert und das muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, das hat keiner gesehen, was ich jetzt gemacht habe, aber egal. Mein Gott nochmal, das ist... Ich glaube, ich muss mal zum Arzt gehen. Wenn ich mir jetzt noch länger dran rumkratze, dann... Ist es gleich so weit? Ilau, jetzt ist es ja! Oh, Donnerwetter, das war, glaube ich, der Neo-Orgasmus gerade, den ich mir hier gerade gekratzt habe. Unglaublich, ich bin so happy. Meine Hose ist jetzt klitschenass, aber ich muss mich sowieso, das Video ist sowieso zu Ende, ich muss mich jetzt gleich umziehen und dann muss ich mal noch duschen, weil ich muss auch noch ein bisschen. Oh, Donnerwetter, das kann ich nur jedem empfehlen. Guckt euch Matrix an und übt mal den Neon-Orgasmus. Der ist wirklich unglaublich, unglaublich intensiv. Ich habe auch Farben gesehen. Das könnte natürlich allerdings davon kommen, dass ich einen Schlaganfall schon wieder gekriegt habe. Ich kann das mittlerweile schon gar nicht mehr unterscheiden, ob es ein Schlaganfall war oder ob es einfach nur Gefühle waren, die in meinem Kopf hier explodiert sind. Aber auf jeden Fall, ja, tut da nichts zur Sache. Ich schweife ein bisschen ab. Ich muss mal gucken, wie ich mit dem Wichsen, ich meine, mit der Arbeit so zurechtkomme. Ich muss auch noch zum Amt und ich muss noch vor Gericht und ich muss sowieso noch ganz, ganz viele Dinge machen. Ich muss mein Auto reparieren, ich muss meinen Zaun reparieren, ich muss meine Küche aufräumen, ich muss den Flur renovieren, ich muss tapezieren, ich muss die Couch reparieren, ich muss aufräumen, ich muss Kochvlogs machen, ich muss mein Pferd füttern, obwohl meine Hamster muss ich füttern und sowieso alles muss ich noch machen, obwohl ich keinen Bock mehr habe. So, jetzt geht mir langsam die Luft aus von dem ganzen Geblabbel, was ich hier mache. Das führt sowieso
zu gar nichts. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich mir einen schleuder. Ich meine, wenn ich wieder arbeite und hier ein schönes Video raussende. Jetzt möchte ich mich in ganz vielen verschiedenen Sprachen verabschieden. Au revoir, bye-bye, au reservoir. Auf Wiedersehen, ciao, ciao, bella, sayonara, matane. Und ich habe noch viel mehr Ideen. Zum Beispiel möchte ich ein Video machen über 5 gegen Willi. Da könnt ihr schon ganz gespannt drauf sein. Auf jeden Fall, liebt dich Drache, liebt euch Drache und ich habe euch ganz doll lieb. Küsschen aufs Poloch. Mädel Leute, servus und herzlich willkommen beim Sturzlord. Ich bin heute nämlich auf die Fresse gefallen. Ja, deswegen stehe ich jetzt auch und mein Arsch tut weh. Mir ist mein Stuhl kaputt gebrochen, das ist unglaublich. Aber so könnt ihr mich wenigstens mal im Profil sehen. Ja, die wollen alle, wer will da nicht in diesem Sinken versinken? Das sind ganz viele Leute, die das möchten. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich mich auf meinen Stuhl gesetzt und dann bin ich da vorne zusammengebrochen. Einfach so. Da habe ich mich dann aufs Maul gelegt, habe mir den Kopf dann noch angehauen. Ich habe nämlich eine ganz tolle Überlegung gehabt, nämlich da vorne, als ich mir den Kopf gestoßen habe, dass ich die AMSR-Dinger mache und die kommen in diese Hülle rein. Da gibt es verschiedene Tracks von mir, also Gestöhne. Was haben wir denn da? Im Badezimmer. Toll, das Licht wieder aus. Moment. Ja, wunderbar. Also da sind meine Geräusche, die ich den ganzen Tag hier so produziere. So, dann haben wir da der große Braune. Der ist da drauf mit. Und dann haben wir da noch im Bettchen beim Essen. Das heißt, weil ich das Schnitzel gemacht habe. Die Vakuumpumpe. Das habe ich ja das falsch geschrieben. Ich habe das mit V geschrieben. Ach so, ja, das weiß ich noch. Das war, als ich im Garten im Pool war und geplanscht habe. Da gibt es auch ein wunderbares ASM. Ihr wisst, was ich meine. Da gibt es dazu schon wieder eine Rechtschreibfehler. Das kann doch wohl. Warum schreibe ich denn Gurke mit? Gurke mit G. Die könnt ihr benutzen, wenn ihr einschlafen wollt. Beim Masturbieren könnt ihr das benutzen. Ihr könnt es auch beim Poppen benutzen. Ich muss mal gerade kacken. So, da bin ich wieder und ich habe auch was ganz Tolles gefunden. Und zwar ist es diese Box hier und da kommt die Sonderedition von meiner AMSR-CD rein. Und inklusive den T-Shirt. Ich habe da noch ein gebrauchtes T-Shirt. Und natürlich ganz wunderbare Karten, die habe ich unter dem Sofa gefunden und die sind extra nur für euch. Ganz lustige Figuren drauf. Guck mal, sieht der nicht lustig aus? Ich wünschte, ich könnte so malen. Dann haben wir hier noch ein lustiges Männchen. Hermann. Großartig. Auf jeder und der auch. Sam. Großartig. Da hat sich einer richtig was einfallen lassen. So, und dann haben wir noch Mark. Auch super. Und da haben wir noch Vagin. Ja, das dann auch noch mal. Ach, Mann, das geht mir auf Eier. Weil ich eigentlich mal wieder einen vernünftigen Stromtarif habe. Aber egal. Auf jeden Fall verkaufe ich diese CDs, weil ich einen neuen Stuhl brauche. Weil ich kann auf Dauer Videos im Stehen nicht machen. Es geht einfach nicht, weil meine Beine, die brennen jetzt schon wie Feuer. Da ich werde ganz radadoll. Die CD kostet, lass mich mal, 1000 Euro. 1000 Euro. Wenn er dann noch eine zweite CD kauft, dann gibt es gratis obendrauf noch ein paar Rezepte, wie ich meinen Wanz so dick gekriegt habe. Und wer natürlich 4 CDs kauft oder noch mehr, der kriegt den Rainer damit zu. Also der kann dann ein Date mit mir machen. Also das habe ich also mir so überlegt. Dann können wir uns treffen hier. Können die CD da reinmachen und dann können wir ein bisschen rummelden. Dann können wir uns ein bisschen den Prängel rubbeln, wenn du möchtest. Also wenn ihr möchtet. Ich weiß ja nicht, wie viele das werden, aber es werden wahrscheinlich unzählige Leute diese CD kaufen wollen, weil es ist ein unglaubliches
Stück Geschichte. Also das wird die Nachwelt noch von sprechen. Oh, und das Ganze ist erschienen im Rudolf Winkler Records ist das erschienen. Das ist eine ganz tolle Plattenfirma. Die macht ganz tolle CDs und ganz tolle Musikdinger. So, jetzt möchte ich mich verabschieden. Ich kann langsam nicht mehr stehen. Meine Beine platzen. Mir läuft das Wasser gleich aus den Zähnen raus. Und deswegen sage ich, verbleibe mit freundlichen Grüßen. Fistenleute, macht's gut. Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Trödelort. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und da mir das Wasser also finanziell bis zum Hals steht, habe ich mir ein tolles neues Format ausgedacht. Und das heißt Bares für Barne für Rares. Diese CDs könnt ihr käuflich erwerben, wenn ihr das möchtet. Also zum Anhören eignen die sich definitiv nicht, weil die sind alle total verkratzt hier. Die vor allen Dingen, da ist ein bisschen, da sind die Hater reingekommen damals und haben alle CDs verkratzt, die ich hier habe. Das finde ich eine riesengroße Sauerei. Ich kann auch mit meiner Hand, kann ich euch da auch Sachen draufmalen, wenn ihr das möchtet. Also ich kann euch Penisse draufmalen, Vaginen oder eine schicke Blume. Obwohl mit den Drachen kann ich leider nicht malen. Und das würde mich echt freuen, wenn ihr mir da mal jetzt wieder den Arsch rettet. Also ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwie anderen Trödel finde, den man hier verramschen kann. Also ich kann ja alles eigentlich verkaufen. Ich meine, die Drachenboxen sind ja auch weggegangen wie warme Semmeln. Das fand ich auch sehr gut. Da konnte ich auch mein altes meine alten Wichstücher konnte ich dann auch wegschenken. Das hat mich auch sehr gefreut, dass ich damit noch Geld machen konnte. Ich habe in den letzten Tagen 20 Kilo abgenommen. Obwohl man mir das nicht ansieht, das ist quasi so, als würde beim Panzer das Nummernschild abfallen. Wie ihr mich erreichen könnt, das habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, mach's gut und ciao. Ja, irgend so ein Drache wird mir die Sachen schon abkaufen. Hat ja bis jetzt immer ganz gut geklappt. Die lutschen mir den Pimmel. Aha. Sobald ich irgendwas hier in der Kamera halte, das erwerben können oder haben können vom Drachenlord, dann schnappen die sich das. Oh, das Mikro ist wieder an. Scharf stellen. Oh. Da sehe ich gut aus, verdammt. Ich sehe ein bisschen aus wie George Clooney, nicht wahr? Meine Witze sind doch immer die schlechtesten. Auf jeden Fall möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Und zwar gibt es eine traurige Nachricht. Ich habe keine Hater mehr vor dem Haus. Ich möchte eine Audioaufnahme von euch haben. Also, auf jeden Fall, das könnte das neue Video sein, wo ihr euch wiederfindet mit eurer Stimme und euren kreativen Beleidigungen. Und dann könnt ihr euer Fantasie freien Lauf lassen. Ihr könnt mich beleidigen wegen meinem Doppelkinn und ihr könnt mich beleidigen wegen meinem Gewicht. Ihr könnt mich allerdings auch wegen meinem Gesicht beleidigen. Ich habe mir auch überlegt, in das neue Video ganz viele Effekte reinzuschneiden. Und zwar ganz viele besondere Effekte. Ich habe mir da ein bisschen was angeeignet. Also ich habe mir ein bisschen was abgeguckt. Sowas. Oder was. Sowas hier. Ja, oder sowas. Guck mal. Wahnsinn, wa? Das schafft der Wungel sogar mit dem Handy. Und ich habe es endlich geschafft, nach all den Jahren das mit dem hinzubekommen. Oh, da fällt euch vor Begeisterung bestimmt ein Ei aus der Hose. Guck mal das hier, was ich hier. Entdeckung! Oh, ist das heiß! Jetzt habt ihr alle Angst. Ich bin ein talentiertes Kerlchen auf jeden Fall. Hashtag Liebe, liebe euch, macht's gut und bis später, euer Drachenlord. Meine Leute, ich bin etwas niedergeschlagen heute. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht, die liebe Heike. Ich höre mir immer wieder gerne ihr Lied an, was sie für mich gesungen hat. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn das so ein bisschen im Hintergrund läuft. Aber das hilft mir, die Trauer ein bisschen zu überwinden. Zu allem Überfluss stehen draußen noch ein paar Vollidioten. Ein paar arbeitslose Vollidioten, die nichts anderes zu tun haben, als mir auf den Sack zu gehen. Die sind so laut und so penetrant sind die auch, so dumm sind die auch. Das ist unglaublich. Ich würde jetzt auch rausgehen und den Hatern ein paar in die Schnauze hauen, aber da habe ich keine Lust zu. Ich bin so niedergeschlagen. Das ist unglaublich. Die Heike, die fehlt mir so. Ich habe hier noch ihren Hessen Brief, den sie an mich geschrieben hat. Ja, sie hat mich bewundert für meine Willensstärke, für meinen großen Pensi. Ich verstehe das nicht. In einer Minute habe ich sie noch gut gebumst und sie hat gesagt, das wird wunderbar. Sie hat gesagt, ich bin der beste Steiger gewesen, den sie je in ihrem ganzen Leben gebumst hat.
Dann hätte ich auch eine gefunden, die 6 bis 8 malen kann. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ich würde alles dafür tun, dass ich mir die Heike wiederbekommen könnte. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil Heike jetzt auch eine verdammte Kackhederin ist. Und das ist Gottes Wiss. Und diese Heder da draußen, die... Das ist doch nicht alles umsonst gewesen. Wo ist das auf meiner Boulderkalle hin? Mädel, Leute, Servus und Leute. Autsch, verdammt noch. Ah, in der Hand hatte ich ein bisschen Gicht noch. Das ist ein bisschen besser geworden. Das kommt von vielen Wichsen. Jetzt kann ich das hier an der Hand auch noch. Ich habe ja eine Verhandlung gehabt. Also nicht ich habe eine Verhandlung gehabt, sondern ein anderer Heder hat eine Verhandlung gehabt. Auf jeden Fall wurde der verurteilt und das freut mich. Ich möchte euch ganz herzlich danken. Mal Schuhe ausziehen hier. Die Schuhe brauche ich. Die habe ich schon den ganzen Tag an. Also jetzt habe ich sie endlich mal ausgekriegt, weil ich mit Bücken ist ja nicht mehr so viel. Ach so, bevor ich es vergesse. Ich hatte euch mal gesagt, ihr solltet mir mal Audioaufnahmen schicken. Das habe ich lang und breit erklärt, wie das funktioniert. Also ich habe das richtig durchgekaut. Also ich habe euch das vernünftig gesagt, das Ganze. Lang und breit habe ich das erklärt. Ich habe das so lang habe ich das von der Wand bis zu der Wand habe ich das gezogen. Auf jeden Fall von da bis da hinten habe ich das erklärt. Schlaganfall. Ja, verdammt. Immer wieder dieses Schlaganfall in meinem Kopf, das ist unglaublich. Es nimmt dich ab. So, ich sage euch das jetzt noch einmal und ihr schickt mir jetzt Audioaufnahmen. Ihr müsst mir Audioaufnahmen schicken, wie ihr bei mir vorm Tor steht und was ihr denn gerne sprechen möchtet. Der musste raus, aber im Nachhinein betrachtet wäre es besser, der wäre drin geblieben. Es ist alles nass und klebrig, es ist ein bisschen schmierig. Ist ja völlig egal. Oh, scheiße, verdammt. Ich sitze es jetzt einfach aus. Was würdet ihr durchs Dorf schreien? Was würdet ihr denn zur Scheune oder zu der Ente in der Tonne, was würdet ihr dazu sagen? Was würdet ihr machen, wenn ich nackt draußen stehen würde? Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Es ist so ekelhaft schmierig jetzt gerade an meiner Kimmer, aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich muss mich jetzt duschen, deswegen werde ich das Video jetzt hier abwürgen und macht es gut und ich freue mich auf neuen kreativen Content von mir, für mich, für euch und deswegen verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Euer, wie hieß ich denn nochmal? Warte mal, ich glaube, ich hieße Rüdiger, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit... Er war das mit P, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es hieß Peiner. Rainer. Ja, Rainer war es gewesen. Mein Gott, diese Schlaganfälle, die gehen so aufs Gedächtnis mittlerweile. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie mein Nachname hieß. Aber was war denn mein Name? Es ist unglaublich. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Macht's gut. Ich liebe euch. Meine Arme kriege ich gerade nicht mehr hoch. Ich habe eine kurzzeitige Lähmung. Denkt euch einfach, ich würde jetzt winken. Macht es gut. Ich liebe euch. Bis später. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachen. Oh, die Fliege ist immer noch tot. Naja, aber egal. Erinnert mich an die Ente. Irgendwie so. Auf jeden Fall liebe ich euch alle. Hashtag Liebe oder Hashtag Liebe. Irgendwie, ihr schreibt das immer falsch, aber ich liebe euch trotzdem. Mädel, Leute, Servus und herzlich willkommen zu eurer dicklichen Prinzessin. Das macht man ja so nicht. Es geht um Folgendes, und zwar habe ich eine Abstimmung ins Internet gemeldet gestern Abend. Da gibt es viele verschiedene Punkte, die ihr euch aussuchen könnt. Da gibt es einmal Sexual. Da gibt es Sexualpraktiken, Sex mit Wassertieren, große Wassertiere und vor allen Dingen gibt es Filme und da gibt es auch Musik und Bücher und was nicht noch alles. Ich weiß die Themen gar nicht mehr, die ich hier machen sollte. Also da muss ich gerade mal nachgucken auf dem Computer. Also ich sehe gerade, hier sind ganz viele Tabs offen. Ich kann keine Tabs mehr öffnen, das ist auch... Oh, hier, Porn, Pornhub, YouTube, YoPorn, X-Hamster. My Honey Farm ist auch noch auf. Das kriege ich nicht zu, das ist so eine Scheiße, ist das hier. Mit dem Apparat hier, das... da ist... Hier. Ja, jetzt, da ist es. Ich habe es gefunden. Sind 1, 2, 3, 5, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, die ich aufgeschrieben habe. Wie gesagt, es sind große Wassertiere oder ihr könnt da unter Filmen könnt ihr auswählen. Ihr könnt auch wieder Bücher nehmen. Ich könnte euch mal von Macbeth vorlesen. Ich könnte natürlich auch mal wieder einen Kochvlog machen. Das wünschen sich ja viele. Aber
Ich glaube nicht, weil ich muss dann vom Sofa aufstehen. Ja, Entschuldigung. Also, ich muss vom Sofa aufstehen, da habe ich keine Lust zu. Ja, gewichst habe ich heute mal wieder. Das ist ganz normal bei mir. Also ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Frosch, ganz, ganz lustig, der Witz. Klick mal einfach an. Ich gucke mir an, wie die Abstimmung abgelaufen ist. Und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie Bock zu habe. Vorausgesetzt, ich bin nicht wieder am Keulen und so weiter. Bis später, euer Drachenlord. Ich liebe euch. Macht's gut, abonniert und ich liebe euch. Mädel Leute, Servus und herzlich willkommen beim Pomadenkaiser. Ihr könnt da eure Kommentare reinmädeln, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr euch ein Thema aussuchen, was ihr hören wollt. Also was ich machen soll für ein Video. Aber es muss familienfreundlich sein. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie doof ankommt und sagt, ihr müsst mal Mix-Videos oder sowas. Das mache ich nicht. Ja, also habt ihr das verstanden? Also das möchte ich nicht. Ich möchte ich nicht machen. Also dafür habe ich meinen anderen Kanal, aber sehen ja meine Haare aus. Guck mal, das. Ganz viel Pomade drin. Ganz klebrig ist das. Also. Und der Kommentar mit den meisten irrigierten Däumchen nach oben, den nehme ich dann. Ich muss mal langsam eine Verabschiedung rausfinden, die auch sinngemäß und vor allen Dingen gleichmäßig, beständig ist und immer das Gleiche und man, so kann man sich dann merken, ah, das kommt vom Drachenlord, aber vielleicht, ich rede wieder wir, also ich muss mal leider Pause machen, ich muss mir noch was zu essen machen und jetzt, ich habe auch schon lange nicht mehr abgemolken, werde ich jetzt machen. Mädel Leute, Servus und herzlich willkommen hier beim Volumenlord. Ich habe ein großes Volumen hier in meinem Parasitenbett oben auf dem Kopf. Sieht gut aus, ne? Schön auseinandergeflogen. Mein Vorschlag wäre der Geburtstagsrage. Rage? Rage habe ich noch nie Rage meint er vielleicht. Hat er falsch geschrieben, aber naja, was soll man anders erwarten von den Vollidioten? Also naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall war da noch ein Kommentar von einem Joai Konrad, also so wie der heißt. Ich hoffe auch hier, ich habe das richtig ausgesprochen. Der möchte, dass ich den Kurzfilm der Idioten mal mache. Also muss ich mal gucken, irgendwo habe ich das alte Band noch liegen. Das ist das Peinlichste, was ich jemals ins Internet gemeldet habe. Die Leute lachen sich heute noch darüber kaputt. Ich bin mir gerade. Jetzt werde ich mir was. Habe ich was Schönes gefunden und zwar einen kleinen Film. Den kenne ich noch gar nicht. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall hat der sehr viele Bewertungen gekriegt. So, jetzt. Guck mal. Oh, da zieht sie sich aus, die Olle. Wunderbar. Ja, so mag das der Rainer. Ja. Oh, die Couch kenne ich. Die kenne ich auch noch nicht. Also, das ist ja wunderbar. Eine wunderbare Location, um da irgendwas zu machen. Also, jetzt muss ich mal kurz Pause machen, einen kleinen Moment. Sonst komme ich wieder zu schnell. Aber dafür kann ich 6 bis 8 Mal. So, weiter geht's. Also, guck mal. Und jetzt hol mal deinen Prängel da raus, deinen Luststab. Oh, wunderbar. So, ich habe eben gerade einen kleinen Cut gemacht, weil mein Arbeitshandy hat geklingelt. Ich habe jetzt Mittagspause und das ist auch gut so. Ich kann nicht mehr langsam. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier alle befriedigt. Also dann mal auf welche reingeschrieben, ich sollte mich befriedigen und Wichsen-Videos machen, habe ich auch gemacht. Also ich habe mich angezogen gelassen, weil mich will auch nackt keiner sehen. Ich meine, das habe ich schon mal im Spiegel gesehen und total ekelhaft. Das kann man keinem zumuten, nicht? Es reicht ja, wenn ich hier sitze und angezogen bin und dann bleibt das familienfreundlich und dann habe ich als auch noch einen Wunsch erfüllt. Das freut mich. Auf jeden Fall danke ich euch für euer Interesse und euer gutes Gemitmache. Deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen Pause machen. Ich bin jetzt in der kreativen Phase. Jetzt muss ich hier ein bisschen Skript schreiben und gucken, was warum kommt. So, Mädel, Leute, Servus und herzlich willkommen beim Spitzrot. Moment. Das ist besser. Ich habe Kabelbrand in der Wand und das heizt das Zimmer so unglaublich auf. Deswegen musste ich mich hier ausziehen. Also ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich bin ja noch ein bisschen angezogen, also mit den Haaren sieht das aus, als hätte ich noch einen Pulli an. Also ich hoffe, dass
das geht klar. Bei dem Wetter muss ich auch ein bisschen im Garten was machen. Dann muss ich ein bisschen den Müll von links nach rechts schieben. Also ich habe ganz viel zu tun. Oh, es fängt wieder an, dass ich den Faden verliere. Moment mal, es kann doch wohl nicht. Also ich habe mal ein bisschen gegoogelt, woran das liegen kann. Das könnte mit den Schlaganfällen zusammenhängen, die ich da ständig habe. Also eine Männersauna, das ist eine Sauna, da gehen ganz viele Männer rein. Und da bleiben die Frauen, die bleiben draußen. Also die, deswegen heißt es Männersauna. Und das, da kann man sich dann saunen. Und wenn man Bock hat, da kann man sich auch so untenrum ein bisschen anfassen. Also wenn die anderen das möchten. Man kann sich da auch gegenseitig ins Maul mädeln. Man kann sich da ins Gesicht mädeln, auf den Körper, auf den Popo, hier ganz den Oberkörper, war schon mal ganz voll, habe ich gesehen, war eine sehr schmierige Angelegenheit, würde ich sagen. Das war total klebrig gewesen. Das war auch, es ist auch nichts für mich. Also so viel auf einen Haufen, da kriege ich auch jetzt habe ich wieder den Faden verloren, das ist unglaublich. Also wo war ich denn stehen geblieben? Ich war irgendwo, wo war ich denn? Achso, auf jeden Fall habe ich noch ganz, ganz viel im Garten zu tun und dann muss ich den ganzen Müll von links nach rechts wegschaufeln und das... Nee, warte mal, da war ich doch. Das hatte ich doch schon gerade gehabt. Wo war ich? Ah, Männersauna. Jetzt habe ich es wieder. Ja, aber solange ich den Faden wiederfinde, ist alles gut. Da konnte man sich dann ausziehen, weil man geht ja selten mit Klamotten in die Sauna, weil dann schmitzt man. Ja, noch mehr als nötig und deswegen bin ich da, habe ich mich ausgezogen. Viele Leute sind gleich schreiend weggelaufen, also die, ich denke mal, die waren so erregt von mir, dass sie sich gleich hinter der nächsten Tür eingekeult haben. Auf jeden Fall habe ich mir dann ein Badehandtuch umgeschmissen und dieses Badehandtuch habe ich mir dann, also um meinen Körper, jetzt habe ich gelogen, es waren... Ist mir ein bisschen peinlich, aber es waren drei Handtücher gewesen, um es genau zu sein. Weil ein Handtuch reicht nicht, um meinen Körper abzudecken. Moment mal. So, da ist mir gerade hier ein Ei aus der Hose gekullert. Das muss ich gerade wieder raufholen. Da saßen gut so 10 Leute, saßen da verteilt in der Sauna. Und das Erste, was passierte, als ich da reinkam, dann kriegte ich sofort einen Apfel in den Mund gesteckt. Also ich verstehe bis heute nicht, was... Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann hingesetzt. Neben mir saß so ein alter Mann. Also der war, ich habe ihn gefragt, der war um die, der war 78 Jahre alt und der hatte einen ordentlich langen Prängel. Leider Gottes hing der nur. Da war nichts zu machen. Da kriegte man nicht hoch. Auf jeden Fall hat er angefangen, sich auf mich zu schmeißen so. Und hatte ich auf einmal sein Trockenobst am Kinn hängen. Das war total widerlich. Das knisterte so komisch. Also es war schon sehr ranzig und alt und hat auch ein bisschen gerochen. Aber im ganz Großen und Ganzen hat er mich sehr geil gemacht, weil er auch der Erste war, der mich anfasste und ja, auch wirklich gar keine Berührungsängste hatte. Und dann auf jeden Fall hat er dann meinen Prängel in den Mund genommen. Und dann habe ich das selber natürlich auch bei ihm gemacht, das ist ja völlig klar. Ein Pimmel wäscht den anderen. Aber leider Gottes hatte ich danach extreme Bauchschmerzen, Durchfall, ja, und auch viel Erbrechen. Ich hatte eine Salmonellenvergiftung. Das wird auf jeden Fall an den alten Eiern gelegen haben, so viel steht fest. Da fange ich dann immer, wenn ich daran zurückdenke, dann könnte ich mir immer meine Wurst ausfringen. Das ist total erregend, ist das gewesen, das erste Mal in der Sauna, obwohl es mit einem alten Knacker war. Ich habe mich jetzt hier in totaler Erregung gemacht, also geredet und deswegen werde ich jetzt ein bisschen schrubben gehen. Und hier können wir den Rainer Winkler in seiner natürlichen Umgebung begutachten. Man muss dazu sagen, dieses majestätische Geschöpf bringt stattliche 250 Kilo auf die Waage und erreicht eine Körpergröße im ausgewachsenen Zustand von 1,96 Meter. Sobald man sich dem Revier des Reitertiers nähert, reagiert es sofort mit Grunzlauten und schmeißt mit Gegenständen.
Zu den Hauptnahrungsmitteln dieses possierlichen Geschöpfes gehört unter anderem Ofenkäse, Brezeln und diverse Konserven. Das Reitertier verfügt zudem auch über einen extrem ausgeprägten, wenn nicht sogar als pervers zu bezeichnenden Sexualtrieb, der ihn zwingt, sich ständig zu paaren. Aufgrund seines massiven Körperumfangs und seines extrem kleinen Geschlechtsorgans ist es dem Reitertier nicht möglich, sich zu paaren. Somit danke ich Ihnen fürs Zusehen und mir bleibt nur noch eins zu sagen, der pflichtbewusste Sodomist niemals das Kondom vergisst, ob Fifi, Waldi oder Rex, alle lieben Safer Sex. Mädel-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute ist nämlich mein Merchandise gekommen. Das ist die Autogrammkarte, die er damit beikriegt. Da male ich dann meine Buchstaben drauf, nicht? Plastikmüll, das könnt ihr bei euch im Garten schmeißen oder sowas. Das ist ein Ding, was? Das ist mein Genital in Lebensgröße, die vollen 16 bis 17 Zentimeter. Da könnt ihr dann ein bisschen dran rumrubbeln, wenn ihr wollt. Mit der Vorhautverengung oben, mit meiner Phimose. Das ist wirklich sehr originalgetreu geworden. Man kriegt die Vorhaut gar nicht runter. Egal wie stark ich ziehe, das ultimative Highlight an dem Ding ist, man kann es sich dekorativ auf den Wohnzimmertisch stellen, wenn man das möchte. Oder den extra entwickelten Saugnapf nehmen und dann auf die Motorhaube draufpacken, hält bis 200 Stundenkilometer. Habe ich mit meinem Metal-Mobil getestet. Ist auch ein wunderbares Geschenk für Oma, Opa oder andere Leute. Für die Verwandten, die können sich das zu Hause ins Regal stellen. So kann sich jeder den Rainer ins Wohnzimmer stellen. Nicht? Macht's gut, bis später und tschüss. Tschü. Mädel-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenhof. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Bonus verdient. Ich habe den Wongel weggestreikt und jetzt feiern wir. Diesen besonderen Anlass werden wir jetzt feiern. Ganz intim. Ich hoffe nicht, dass er sich auf seinem neuen Kanal die Leiden des Wongel Reloaded wieder weiter über mich lustig macht. Glückliches Gegrunze von eurem Milchschweinchen. Diesmal meine Kamera, die steht da richtig, falsch rum, keine Ahnung. Ja, guck mal, ich habe ein Paket mit reingekriegt und da sind ganz viele Lieder drauf, ganz viele komische Lieder. Also mal gucken, da sind unter anderem Lieder drauf. Ja, auf jeden Fall, Dankeschön für die tolle CD. Gucke ich mir wahrscheinlich nicht an. Dieses Paket sorgt dafür, dass meine Beziehung also wieder den nötigen Pfiff kriegt. Also dreimal waren wir schon getrennt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Meine Freundin wird dann wieder bei mir sein und das freut mich ungemein. Ich kriege das Paket leider nicht so schnell auf. Ich muss es schneller aufmachen. Mit der Schere geht das nicht. Ich lasse es jetzt einfach hier raus. So, Donnerwetter. Oh, kein Geld drin, schade. Naja, kann ich alles haben, meine Scheiße. Guck mal, da ist er. Oh, guck mal, das kann man sich... Wo? Wie soll denn da... Wofür ist das? Ist das für asiatische Penisse? Und das ist für mich... Muss das... Made in China. Toll. Da, guck mal. Da kommt das rein. So, und jetzt lege ich mir auf den Boden meine Wasserklumpen da drauf, damit das nicht ver... Schön einblasen lassen. So, was haben wir? Jedes Mal, wenn die Beziehung jetzt in die Brüche geht, kann ich ein bisschen blasen und dann ist alles... Alles wieder gut. Dankeschön für dieses tolle Geschenk. Da hat wirklich einer mal mitgedacht. Das ist so ist das selten bei meinen Fans, muss man mittlerweile sagen. Aber ihr steigert euch auf jeden Fall. Ich muss mich jetzt erstmal um meine Freundin kümmern. Die hat schon lange nichts mehr von mir gesehen. Und hat... Wo liegt die denn? Verdammt noch. Ich glaube, ich habe die im gelben... Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und verbleibe mit freundlichen Grüßen und Schlaganfall, kleinen Moment. Das nimmt immer
merkwürdigere Ausmaße an. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Macht gut. Ich liebe euch. Meine Leute, servus und herzlich willkommen beim Präsentel. Präsentlord. Ganz schön schwerer Umschlag. Aber ja, irgendwas ist das. Ich kann es nicht lesen. Ja, egal. Oh, so verpackt man Geschenke für den Rainer. Das ist wunderbar. Das freut mich. Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll ich denn damit anfangen? Das ist doch unglaublich. Ich habe auf meiner Amazon-Wunschliste, falls ihr das nicht sehen könnt, da ist eine Grafikkarte drauf und nicht so ein Scheiß hier. Mein Gott nochmal. Könnt ihr den nicht lesen? Oder was soll ich denn jetzt hier mit so einem Mikrofonständer da, so ganz toll, ganz super da? Ich habe doch schon ein Mikrofon, Mensch. Ich wollte eine Grafikkarte haben. Nö. Also was ist denn? Noch ein Karton. Das ist wunderbarer Müll. Den kann ich überall verteilen. Im Garten ist noch jede Menge Platz. Also da kann ich überall das hinschmeißen. Ja, damit kann ich wunderbar dekorieren. Nicht wunderbar. Ja, guck mal, so ein Dings ist das. Was ist? Was soll ich mit dem Scheiß hier? Verdammt nochmal. Was muss ich denn noch tun, damit ihr versteht, dass ich sowas nicht brauche? Das ist totaler Scheiß, ist das. Das ist total billiger Ramsch. Das kostet vielleicht so um die 200 Euro. Da kannst du nichts. Das ist nicht mal gut genug, um es sich in den Arsch zu stecken. Das stelle ich bei eBay rein oder sowas. Muss ich mal gucken, ob ich das. Oder ich schmeiße es gleich in den Garten rein. Also fürs nächste Mal bitte. Achtet darauf, was ich auf der Amazon-Wunschliste habe. Ich möchte die Grafikkarte und nicht so ein Krempel hier. Das bringt nichts. Da könnt ihr sehen, was von welcher Marke. Schuhe oder sowas. Das kennt doch kein Schwein, was das ist. Mann. So, auf jeden Fall danke ich euch nochmal und ich liebe euch und bleibt mit freundlichen Grüßen, euer Drachenlord. Ciao. Mittelleute, servus und herzlich willkommen hier wieder bei. Aus die Lord. Ja, Moment. Kleinen Moment. Ich muss das hier erstmal ausmachen. Das ist nervt ein bisschen, also kann ich mich nicht konzentrieren. Weil ich lerne gerade ein bisschen Schweizerdeutsch und deswegen läuft das Schulungsvideo hier. Achso, den Zettel, den wollte ich ja noch vorlesen. Der Zettel, der da dran hängt. Liebes Rainerle, wir wünschen dir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Feier schön deinen 12. Geburtstag. Das scheint doch schon etwas länger zu liegen. Und ich hatte mich schon gewundert, warum ich zum 12. Geburtstag kein Geschenk bekommen habe. Hier ist noch ein Brief. Also das ist nur eine Garantiekarte für die Tüte. Also ich hoffe, das Video hat euch trotz meiner Faulheit sehr gefallen und ich wünsche mir, dass ihr wieder beim nächsten Video dabei seid. Ich liebe euch. Meine Leute, servus und herzlich willkommen beim Disappoint Lord diesmal. Ich muss jetzt schon wieder lachen, was für eine Scheiße ich hier wieder gekriegt habe. Hier Amazon-Gutschein von 100 Euro, dann noch eine Karte. Amazon-Gutschein, die paar Kröten von dann nochmal. Jetzt mir lieber eine Grafikkarte schicken. Guck mal hier, was das für ein Scheiß ist. Masse statt Klasse. Ganz fürchterlich. Guck mal hier. Hauptsache viel Schokolade. Ich fresse keine Schokolade. Verdammt. Und das soll ich fressen? Vergiss es. Hier. Habe ich gesagt, ich will einen 100 Euro Amazon-Gutschein haben? Ach, ihr seid so dämlich. Verdammt nochmal. Meine Leute. Servus und herzlich willkommen beim Schleuderlord mal wieder. Ja, ein Fitbutt, also ich habe erst gedacht, das kann man sich da sonst wohin schieben, ist aber nicht der Fall gewesen. Kann man sich quasi sehen, wie viel Kilometer man am Tag masturbiert. Und dabei habe ich auch diese wunderbare CD und da mache ich es mir richtig schön romantisch. Und da werde ich mir dann in der Badewanne, wahrscheinlich in meinem japanischen Badezimmer, werde ich mir dann schön Kerzen hinstellen und werde dann ein Schleudertrauma kriegen. Ich denke mal, dass ich mal so auf meine 20 bis 25 Kilometer am Tag komme. Was steht denn hier? Bitte, es darf nicht nass werden.
Wie soll ich denn das machen? Soll ich den etwa zwischen die Finger klemmen hier oder was? Das kann ich mir doch keinen mehr pellen. Ich hoffe und ich denke, dass ich mal meine Sportergebnisse auf X-Hamster hochladen werde und das Ergebnis werdet ihr dann sehen. Ich habe bei meinem letzten Sportprogramm auch ordentlich abgenommen, man kann das sehen vielleicht. Ich habe ganz viel abgenommen und das ist quasi so, als würde man aus dem Telefonbuch eine Seite rausreißen. Auf dem Fahrrad habe ich keinen Widerstand, ganz einfach deswegen, weil ich keinen Widerstand dulde. Wir sehen uns auf der anderen Seite, während ich meine Zigarre bearbeite und freue mich auf neuen kreativen Content. Und ich liebe euch. Mädel, Leute. Servus und herzlich willkommen beim Enttäuschlord. So, guck mal, meine Hand. Da habe ich auf einen Fan gehört und der sagte, ich soll mal auf die Pauke hauen. Habe ich gemacht und die Pauke ist kaputt. Meine Hand auch. So, ich werde euch... Oh, Entschuldigung. Hier haben wir noch einen Zettel mit kryptischen Symbolen. Hier ist noch ein Zettel. Skriptorium. Ich glaube, das ist so ein automatisches Ding, das Skripts erstellen kann. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Da weg. Guck mal, das ist ganz komisch gemalt. Ob das der Vogel selber gemalt hat, ich habe keine Ahnung. Und rein in die Mülltüte. Das hier auch und weg damit. Was hier am Müll zusammenkommt, guck mal, da die kryptischen Dinger, kannst du nichts mit anfangen. So, und auch schön zu fallen soll, weil ich wieder reinmitteln in die Tüte hier, verdammt nochmal. Ich muss ja mal einen großen Stadtwerker schicken. Da bin ich wieder, ich frisch geduscht. Und dann haben wir hier noch Prinzenrolle. Irgendwie ein Billigimitat aus Indien oder sowas und scheiß Dreck nochmal. Das ist das für. Oh, ist das eine Grafikkarte? Oh, ich fasse es nicht. Endlich mal meine... Hat ein Fan mir etwa eine Grafikkarte geschenkt oder sowas? Oder das ist aber nicht das, was ich vermute? Oh, es ist unglaublich. Oh, eine Grafikkarte. Wunderbar. Endlich ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Mann. Eine wunderbare Grafikkarte ist das. Eine wunderbare Grafikkarte, die man sich ums Handgelenk machen kann. Ganz hervorragend ist das. Ihr seid echt zu doof für alles. Da steht was. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht kann man da ein Zebertuch oder ein Kondom reinpacken. Ich lasse es offen. Also, oder ob, ich habe keine Ahnung. So, da haben wir das nächste Müllstück. Ich werde das mal vorlesen. Also, ich hoffe, was das... Das ist so undeutlich geschrieben, dass du viel Spaß mit deinem... Ja, habe ich schon keinen Bock mehr zu lesen, wenn er das so langsam schreibt. Wer soll sich denn diesen dicken Schinken durchlesen? Der ist so dick, den dick wie ein Reklambuch, das ist unglaublich. Wer soll denn so eine Scheiße lesen? Wird da drin gefickt? Ich gucke... Nein, es wird da drinnen nicht gefickt. Das ist ein Jugendbuch. aber gibt es auch keine Drachen oder sowas. Von da aus ist dieses Buch völlig uninteressant. Ich werde das einfach in die Feuertonne kloppen. Und das hier ist eine tolle Karte. Hier ist noch, wie heißen denn die Dinger? Die explodieren oder sowas. Ich habe es mal in der Hand gehabt. Ich wusste mal, was das war, aber habe ich vergessen. So, au, Scheiße. Jetzt habe ich mir meine Hand auch mal nochmal aufgeratscht an dieser behinderten Verpackung. Das kotzt mich so an. Da, guck mal da, einen schönen Krug. Das erinnert mich so an den Film. Ich weiß nicht, welcher das war. Da ging es um Frohlich und so und um Gandalf. Da. Da sieht man die Erfahrung in der Behindertenwerkstatt. Warum ist der so sauber? Das ist doch viel zu sauber. Dann werde ich mal ein bisschen dreckig machen im Laufe der Zeit. Ganz super, den Griff zum Wegschmeißen. Stelle ich mir hier hin. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt, was man damit machen kann. Aber der scheint zu groß zu sein für mich. Also auch... Müll, verdammt. Da gucken wir noch ein bisschen weiter. Da haben wir noch zwei Buttons. Die schmeiße ich dahin,
direkt aus dem Fenster, weil wenn ich die auf den Boden lege und verliere die und dann trete ich da barfuß rein, das ist nicht so schön. Deswegen kommen die gleich raus aus dem Fenster. Wie soll ich das sagen? Ich kann meine Freude langsam nicht mehr spielen. Das geht nicht. Also ich kann meine Freude nicht mehr glaubwürdig rüberbringen. Und das ist das Problem. Ja, die passt nicht mal da drunter. Ist doch zum Kotzen, verdammt nochmal. So, und das werde ich jetzt alles zusammenpacken in diesem Karton und da werde ich das alles schön draußen in der Feuertonne verheizen. Vielleicht mache ich da auch noch ein Video zu, wie ich das alles verbrenne, hier diesen ganzen Müll. Auf jeden Fall werde ich die Feder behalten, da kann ich schöne Sexspiele mit meiner Freundin machen. Also bin enttäuscht von euch, ihr wisst es ja. Ihr enttäuscht mich, ich enttäusche euch. So bleibt alles im Gleichgewicht. Macht's gut. Mädel, Leute, servus und herzlich willkommen beim Auspacklord. Mal wieder. Es reißt nicht ab. Tag für Tag trudeln hier Pakete ein. Ja, das war's schon. Ist das schon wieder leer? Ganz toll, ja. Katzige Arschlöcher. Naja, das ist ein Harry Potter Zauberstab. Oh mein Gott. Harry Potters Zauberstab. Stab. Ja, das kommt auf meinen Haufen. So. Das sind die Bedienungs. Das ist unglaublich. Das ist ein Dildo. Endlich mal was Vernünftiges in meinem Überraschungspaketen, das ist unglaublich. Das ist ganz viele Buchstaben nebeneinander. Das ist ja so groß wie eine Landkarte. Aber ich tue mal gerade so, als würde ich das lesen hier. Viel zu wenig Bildchen für mich. Das soll ein Dildo sein, das dünne Ding soll mir reichen. Habt ihr meine Pornhub-Videos nicht geschaut? Das ist ja unglaublich. Wer kommt denn? Das passt doch überhaupt nicht. Also das passt schon, aber halt nicht. Kennt ihr die Geschichte mit der Mettwurst und dem Hausflur? Kennt ihr bestimmt. Oh, jetzt habe ich kaputt gemacht. Oh, verdammt. Da ist noch. Vielleicht kann ich da was reinstecken. Halten Sie das Ding an das Polloch. Da muss ich einen Knopf drücken. Und was passiert dann? Dann schläge ich das immer an die Prostata oder sowas. Böhmische Dörfer für mich hier oder sowas. Also auf jeden Fall ist das ein total rotziges Geschenk. Erstmal für den Dildo ist er viel zu klein. Also für mich ist er viel zu klein. Ich würde mal sagen, empfehlen. Guck mal vorher nochmal YouPorn und dann könnt ihr gucken, welche Größe mir gefällt. So, und diesen ganzen Krempel packe ich jetzt wieder feinsäuberlich weg und schmeiße ihn auf meinen Müllhaufen. Ich hoffe, du hast Spaß mit deiner Harry Potter Fernbedienung. Das ist also gar kein Dildo. Da muss ich mich wohl verlesen haben. Ich danke euch fürs Zugucken. Macht's gut, ich liebe euch. Haut rein. Mädel, Leute, servus und herzlich willkommen zu dieser Riesenscheiße, kann man so sagen. So, da ist mein neues Telefon, da könnt ihr mal gucken. So, das ist dazu Ronald. Wofür das L steht, weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird für Leistung stehen. Also ich brauche unglaublich viel Leistung oder Rechenleistung für meine Videos. Ja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, sonst blende ich das unten nochmal ein. So, ganz vorsichtig. Ich gehe mit meinen Sachen immer sehr sorgsam um. Andere Seite noch und, ja, da Lümmel, du. Ja, ein Handy. Schlicht schwarz, da ist der Karton, den hebe ich mir auf, den werde ich mir wahrscheinlich irgendwo in die Ecke stellen, für schlechte Zeiten. Ich habe das Ding noch nicht ausgepackt, also das ist jetzt wirklich ein erstes Unboxing. Und das hier ist mein alter Knochen, mit dem ich meine Videos immer gemacht habe. Er hat genau dieselbe Farbe wie die Verpackung. Ganz schmierig, voller Wichse. Na egal, also man sieht schon, das neue Handy ist ein bisschen größer. Und das freut mich. Dann kann ich mir meine Pornos, ich meine, meine Videos noch größer angucken. Und jetzt könnt ihr mal gucken. Abracadabra. Das ist die Vorderseite gewesen.
Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe das Telefon verbummelt. Das war ein kurzes Gastspiel vom Ronald. Schon scheiße gelaufen. Ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Ich habe es irgendwo im Müllberg verloren. Ich kann mir da ja ein paar Ziffern draufmalen. Tun, als wäre es ein Handy. Oh, was ist das denn? Da kann ich auch ein paar Nummern draufmalen, tun, als wäre es das Handy. Das ärgert mich jetzt aber. Warum habe ich das denn verbummelt? Das Alter funktioniert doch gar nicht mehr. Ach, das ist so ein Ding, um die Fingernägel sauber zu machen. Das ist praktisch. Ganz wunderbar. Bedienungsanleitung. Gucken, ob ich was mit anfangen kann. Keine Bilder. Buchstaben. Keine Bilder. Nur Buchstaben kann ich leider nichts mit anfangen. Könnt ihr sehen? Nicht ein Bild. Nicht ein einziges verkacktes Bild in diesem Heftchen. Ja, gucken wir mal weiter. Da war ein Bild. Oder? Da sind Bilder. Ja, ja, das war schon. Was soll ich damit anfangen? Naja. Ja, schön wäre es gewesen. Tut mir leid, Leute. Garantiekarte brauche ich nicht mehr. Handy ist ja weg. Ich bestelle mir noch mein Handy nach. Und wenn das dann da ist, dann mache ich eventuell noch mal ein Unboxing. Das ist ja wie eine Landkarte hier. Donnerwetter. Auf jeden Fall, macht euch einen schönen Abend. Bis später. Und Gruß vom Drachen. Liebe euch. Ich bin freiwillig hier. Ja, genau so sieht's aus, Junge. Komm her, erstmal einen Schuss. Ja, Prost. Oh, du hast gekleckert. Oh, ja. Nicht schlimm. Wir kleckern ja nachher noch mehr rum. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Oh. Da wird meine Eichel schon ganz feucht. Lecker. Was ist denn das? Smirnoff. Ja, Smirnoff, total genau. Lecker, das Zeug. Ja. Oh, yay. Das ist ein wahrer Zaubertrank, ist das. Das macht das Ganze hier erträglich für mich, so dass ich das hoffentlich durchstehe heute, ohne mich umzubringen. Hey, immer her mit dem Zeug. Ja, so gefällt es mir, dich gefügig machen, du kleiner Lümmel, du. Ja, ich freue mich schon, wenn wir daher den großen Braun ausprobieren können und dann, was wir... Nicht den Großen. Ja, sicher den Großen. Haben wir doch aber das... Das haben wir doch besprochen, Mensch. Das kann doch wohl jetzt... Nein, der passt nicht. Wenn du das Ding in mich reinstopfst, dann platze ich wie eine überreife Frucht. Dafür bin ich nicht gebaut. Ich bin viel zu klein und das Ding ist viel zu groß. Also, hast du es verstanden? Das ist nicht. Die Kleinen können wir nehmen. Siehst du mal, da haben wir wieder einen Kompromiss mit dem Rainer gefunden. Rainer, mit Rainer kann man diskutieren. Das ist ja kein Problem. Also, da freue ich mich schon drauf, wenn wir den Kleinen probieren. Ich bin schon so rollig und wir sind ja auch gerade dabei, uns ein bisschen geil zu machen und dazu benutzen, das da... Da spielt man so einen männlichen, maskulinen Kerl. Oh, das ist so geil. Richtig maskulin. Also, mit meinem Körper kann ja keinen anheizen. Das ist ja total widerlich, finde ich. Ich bin überhaupt nicht sexy. So. Du bist sexy, keine Frage. Du bist sexy. Oh, mir läuft die Soße aus dem Lümmel. Ich krieg einen ganz harten... Ständer? Oh ja, du kannst Gedanken lesen. Ja, ich habe mir den richtigen ausgesucht. Das ist ja wunderbar hier. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf einen richtig geilen Abend mit dem Lümmel hier. Ich hoffe, mein kleiner Beckenbrecher, der nutze ich nicht so schnell ab. Oh, der wird heute bluten müssen. Oh, da bin ich schon ganz aufgeregt. Ja, ich bin schon ganz schön angeduselt. Also ich darf nichts mehr trinken, sonst... Ja, aber mir läuft die selber aus dem Maul. Das ist unglaublich. Also ich bin so rollig gerade. Oh, ich stecke gleich meinen Lümmel in diesen kleinen Bengel da. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Also, Daniel. Ja, das war ja Daniel gewesen, aber... heute heißt du Daniela. Das ist ein Facebook-Profil und dann könnt ihr dem auch eine PN schreiben. Das ist eine ganz billige Nummer, der Kerl. Also der kostet pro Stunde einen Fünfer. Da könnt ihr den Preis auch noch ein bisschen drücken. Das ist gar kein Problem. Ja, und das Ding, da hat er mir erzählt, diese tollen Bildchen macht er dann immer, wenn er von der Arbeit kommt, das ist für ihn so eine Art Therapie. Da macht er so lustige Bildchen und das hilft ihm irgendwie, das Ganze zu überwinden und bearbeiten. Habe ich recht, hä? Ja, nach diesem Abend muss ich viele Bilder malen. Da ich jetzt meine Haie, wir wollen mal gleich ein bisschen rumbumsen. Also ich bin ganz gespannt, was dabei rumkommt. Oh, willst du mich betrunken machen, du Schlingel? Oh Gott, ja, also... du Schlingel, ich weiß, was du vorhast. Du willst mich so betrunken machen, aber das ist nicht drin. Wir gehen jetzt gleich in den Puffer.
Ab ins Bett! Aber wir werden bis in die Morgenstunden rumvögeln. Und danach gibt es schöne Küsschen zwischendurch. Auch aufs Bullach! Ja, du weißt, was ich mag, mein Junge. Ja, das freut mich. Ich hau jetzt den Sack und dann werde ich dich nehmen, wie der Stier den Ochsen. Also, oh, das wird ein geiler Abend. Mädel, Leute, servus und herzlich willkommen beim Haubenlord. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir auf meinem Kanal. Machst du eigentlich auch Videos ohne Mütze? Oh, habe ich ganz vergessen. Das sind auch so Zurückbleibsel von Blue. Meine T-Shirts, die bestelle ich mir immer bei EMP. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, ich bin gerne hier bei dir, mein lieber Reinhard. So, oh, wir sind beste Kumpel schon lange. Ich hab vergessen immer, ich hab das auswendig gelernt, das Skript. Warte mal, beste Kumpel seit dem Kindergarten und das ist alles. Jetzt muss man ein bisschen leise sein. Also, ja, das können wir jetzt, das ist Live-Aufnahme, deswegen. Ja, wenn du mir ein bisschen mehr Geld geben würdest, dann wäre das ja auch gar kein Problem. Aber für die 5 Euro kann ich mir das einfach nicht merken, was du mir hier erzählst. Ja, was ist denn ein Problem? Ich bin eingeladen und dann muss ich innerhalb von 5 Minuten auswendig lernen. Also, wenn du jetzt nicht lang so das Maul hältst, dann kommst du in den Pornokeller rein. Also, das ist kein Problem. Das kann ich nicht auswendig lernen in 5 Minuten, verdammt nochmal. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja, genau. Ein Mensch, der gerade darum bittelt, mit dem Gott, mit dem lieben Gott auf Live-Tournee zu gehen, verdammt nochmal. Das letzte Mal, als wir das ausprobiert haben, hast du mich gebucht, das konnte ich mich wochenlang nicht mehr hinsetzen. Du musst uns riesengroße asiatische Plastikflöcke in den Arsch stopfen. Erstens bin ich nicht besoffen und zweitens nimmst du es dann wahrscheinlich wieder auf, genau wie beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, wovon du... Erzähl mir doch keine Scheiße, ich habe das Video im Internet gesehen. Das ist doch total ekelhaft gewesen. Das hat keiner aufgenommen, verdammt nochmal. Jetzt bleib mal ruhig. Ich schmeiß dich jetzt gleich hier hochkant aus dem Fenster raus. Also, Fenster brauch ich nicht aufmachen, da ist ja gar kein Platz mehr dran. Komm, ich schmeiß dich ich schmeiß dich jetzt raus. Mein Kumpel geht jetzt ein bisschen mit der Ente schwimmen. Hüp, meine Leute, servus und herzlich willkommen bei Urlaubslord mal wieder. Ich hab mir eine Woche Urlaub gegönnt, haben wir ein bisschen Netflix reingezogen. Und dann war ich noch eine Woche an der See gewesen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Treppe hochlaufe. Und guckt, 1, 2. Ich zähle immer die Stufen, nicht, dass ich ins Stolpern komme, wenn ich oben bin. Kleinen Moment, gleich. Jetzt bin ich oben. Kein Herzinfarkt bekommen. So, jetzt guck mal da raus. Also insgesamt mindestens 7. Oh, mein Vater. Den da. Ne, doch nicht mein Vater. Ich hab mich gerade erschrocken. Nicht dann mit dem Arsch versohlt. Darf der schon Bier trinken? Naja. Auf jeden Fall, dieses Pack hier, das werde ich mir gleich packen. Und das kommt bei mir. Oh, der sieht aber lecker aus. Oh, die Maske bringt mich total durcheinander. Die werde ich mir auf jeden Fall gleich schnappen. Und dann werde sie zu mir in den Pornokeller ziehen. Und dann werden wir ein bisschen Spaß haben, denke ich mal, dass wir da ein bisschen was zeigen. Also, ich kann Ihnen ein bisschen was zeigen, was wir... Ich werde es einfach machen. Ich werde jetzt raus. Ich werde es jetzt einfach machen. Ich gehe jetzt raus, schnapp mir den kleinen Lümmel und dann... werde ich sie in den Pornokeller schlüren und dann werden sie sehen, was sie davon haben. Oh nein! Oh! Jetzt gehen sie weg. Oh. Was ein Scheiß. Ey, ernsthaft, das kann auch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich so gefreut, hier Randale zu machen und herauszumelden, um die ordentlich durchzunehmen. Jeder Hitler, der bei mir vorm Haus steht, der wird einkassiert und er kommt bei mir in den Pornokeller. Und dann werde ich ganz viel Spaß mit dem haben. Das ist jetzt, weil die Polizei kriegt ihren Arsch ja auch nicht rauf, hoch und deswegen nehme ich die Sachen selbst in die Hand. So, auf jeden Fall mal sitzen, mein Gott. Die stehen, das ist unglaublich, unglaublich anstrengend für mich. Obwohl ich so lange Urlaub gemacht habe, bin ich trotzdem noch sehr erschöpft an die Leute, die hier hinmädeln und
mir auf den Sack gehen und da vorne vorstehen. Jeder Einzelne wird einkassiert, ich komme raus, pack euch und dann kommt ihr bei mir in den Pornokeller. Das ist schon mal Fakt. Und dann wird es eine wunderbare Knast, also eine wunderbare Staffel auf YouPorn geben. Und das Ganze könnt ihr euch dann mit euren Eltern angucken oder sowas. Bleibt weg und dann passiert euch auch nichts. Also, falls ich hier einziehe, möchte ich gerne das Haus mal sehen. Wo kann ich mich duschen? Wo ist mein Rückzugsort? Und mein eigenes Zimmer kannst du mir auch zeigen. Ja, das können wir gerne machen. Das sind diese berüchtigten Poster? Genau, das sind die Poster. Die sind nicht dran, dafür die Tapete von der Wand. Oh, da sind noch gar keine Flecken drauf. Das Poster ist auch neu. Oh, ein falsches Poster. Da müsste eigentlich Spacken stehen. Also, erstmal ganz ehrlich, du bist gerade mal 3 Minuten hier und jetzt machst du schon solche Sprüche hier. Tut mir leid. So, da ist dreckig. Hätte ich nicht gedacht. Was riecht hier so nach Verwesung? Weißt du? Was ist denn da drin? Da liegt der Daniel drin, den muss ich irgendwo entsorgen. Was ist denn mit der Tür geschehen? Ich habe 6 Jahre Kampfsport gemacht und da habe ich dann so einen Roundhouse-Kick reingemacht. Ein sehr schönes Märchen, in der Tat. Du hast Hamster? Ja, die machen gerade Winterschlaf. Im Sommer? Ganz niedlich. Uiuiui, aufpassen, Achtung, Rainer. Kopf. Sag mal, Rainer, wie oft bist du mit deiner Birne schon dagegen gebaselt? Warum fragst du das? Da war vorher eine Tür auch drin und mein Vater hat mich dann immer mit dem Wäschekorb da runtergeschubst, die Treppe. Und dann bin ich immer voll gegen die Tür geballert. Aber da oben, da hole ich nicht mehr gegen. Oh, ich wäre jetzt auch gerne fort. Da bereite ich kulinarische Köstlichkeiten zu. Ich koche schon seit meinem 6., 7. Lebensjahr, koche ich. Und dann serviere ich das dahin in dem Raum. Also das können wir später machen. Hier riecht es nach Kot. Erst liegt daran, weil ich mich nach dem Kacken immer dusche. Und da bleibt ein bisschen Kacke in der Dusche hängen. Ja, ist mein Masturbatorium. Oh, hier machst du deine schönen Videos. Ach, da habe ich schon mal hingewichst. Da vorne habe ich hingewichst. Da habe ich habe ich da gesessen und habe bis da drüben gespritzt. Und einmal war das Fenster offen, da habe ich sogar einen Vogel abgeschossen. So weit? Das war ganz, ganz toll. Oh, was ist das denn hier? Solltest du mal benutzen. Habe ich schon probiert, aber ich habe leider eine Gedächtnislücke getroffen. Oh, die Couch. Man möchte sich ja am liebsten reinfläzen, kann ich verstehen. So, und da drüben steht ein Brett an der Wand. Das Brett habe ich mir gekauft, als ich noch kein Sexspielzeug hatte. Also ich hatte noch keine Dildos und keine Gummipuppe, hatte ich auch nicht. Und dann habe ich mir das Brett organisiert. So ein Brett kann man nageln. Und jetzt steht es hier und das kommt bald oben ins Schlafzimmer rein, kommt das. Jetzt kommt mein Zimmer. Wie ist dein Zimmer? Oh, ich habe das schönste Zimmer im ganzen Haus. Ja, du kannst dich auf der Couch breit machen. Wunderbar. Hast du die künstlerischen Gestaltungen an der Decke selbst gemacht? Oder war das schon gewesen? Ja, ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben. Also, der Raum ist mit sehr viel Liebe entstanden. Also da habe ich auch darauf geachtet, dass hier kein Müllstückchen doppelt liegt. Also, und ich kriege das schönste, Zimmer? Ist mein Lieblingszimmer eigentlich. So, jetzt geht's in den Keller rein. Könnt ihr mal gucken. Nach dir? Nein, nach dir bitte. Donnerwetter, noch ein bisschen mehr zunehmen und du bleibst dann anstecken. Mit Vaseline links und rechts geht das wunderbar. Ja, wunderbar. Ich schaff's. Oh, jetzt bin ich aber baff. Ein japanisches Badezimmer. Da hast du recht. Kennt sich schon mit aus, wa? Also es freut mich. Oh. Ja, da kannst du mal reingehen. Ein original japanisches Bad. Ja, da muss ich der Hahn klemmt ein bisschen, aber ansonsten funktioniert hier alles ganz prächtig. Also das Badezimmer wird ja von mehreren benutzt. Also neulich, da war die Caroline da und die mit ihrer Freundin und wir haben dann eine Orgie drin gefeiert. Oh, das war ganz, das war eine ganz große Sauerei gewesen. Also und dann kam noch der Drachenbade, der kam auch noch, das ist ein Gumpel von mir. Und der, wer kam denn noch? Der Drachenlord, der kam auch noch. Und der Joker. Also für genug Unterhaltung ist gesorgt hier. Der Mond ist aufgegangen. Ich fühle mich.
Die Haare liegen. Ach, so die wunderbar. Haare. Nicht ans Poster kommen, sonst fällt die Tapete ab. Komm mal rein in die gute Stube. Weiße Scheune. Ja, da werden ganz viele Partys gefeiert. Wir haben neulich noch hier zusammengesessen, der Drachenbar, der Joker. Oh, Drachenlord 1510 und der Lustlord war auch da. Das war. Du musst ja unglaublich beliebt sein. Ja, das stimmt. Alle wollen sie mit dem Rainer feiern. Ja. Ja, ich liebe es. So hübsch gepflegt. Vorsicht, Brennnesseln. Es sind auch nur ganz wenige. Au, Brennnesseln. Au. Ja. Da vorne, da hatte ich mal ein Pferd gehabt. Wunderbar. Also meine Mutter hatte dann ein Pferd, das Pferd Blue hieß das. Ganz wunderbares Pferd. Du hast dieses Pferd sehr gemocht, habe ich recht? Das Pferd ist leider verstorben. Ich habe mich aber immer gut drum gekümmert. Wenn das Geld passte, dann kaufe ich mir ein neues Pferd. Aber ich hatte eigentlich vor, einen Pool im Garten fertig zu machen und dann ein großes Wassertier zu halten. Also wenn es mal soweit ist, dann... Ja, wolltest du den Mietvertrag jetzt unterschreiben? Oh, dann muss ich überlegen. Also ist alles sehr verführerisch hier. Dann melde dich einfach, wenn du weißt. Herr Winkler, kannst du mich hören? Siehst du mich? Ich höre dich ganz gut mit dem. Hervorragend. Jetzt müsste die Leitung stehen. Ist dieser zerknüttelte Zettel von dir? Ja, das ist meine Bewerbung. Ja, das ist deine Bewerbung, ja. Deines Schmierlappen, genau. Den du mir hier geschickt hast. Ja, so ein Scheiß habe ich selten gelesen. Jetzt höre ich dich. Setzen wir uns jetzt erstmal hier hin und jetzt sagst du mal, was bist du, wo du kommst weg? Wo kommst du her und was machst du für Sachen? Warum bist du gut für mich? Ich bin der Rainer mit AI, ganz wichtig. Ich habe im August Geburtstag. Bin immer also ein Jahr älter als das Jahr. Das ist ganz, ganz wichtig. Und außerdem... Ja, bin ich Motorrad gefahren und dann, das ist aber schon lange her. Mittlerweile bin ich zu fett. Nein, ich habe gelogen, es ist an den Trimmdichrad gewesen. Auf jeden Fall wohne ich oben auf dem... oben auf dem Müllberg, meinst du? Ja, so kann man das auch sagen. Ja, hast du ein Problem mit langes Anfahrt zur Arbeit? Ja, also da hätte ich kein Problem mit. Also wenn ich das Auto gestellt kriegen würde, dann und würde ich uns Sprit bezahlt, dann würde ich das natürlich auch ein bisschen weiter wegfahren zur Arbeit. Meine Bewerbung hat sich auch darauf bezogen, dass ich hier zu Hause sitze und hier die Songtexte eventuell schreiben kann, wenn das okay. Ich bin ja auch. Ich kann nicht jeden Dorf nur die einstellen. Was hast du für Qualifikation? Das verstehe ich schon. Also ich habe ja große Erfahrung. Ich habe ja selber schon die Lieder rausgebracht. Unter anderem habe ich dieses Ulu. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist, ja, genau. Dann gab es noch dieses Lied Ungefickt. Unbesiegt. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Du kennst deine Lieder nicht. Du hast mir eins gesagt. Gerade nachgucken. Ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Aber ist auch egal. Die Rezension, also beziehungsweise die Kommentare. Haben deine. Ja, ich verhaspel mich. Immer. Haben deine Synapsen ständig. Freigang oder warum redest du so komisch und weißt nicht deine Songs und so weiter? Ja, es ist auf jeden Fall, ich habe Probleme mit Schlaganfällen ab öfteren, aber das ist, habe ich alles gut im Griff. Ganz ehrlich, warum geht da nicht zum Arzt? Arzt kann helfen, aber ich denke mal, dass du auch bestimmt, so wie du aussiehst, gute Selbstheilungskräfte hast. Ich werde meine Arbeit so gut wie möglich hier von zu Hause machen, da bin ich aber voll dabei. Genau, und mein Lieblingssong von dir ist Mein Flock, der ist ganz, ganz großartig gewesen. Habe ich mich aufs Sofa gelegt und dann bin ich ja. Rainer, hör mal. Habe ich mich Rainer, hör mal, stopp hier machen jetzt. Du bringst mich voll durcheinander. Ja, was hast du in deinem Kopf? Ist da nur Muster drin? Was ist denn da passiert? Was ist denn. Es ist wie eine Buchstabensuppe in meinem Kopf. Das purzelt mir alles nur in den Mund rein, ohne dass ich vorher da Worte daraus geformt habe. Aber das. Ja, das kann sich doch kein Mensch anhören, wenn dieses Geblabbel, wenn du deine Buchstaben nicht zusammen hast, da komme ich überhaupt nicht hinterher. Du redest hier nur. Ja, ist klar. Du redest so, als hättest du einen Schlaganfall oder so. Voll Scheiße. Ja, bla bla bla. Jetzt auf jeden Fall, ja, kannst du mir jetzt mal aufhören, mich die ganze Zeit zu unterbrechen? Vor allen Dingen für Musik wäre es für dich ja auch nicht uninteressant, dass wir hier mal eine Kooperation, will ich es mal nennen, machen und dann deswegen darauf bezogen meine Bewerbung, weil ich habe viel Erfahrung, auch im Leben habe ich von meinem Vater geerbt, diese Erfahrung in vielen Lebensbereichen. Vor allen Dingen, ich kann verschiedene Sprachen. Ich kann Japanisch, ich kann ein bisschen Italienisch, außerdem kann ich dann noch ein bisschen Englisch sprechen.
Nur mit dem Deutsch hapert es ein bisschen, aber das ist ja für einen Rap, das ja völlig egal. Auf jeden Fall habe ich noch Erfahrung in Masturbieren und ich kann mir auch große Sachen einführen. Da kommen mir die besten Ideen bei, wenn ich masturbiere, dann formen sich Worte, also so große Paletten, also große Zettel vor meinen Augen, wo dann die ganzen Songtexte stehen, die ich mir dann da ausgedacht habe und dann, wie war das denn nochmal? Dann habe ich da masturbiert und dann erschien auf einmal Ulu. Ich weiß nicht, ob das in Zusammenhang mit meinem Schlaganfall zusammenhing. Ich habe Erfahrung in Auto reparieren. Unkraut-Tipps kann ich dir geben. Mein Gott, du bist ja echt der Held vom Erdbeerfeld. Gibt es auch irgendwas, was du nicht kannst? Das kann ich stören nicht glauben, was du hier die ganze Zeit erzählst. Das ist so totaler Quatsch. So ganz frisch bist du nicht, oder? Ja, auf jeden Fall hast du mich schon wieder unterbrochen, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe noch Erfahrung im Aufräumen, ich habe Erfahrung im Kochen. Ich koche seit meinem 6., 7. Lebensjahr koche ich mittlerweile. Das ist ganz unglaublich. Also ich kann ja Gerichte zaubern. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich sie duze. Du sieze. Jetzt hör mir mal zu, Junge. Jetzt möchte ich dir mal was sagen. Und zwar möchte ich dir sagen, dass du... Ja, genau so sieht das aus. Ja, ich hab dir... Ja, also genau so sieht's aus. Also ich habe jetzt, ich habe einen kurzen Moment auf Standby gestellt. Das tut mir leid. Also das Problem ist, wenn mir so viele Worte entgegengeknallt werden, dann schalte ich aus. Und in meinem Kopf läuft dann Fahrstuhlmusik. Das kann doch echt nicht wahr sein. Du solltest echt mal zum Psychiater gehen. Also was stimmt nicht mit dir? Also, das ist schön, wenn du überhaupt nicht auf meine Frage eingehst. Hätte ich da eine ganz bestimmte Vorstellung, was ich möchte. Und zwar möchte ich pro Monat, natürlich, wenn du das möchtest und wenn du damit einverstanden bist, möchte ich um die 10.000 bis 20.000 Euro haben für die Songtexte, die ich da schreibe. Ich meine, du hast ja eine so unglaubliche Reichweite weltweit. Ich glaube, selbst bei den Eskimösen kann man dich im Iglo hören. Also, du hast mir gerade aber mit gefehlt. Meiner Hilfe kannst... und ich möchte außerdem noch 78 Tage bezahlten Urlaub haben. Du kriegst 200 von mir. Darf ich jetzt mal zu Ende reden? In der Sekretärin hätte ich gerne noch und Dienstwagen und ich hätte gerne noch eine Umsatzbeteiligung von deinen Songs und deinen Verkäufen von ungefähr 85. Mein Gott, wurdest du mit dem Hammer gepudert? Ich kann dir auch 200% Beteiligung geben. Du kannst auch gleich meine ganze Firma haben, wenn du möchtest. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Einverstanden. Und mit deinen Anforderungen bist du so auf dem Teppich geblieben. Du bist so genügsam. Ja, ich bin ein bisschen auf dem Teppich geblieben, weil ich wollte jetzt nicht gleich ganz nach oben greifen. Ich wollte nicht gierig erscheinen. Und sei mir nicht böse. Ich muss jetzt mal in den Sack hauen und muss jetzt gehen. Dinge zu tun. Ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen, werde deine Bewerbung noch mal lesen ja, und dann genau, melde das ich mich. Ich. Ja, das wäre toll, wenn du das machen würdest. Also ich hätte schon echt Bock bei dir zu arbeiten. Also ich hoffe, deine Bewerbung landet nicht im Mülleimer, so wie bei den anderen Firmen, wo ich hingeschrieben habe. Ich habe ja schon Dutzende Firmen, ich habe schon gearbeitet, da warst du ja noch in der Windeln, hast du da gekackt. Du bist ja auch arbeitsmäßig, du bist ja nur am Singen, also du arbeitest ja nicht so hart wie ich. Also ich habe Erfahrung mit... Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt auf Weg machen, ich habe noch zu tun. Ich muss noch ein bisschen arbeiten und hier und da noch was machen, aber es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch mit dir und ich werde mir deine Unterlappenlagen nochmal angucken. Super, super Lieder machst du hier mit Ulu und diesen ganzen Schmarrn, den du da ins Internet scheißt. Also auf jeden Fall melde ich mich bei dir irgendwann per E-Mail oder ich stehe vor deiner Tür, ich weiß es noch nicht. Oh, Gott sei Dank, ich kann mir den Vogel ja keine 5 Minuten länger geben. Das ist ja unglaublich, was der für eine Scheiße erzählt. Das ist...
Ah, ich glaube, ich muss gleich erstmal ein trinken gehen. Der Typ ist so fernab von jeglicher Realität und ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr mit Akzent reden muss und muss jetzt ein kleines Päuschen machen. Das ist mir echt zu viel gewesen. Mein Gott. Mädel-Leute, Servus und herzlich willkommen hier beim Jura-Lord oder sowas. Auf jeden Fall geht es heute um diese dusseligen Käfer, Käferbande. Außerdem möchte ich an dieser Stelle mal ganz herzlich Danke sagen, und zwar an meinen lieben Onkel. Der Alfred, der ist allgemein bekannt, den habe ich mir zurecht fantasiert, kann man sagen, und der hilft mir jetzt aus der Patsche und der wird so richtig den Käfern den Arsch versohlen. Da gibt's eine richtig dicke, fette Anzeige und entschuldigt bitte, ich musste gerade einmal scheißen gehen. Wenn ihr nicht im Knast wandern wollt, was Alfred gesagt hat, habe ich hier noch für euch, extra für euch, eine zweite Option. Und zwar treffen wir uns bei mir hier im Keller. Ihr beiden Affen kommt vorbei und dann machen wir uns einen richtig schönen Abend im Keller. Und da probieren wir alles aus. Alles, was ich jemals hier an Sexspielzeug gekauft habe, das probieren wir aus. Das probieren wir erst bei mir, dann bei euch und das wird ein super Abend. Ihr könnt euch weiten, dehnen. Also, das ist mein Angebot für euch. Ihr kommt vorbei und wir vergessen das Ganze. Und dann ist wieder Frieden, Freude, Eierkuchen. Andernfalls geht es dann einfach vor Gericht und dann geht es vor Gericht, habe ich schon gesagt. Ach, diese scheiß Katze, verdammt nochmal, ich komme immer durcheinander. Also, so, ich hoffe, ihr Würmer entscheidet euch richtig für die richtige Option und ich rufe dich nächste Woche an. Du hast ja meine Telefonnummer nicht, aber ich habe deine Telefonnummer und dann möchte ich wissen, was Phase ist. Mädel, Leute, servus. Und ein herzliches Willkommen beim Drachenlord diesmal. Diesmal fahre ich Bahn. Ja. Auf jeden Fall geht es in diesem Video um was ganz, ganz Tolles. Und zwar geht es darum, dass ich... Der Zug nach Romaland fährt in 5 Minuten ein. So laut hier. Ich habe bestimmt gesehen, ich bin hier und warte auf den Zug, nicht? Ich wollte ein bisschen Zug fahren. Und zwar wollte ich die Käferbande besuchen. Die hat sich seit 1,5 Wochen nicht gemeldet. Oh, no. Und jetzt schmeiße ich die in die Prügel raus. Ich habe ja die Adresse von den Vögeln und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Wie ihr sehen könnt, ich sitze hier im Zug, habe 2 Plätze ganz für mich alleine. Ich fahre dahin und dann schmeiße ich den die Prügel raus. Mal gucken. Ich habe meinen ganzen Rucksack voll mit meinen Spielzeugen und deswegen möchte ich die auch fragen, vielleicht kommt man ja da bei denen zu einer Einigung, nicht? Ich habe mir auch schon was ganz Tolles überlegt, was ich mache, wenn ich da bin. Ich werde erstmal klingeln. Ganz freundlich um Einlass bitten. Und dann werden die mir die Tür aufmachen. Hoffe ich doch zumindest. Und dann sagen die, mein Gott, da ist der Lord persönlich. Und ich hoffe auf ein gebeugtes Knie, wenn ich da ankomme, dass sie sofort wissen, wer der Hahn im Korb ist, nicht? Donnerwetter, diese Lauferei, die ist mir gar nicht mehr gewohnt. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verlaufen hier. Also auf jeden Fall muss ich dann nochmal einen fragen, wo ich langmelden muss. Nicht? Ich bin so rollig. Und ich hoffe, dass da heute Abend was läuft. Ja, ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Euer geiler Drachenlord. Macht's gut. Bis später. Mädel-Leute, willkommen. Lange ignoriert, lange gewünscht, aber ich komme nicht mehr gegen an. Also die Leute wollen es unbedingt sehen. Fanmanagement ist mir sehr wichtig in meinem Leben und meine Fans bedeuten mir wirklich alles. Wo ist denn der Scheiß jetzt schon wieder? Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu Drache Bocuse. Und zwar geht es heute um ein schönes Salzbrot. Hier haben wir ein Brot und das möchte ich gerne salzen. Butter brauchen wir noch auf das Brot und dann machen wir da einfach Salz drauf. Ich habe an meinem Gehege habe ich noch einen Salzleckstein gehabt, also nicht von meinem Gehege, sondern von dem Gehege von Blue. Da war ein Salzleckstein immer dran und den habe ich mir jetzt gekrallt und dann kann man da ein bisschen was
abraspeln und dann kann man das schön aufs Brot sich streuen. Und außerdem mache ich ein paar Stullen für die Pinea, dass die hier einen Anreiz haben, hier mal hinzumädeln und dann, dass sie öfters mal kommen. Und da gibt es auch ein paar Schnittchen und andere Dinge. So, als erstes broten wir uns die Butter, buttern wir uns das Brot, so. Mein Teller, also mein ja. Schreibtisch ist auch ganz sauber. Jede Pore muss fett eingeschmiert werden. Das war zu viel. Ach, meine Mutter wäre stolz auf mich, wenn sie sieht, wie ich hier mein Brot schmiere. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir früher mal eine geschmiert. Also ein Brot. So, salziges Brot mit salziger Butter und salzigem Salz. Und das schieben wir. Oh, schmeckt sehr salzig, ne? Ist nicht verwunderlich, weil es ist so viel Salz dran und kocht dieses wunderbare Gericht nach. Und das ist auch kein Problem für Leute mit geistiger Behinderung, weil das schaffe ich ja auch hier, das zu schmieren. Bis nächstes Mal, euer Drachenlord. Mädel, Leute, Servus und herzlich willkommen bei Drache Bocuse. Jetzt heute ein kleines Rezept von meinem Opa. Der hat das Rezept erfunden, als er seinen vierten Hirnschlag gekriegt hat. Da hat er nämlich sabbernd das Rezept aufgemalt, weil sprechen konnte er nicht. Und das wollte ich euch jetzt mal gerne hier präsentieren. So, wunderbare Aussicht auf absolute Einfallslosigkeit. Ich bin ein bisschen stolz auf meinem Opa, dass er das sich so aus den Fingern gesaugt hat, dieses Rezept. Weil das ist wirklich super einfach zu machen. Selbst für Leute wie mich. Die Dinger machen auch wunderbar satt, vor allem mit dem Schmierkäse hier. Ihr könnt auch festen Käse nehmen, nur der feste Käse lässt sich nicht schmieren. Dann würde er ja Schmierkäse heißen. Wir brauchen Toast, also am besten vier Stück. Ich habe einfach so gemacht, ich habe eine Toastscheibe genommen, habe die gedrittelt und dann noch ein Stück dran abgeschnitten, sodass ich vier Teile habe. So, dann kommt da einfach die Wurst drauf. Normalerweise mache ich mir eine ganze Beinscheibe da drauf. Dann schmiert er den Käse da oben drauf, hier so wie ich. Ganz, ganz dezent, ganz wenig. Nicht, dass die Leute nachher sagen, ich würde zu viel fressen. Von diesen kleinen Happen kann man sich auch ganz viele Happen machen. Also mit einem Happen sind die im Mund, da sieht auch keiner, wie viel die eigentlich fresst. Eine wunderbare Käsevielfalt habe ich in der Hand und an meinem ganzen Körper. Schmeckt total lecker. Bis später. Ciao, liebe euch. Mädel-Leute, Servus und herzlich willkommen bei Drache Bocuse. Ich möchte euch heute ein ganz tolles Rezept aus meiner Schulzeit vorstellen. Schwule war ich. Da können wir das drin machen, ist mein Nachttopf, aber geht auch. Wie ihr wisst, war ich in der Metzschule. Eine Metzschule ist wie eine normale Schule, nur das ist für Eltern, die keine Kinder kriegen konnten und irgendwas zur Schule schicken wollten. Haben sie Met klein gemacht und das haben sie dann zur Schule geschickt. Also meine Klassenkameraden bestanden alle aus Met. Ja, also ihr braucht die Schüssel, ne? Da macht er erstmal den ganzen Krempel rein und dann verrührt er das Ganze. Das ist ganz einfach, aber man muss immer rechts drehen und nicht links drehen. Da komme ich aber später noch zu, weil sonst funktioniert das Ganze nicht und schmeckt nachher eventuell ein bisschen babbig. Das wollte er nicht. Selbst in der Popcornmaschine müsste das eigentlich funktionieren, wegen der Hitze und dem Fett und allen. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Kleinen Moment. Brauche ich nur aussitzen. Geht gleich wieder an. Pop, da bin ich wieder. So, und jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal die ganzen Zutaten hier zusammenschlamusern. So wie mein Vater mir das immer gezeigt hat. Bevor er mich verlassen hat, hat er mir noch eine Sache gezeigt. Und er sagte zwar zu mir, Rainer, wenn du irgendwas zusammenklöppeln kannst hier, was wie Essen aussieht, dann kannst du kochen. Irgendwas stimmt mit den Eiern nicht. Ich habe die gerade frisch aus dem Tiefkühler geholt. Die sind noch ein bisschen kalt und das eine ist hier schon kaputt. Ich weiß nicht, ob das noch gut ist, wenn das so angeditscht. Ja, es riecht ein bisschen ranzig, aber ich denke mal, das ist ein normaler Eiergeruch, meine Eier. Also meine Eier, die riechen etwas schlimmer als die. Und die sind ja auch noch gut, nicht wahr? Sind erst 30 Jahre alt, also so alt sind die Eier jetzt natürlich nicht. Ich kann mit dem Eigelb jonglieren, guckt mal.
Damit wollte ich früher mal zum Supertalent, aber hätte ich von der Couch aufstehen müssen und da hatte ich ehrlich gesagt gar keinen Bock zu. Dann habe ich noch einen Teller. Auf dem Teller habe ich noch ein bisschen Bohrstaub. Bild an der Wand gemacht. Und das ist beim Bohren übergeblieben. Und dann kann man auch gut mit verwenden. Da habe ich Zucker und Paniermehl reingemacht. Und das. Langsam werde ich zu fett für den kleinen Tisch hier. Ich könnte auch wie jeder normale Mensch mich wie jeder normale Mensch in die Küche stellen, aber das gibt wieder kleine Probleme mit dem Sofa verlassen. Ihr kennt die Geschichte. 10 Eier waren einfach zu viel. So, das ist das Ding. Sieht ein bisschen aus wie ein Sandstein. Ich hoffe, das schmeckt nicht so, wie es aussieht. Ich sag mal kurz zum Kacken. Zum Kacken reicht's mir. Also das wird auf jeden Fall genügen. Wir gucken uns das Ganze mal an, wie das nachher aussieht. Ich werde meinen Arsch jetzt mal gucken, ob ich meinen Arsch jetzt hochbewege und das Ding einmal hier aus in der Fritteuse ausbacke. Dafür muss ich jetzt einmal aufstehen. Ich habe die frisch ausgebacken. Okay. Ja, was soll ich sagen? Die sind viel zu süß geworden. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Und normalerweise schmecken die gar nicht so süß. Ob es an den Eiern liegt, ich habe keine Ahnung. Glückwunsch, jetzt ist wieder dunkel. Ich glaube, ich muss noch mal ins Kochbuch reingucken, weil normalerweise sollen die ja herzhaft sein und nicht so fürchterlich süß, dass man schon beim Essen irgendwie Diabetes kriegt. Wenn ich die Dinger aufesse, dann platzt mein Bein ja von selbst und fällt ab, ohne dass ich was tun muss. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Nachkochen. Wünscht euch Drache. Mädelleute, Servus und herzlich willkommen bei Drache Bocus. Ich habe gerade durch die Kommentare gemeldet, da habe ich gesehen, dass viele Leute sich ein Brotvideo wünschen. Da habe ich überhaupt keinen Bock zu, aber ist völlig egal. Ihr wisst ja, meine Fans bedeuten mir wirklich alles. Die sind mein Lebenselixier. Ich liebe euch. Ja. Naja. So, und jetzt habe ich hier alles vorbereitet. Wir brauchen, um ein Brot zu schmieren, brauchen wir erstmal ein Brot. In meinem Fall ist es ein altes Rezept von meiner sizilianischen Urgroßmutter. Die hat das in Madrid immer gekocht. Ganz, ganz lecker und ganz nahrhaft. So, jetzt kommen wir in der totalen Ansicht. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Hier Butter schon warm gefurzt, dass die ein bisschen streichfähiger ist. Mein Vater hat immer gesagt, das, was ich hier mache, ist eine brotlose Kunst. Reste von meiner Prostata noch unter dem Fingernagel. Das, was ich hier machen würde, das wäre eine brotlose Kunst. Ist es aber nicht. Wie ihr seht, ich habe Brot im Haus. Ist immer noch Brot im Haus. Übrigens, wenn meine Mutter abgenommen hätte, würde sie Margarita heißen. Kleiner Witz am Rande. Jetzt haben wir das Brot gleich schon fertig gemittelt. So, und darauf kommt jetzt mein Spezialbelag. Und zwar sind das Eierkohlen. So, und das stopfen wir uns jetzt ins Kuchenloch. Und rein damit. Schmeckt ein bisschen verbrannt. Kann höchstens am Ei liegen. Das Brot ist ja recht frisch. Kocht es nach. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Das schmeckt super lecker und ist auch super einfach gemacht. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Meine Leute, Servus und herzlich willkommen beim Gourmet-Lord mal wieder. Immer ein schnelles Rezept. Ist mir eingefallen, als mir ja beim Essen eine Wurst runtergefallen ist, ist mir in den Käse gefallen. Ich sitze hier meistens ohne Hose und daher kommt dieses
wunderbare Rezept. Jetzt sind wir in der totalen Ansicht. Da sehen wir zum Beispiel, aus was das besteht. Das ist die besagte Wurst. Also es ist nicht die Wurst, die ich damals gegessen habe. Es ist eine frische Wurst. Mäßigung ist das Zauberwort. Auf jeden Fall, das Brot muss geteilt werden. Ich habe das so gemacht. Ich habe das Toast genommen, habe es gedrittelt. Dann habe ich da noch ein Stück dann abgeschnitten, dass ich vier Teile habe. Zack. Wurst drauf und dann kommt da noch ein bisschen Käse drauf. Ich habe das schon mal vorbereitet, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ich habe ja noch viel Arbeit vor mir. So, ja, das war die Anleitung dafür. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert für euch Vollpfosten. Und das werden wir uns jetzt mal schön ins Kuchen noch reinrendern. Ist das lecker. Mädel, weiterkochen. Ich liebe euch. Ciao. Nach der Ansage des Alschauerberger Ausnahmetalents hat Bayern sofort reagiert und nur für den Winkel 230 neue Beamte eingestellt. Ich kenne den Rainer Winkler schon lange aus dem Internet und weiß, was der mit dem Hate zu tun hat. Und es freut mich, dass ich jetzt ein Teil seiner Community sein kann, die ihm den Rücken stärken kann, dass er seine Internet-Dateien weitermachen kann. Ich finde Mobbing voll doof und deswegen habe ich jetzt eine Pistole, damit kann ich das Mobbing totschießen, wenn es mir nicht passt. Wir haben in der Tat noch ein Sondereinsatzkommando haben wir erstellt, das 24/7 die Schanze bewachen wird, sodass der Rainer in Ruhe seiner Arbeit nachgehen kann. In ganz Bayern werden 1300 weitere Polizisten im Einsatz sein, falls der Winkel einfach mal Urlaub machen möchte. Wir hoffen, dass die Anzahl von Beamten am Alschauer Berg endlich dazu in der Lage ist, unsere Lordschaft zufriedenzustellen und so viele Steuergelder rauszuschmeißen, sollte uns doch so ein toller Mensch wert sein, gell? Herzlich willkommen zur offiziellen Drachengarde Hotline. Zurzeit befinden sich alle Mitarbeiter in einem Gespräch. In besonders dringenden Fällen wählen Sie bitte die 110. Ansonsten bleiben Sie in der Leitung. Müller? Ja, hier ist Winkler mal wieder. Sag mal, was ist bei euch Panneköppen eigentlich los? Wir hatten doch schon über eine private Notruf-Hotline für mich gesprochen. Ich verstehe nicht, warum ist das nicht eingerichtet worden? Die ganze Scheiße hier, verdammt. Jedes Mal muss ich die... Es tut mir wirklich sehr leid, Lord Winkler, aber wir arbeiten so schnell wir können. So schnell ihr könnt, ist aber nicht schnell genug, wie ihr gemerkt habt. Sonst will ich nicht die ganze Zeit immer anrufen. Sieht zu, dass ihr euren Scheiß in Gang kriegt, sonst rappelt es im Karton. Mensch, wir sind auch nur Menschen. Genau, Menschen, die mein Geld fürs Nichtstun bekommen. Ich bezahle meine verfickten Steuern. Nichts passiert. Nein, ich sitze hier wieder. Muss diese dusselige Hotline anrufen und irgendwann ist es soweit. Dann kümmere ich mich um die Scheiße selber. Verdammt nochmal, immer bin ich der Gearschte. Jedes Mal bin ich der Gearschte hier, nur weil andere zu faul sind, vernünftig ihre Arbeit zu machen. Die kriegen mein Geld, was ich mit meiner ehrlichen Arbeit verdiene und was machen die damit? Die machen gar nichts. Massieren sich den ganzen Tag den Prostata und tippen dann irgendwie so ganz wild auf dem Handy rum. Mehr machen die Penner doch gar nicht mehr. Irgendwann werde ich Amok spazieren gehen, dann könnt ihr da sehen, was ihr davon habt, dass ihr mir nicht geholfen habt, 6 Jahre lang alleine. Mädel-Leute, Servus und herzlich willkommen bei einem kleinen Aufräum-Vlog. Es hat sich doch in der Zeit ein bisschen viel Krempel angesammelt. Na, Wetter, was? Ui, habe ich jetzt da wieder reingepackt? Das ist ja ganz, ganz schmierig. Was ist denn das? Donnerwetter. Das treibt mir sogar die Kotze hoch. Was ist das denn? Was habe ich denn gegessen, das so aussah? Ja, das bleibt an den Fingern kleben, ist ja widerlich. Donnerwetter. Was ist denn das für ein Stapel? Oh, den habe ich schon lange nicht. Oh, den habe ich schon lange gesucht. Da ist es ja. Uiuiui, das sind ja schöne Zeitungen, die habe ich schon lange gesucht. Mal gucken, was er. Ui, Scheiße. Die kleben ein bisschen, aber ja, da wird bestimmt noch viel mehr zukommen. Ja. Was ist denn das für eine Tür hier? Die klemmt. Putzmittel. Was ist das denn? Frosch. Ein Frosch? Die haben jetzt sogar ein Reinigungsmittel nach meinem Witz benannt. So ist so großartig. Ich wusste. Ich bin bekannter, als ich es mir jemals vorstellen konnte. So. Und was haben wir da? Was ist denn das da oben für eine olle Kiste? Ja, sie ist aber staubig. Warte mal. Die steht da. Oh, die Donnerwetter. Die steht da aber schon ein bisschen länger. So. Ja, so, was haben wir denn da Schönes drin? Oh, ein Brief. Was ist denn ein Brief? Ja, mal aufmachen. Oh, ein Brief von meinem Vater. Von dem guten Rudi. Ja. Liebes Rainer, da du mein Lieblingssohn bist, möchte ich dir
was vererben. Und zwar habe ich einen großen Geldbetrag in eine große Holzschatulle gepackt und habe das Paket fein säuberlich eingepackt, habe ich das Paket dann oben in die Bulldoghalle unter dem, was? Unter dem Giebel soll das heißen. Mann, da hat er eine Sauklaue. Unter dem Giebel versteckt. Ich hoffe, dass du weiterhin handwerklich so am Ball bleibst und die Bulldog-Halle wieder auf Vordermann bringst. Dann wirst du dieses Geschenk sehen. In ewiger Liebe, dein Pfarrer Rudolf Wingel. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Warum hat er den Brief denn in den Reinigungsmittelschrank reingepackt? Es kann doch nicht wahr sein. Oh, jetzt muss ich. Ich rufe mal Frau Pop an, ob das wahr ist. Vielleicht weiß die ja was darüber. Oh, geht keiner dran. Wunderbar. Verdammt nochmal. Wie kann man nur so ein Scheiße hier da verstecken? Wo kein Schwein das finden kann, das ist unglaublich. Seit sechs Jahren und länger liegt das verfickte Geld da oben in der Bulldog-Halle unter dem Dach. Und ich hab das nicht gefunden, verdammt. Ich hab nicht mal die Chance gehabt, es zu finden. Wie kann man denn so ein Arschloch sein und es in den Reinigungsmittelschrank packen, da guckt doch gar kein Schwein rein. Ich raste gleich aus, da kann dann eskaliere ich hier aber richtig. Ich hätte mit dem Geld hätte ich schon lange. Ich hätte mein Pornozimmer schon fertig! Das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte mein Pornozimmer fertig. Und verdammt nochmal, mein japanisches Badezimmer hätte ich auch schon fertig bekommen. Hätte dieser dumme Dummbatz mir gesagt, dass er so viel Geld hat. Dann hätte ich jetzt schon alle meine sexuellen Bedürfnisse schon fertig haben können und ich hätte Rudi, Schmole in der Hölle, du Arschloch! Ich will nicht mehr dein Sohn sein! Du Arschloch, das kann ich! Wie kann man nur das Geld da an so einer bekloppten Stelle verstecken? Ich habe immer gewusst, dass es nicht gut ist, aufzuräumen. Das bringt nur den Puls in die Höhe. Jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht aufräume. Es bringt nichts, es bringt nur den Blutdruck nach oben, verdammt. Oh, ich könnte sogar eskalieren gerade. Ich habe vor sechs verschissenen Jahren hätte alles vorbei sein können. Und jetzt muss ich hier weiter den Kasper machen. Das ist ja unglaublich. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt euch den Stream hier in den Arsch stecken. Ich gehe jetzt eine Runde weiter weinen. Muss ich mal gucken. Junger Mann, Mädel, er ist hier zufälligerweise eine Autogrammkarte vom Rainer Winkler abgegeben worden. Also von mir, die habe ich verloren. Also ist das so eine eckige Karte gewesen? Meinen Sie sowas in der Art mit Namen drauf? Die Karte war so groß ungefähr, ne? Und da war der Rainer ganz nackt drauf abgebildet. Ja, genau, ja. Na ja, die gucken Sie mal an, wie schön der gebaut ist. Gut gebaut? Den Schniepel sieht man doch gar nicht. Ja, aber dafür kann er 6 bis 8 Mal, nicht?
Nein, Herr Mutti, ich mach da nicht mit. Zum letzten Mal, ich fahre nicht mit zum Altschauerberg, verdammt. Ich hab mir überlegt, wir können doch mal vorbeifahren. Mal schauen, was es da gibt. Warum willst du da hinfahren? Ich möchte gucken, ob das wirklich so ist, wie ich es... Ich meine, das kannst Internet. Du alles im Internet nachverfolgen. Wie es aussieht da und alles. Ich dachte, dich wird das interessiert. Deswegen habe ich auch an dich gedacht. Aber wenn du da nicht hin möchtest, ist das völlig okay. Dann fahren wir halt eben zum Woggel. Den Woggel möchte ich auch unbedingt mal sehen. Nein, wir fahren also, auch nicht zum Woggel, also, verdammt nochmal. Das habe ich dir auch schon 30 Mal gedacht. Schalt das Internet ab, du verlierst völlig den Bezug zur Realität. Ich will ihn doch nur einmal anfassen und gucken, ob er wirklich so erotisch ist, wie man das alle sagen. Auch in Dernbach laufen die Vorbereitungen auf das diesjährliche Schanzenpilgern auf Hochtouren. Peter ist dabei, die Marschverpflegung für sich und seine Brüder zu machen. So, das ist wunderbar. Ein bisschen Salz drauf, den Ofen anmachen. So, und jetzt die Kartoffeln vorsichtig da draufstellen. Also es dauert ungefähr so 30 Minuten, bis die Kartoffeln fertig sind. Und dann kommt da noch eine wunderbare Wurst rein. Aber diese Wurst habe ich leider schon aufgegessen. Die war so lecker, die hat mich angeguckt. Aber ich denke mal, wenn wir zur Schanze pilgern, wird das wunderbar sein. Wenn das ein bisschen abgekühlt ist, ein bisschen durchgezogen, dann kann man das wunderbar auch essen. Während Peter sich einen pellt, überlegt er schon die ersten Fragen, die er dem Drachenlord stellen kann, wenn er an der Schanze angekommen ist. Ich habe schon so lange darauf gewartet, endlich zum Drachenlord zu kommen. So, jetzt haue ich mir noch eine Pfanne in die Eier. Wunderbar. So, Günther, tschüss! Draußen warten derweil schon Uwe und Manni auf Peter, denn es soll jetzt gleich losgehen. Wir dürfen gespannt sein. Meine Leute, ich bin der Drachenbade. Ich gehöre zum großen Freundeskreis des Rainer Winkler und ich bin hier, um die Enterprise zu kapern und die ganze Hederschaft zu eliminieren. So, und ich nehme dieses Schiff jetzt gefangen und werde zum Altschauerbergmädel und die ganzen Hater totschießen. Hat irgendjemand Einwände? Ich hoffe nicht. So, damit Sie sehen, dass ich es ernst meine, das ist passiert mit Leuten, die sich mir in den Weg stellen. Oh mein Gott, so steif möchte ich auch mal sein. Nun stehen wir hier und wissen nicht weiter. Geben wir das Schiff ab und lassen zu, dass der Drachenbade am Altschauerberg alle Hader vernichtet? Ihr wollt unschuldige Menschen töten? Genau, das haben wir vor. Wir wollen einfach zum Altschauerberg fliegen und mit den Phasern die Haterschaft eliminieren. Was seid ihr nur für ein Monster? Das ist meine Form der Gerechtigkeit. Ich werde die alle vernichten. Ich werde die ganzen Hater töten. Ich werde die alle in ein Häufchen Asche verwandeln, wenn ich mit ihnen fertig bin. Und dann kann der Rainer endlich wieder in Ruhe masturbieren. Anscheinend sieht es so aus, als hätte ich keine andere Wahl, als ihnen mein Schiff zu geben. Gut erkannt, Captain Fleischmütze. Dort liegt er nun, der Penisring des Rainer Winkler. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Ring loszuwerden. Und zwar muss jemand von uns nach Altschauerberg und ihn Rainer zurückbringen. Ich werde niemals dahin meddeln. Vorher zerstöre ich diesen Ring und schlage kaputt! Wie du gesehen hast, dieser Ring kann nicht zerstört werden. Er muss zurück zum Altschauerberg gebracht werden. Und zwar von jemandem, der mutig genug ist, sich dem Oger zu stellen. Wir brauchen einen Grenzautisten, der sich traut, zum Altschauerberg zu meddeln und dort Rainer den Ring an den Penis zu stecken. Ich habe die schlimmsten Geschichten gehört. Der Rainer hat ein Pornozimmer im Keller. Dort sperrt er Leute ein und penetriert sie mit großen, riesigen Sexspielzeugen. Ich will's machen. Ich will den Ring über Rainers Pinsi stülpen. Das möchte ich tun. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste da hinlatschen. Hast du gut gemacht, Junge. Der Rainer wird Dinge mit dir tun. Schreckliche Dinge. Er wird ja wahrscheinlich den Arsch weiten. Ja, und den das reinschieben. Mach dich bereit auf sehr viele Dehnübungen. Ach, schau an, der Friedhofsanwärter. Ich hab gehört, hier will jemand zum Altschauerberg melden. Und dieser Erdnussträger kann das unmöglich alleine schaffen. Warum hast du deine Meinung geändert und hilfst mir jetzt doch? Der Grund ist, weil du ein ganz schön wieder Pfosten bist. Traust du mir nicht zu, dass ich das alleine schaffe am Altschauerberg? Wie gesagt, dafür bist du zu dämlich. Aber denken tut bei mir schon lange nicht mehr weh. Und das Problem ist,
Da du kognitiv ja schon zu früh links abgewogen bist, wird dir das auf dem Weg zum Altschauerberg sicherlich auch passieren. Dazu wirst du wahrscheinlich auch noch den Ring verbummeln und das Risiko können wir halt nicht eingehen, nicht? Oder kann es sein, dass du nur mitkommst, weil du gehört hast, was der Drache in seinem Keller aufbewahrt? Was, bitte? Du kannst es mir ruhig erzählen, ich will es auch keinem weiter sagen. Ich meine, mich hat das Gerät über seinen Porno-Keller auch ordentlich angeheizt. Mein lieber Scholli, du hast ganz schön einen am Helm. Ich frage mich gerade, ob ich dich nicht in die Forensik bringen sollte. Da gibt's Leute, die ticken genauso wie du. Gibt es da auch einen Streichelzoo und kann man da auch Elefanten sich angucken? Der gehört nicht zu mir, ich habe den angefahren. So, hier kannst du mich rauslassen. Ich hab die Fahrt mit dir sehr genossen. Gott sei Dank, noch 5 Minuten länger, ich hätte meine Mütze vollgekotzt. Aufmachen, Beppo. Es geht um deinen bekloppten Neffen. Ich glaub's ja nicht. Ja, du alles Standgefliss. Lange nicht gesehen. Komm her. Mensch, der Jandalf. Grüß dich. Lange ist es her. Wann bist du groß geworden? Immer noch unwitzig wie früher. Pass auf, dass hier nicht die Denkmurmel antitzt. So, dann gib mir mal den Plunder. So, den verstecke ich jetzt. Ich gehe jetzt hier vorne in die Ecke. So, guck mal, ich laufe, ohne dass ich stolper. Stell die Sache nie hin. Und dann mache ich das, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich verstecke mich, such mich! Die wurden doch alle durch einen dicken Pulli gestellt. Wer hängt denn da so tief? Oh, meine Güte. Hat der Architekt hier vorher Puppenhäuser entworfen, oder? Ich bin gleich versteckt. Ich will doch nicht verstecken spielen, verdammt nochmal. Das ist der Weg zum Altschauerberg, zum Drachen. Jandalf, suchst mich schon? Hab dich gefunden. Kreislaufprobleme. So, Jandalf, um was geht es denn? Ja, es geht um Frohlich. Es geht um meinen dicken erregten Neffen schon wieder. Verdammt doch mal, der kann nichts richtig machen, der Junge. Oh, scheiße, mein Wasser brennt an. Heiß, 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 oh, heiß. Das stinkt nach Pisse. Ja, nach was soll's denn sonst riechen? Gute Eigenurin. Ihr habt echt nicht gesund. Alle Latten an der Waffe. Ich weiß es noch genau, als wäre es vor 100 Jahren gewesen. Ich war auch am Altschauerberg gewesen. Dort habe ich nicht nur meinen Horizont geweitet. Der Altschauerberg ist ein Teil meiner Geschichte. Und in die Tasche. Einen Stock nehme ich mir jetzt auch noch mit. Beppo! Gott, Jandalf! Mein Gott, hast du mich erschreckt? Mir ist verschreckter Kackstift aus der Hose geflogen. Du willst zum Altschauerberg? Nein, nein, das ist doch völlig falsch. Ich möchte zum Flohmarkt melden, genau. Guck mal nach hinten, da brennt das Feuer der Leidenschaft. Ich lass mich nicht verarschen, du bist rückfällig geworden. Der Rainer, der fehlt mir. Ich werde Rainer den Ring an den Penis stecken. Die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, in seinem Keller. Du warst im Keller? Ja, verdammt nochmal, ich war in seinem Keller gewesen. Bei meinem Rainer, dem Lord der Drachen. Beppo, du verlierst langsam deinen Verstand. Du bist doch nur eifersüchtig darauf, dass mich der Drachenlord mehr liebt als dich. Das ist totaler Käse, was du erzählst. Du als Hater wirst die wahre Liebe des Drachen niemals erfahren. Halt Schmaul! Der Rainer ist nicht gut für dich. Er fühlt nichts Gutes im Schilde. Und außerdem hast du... Du hast einen Prepaid-Zähler. Ja. Ich würde doch so wie Rainer. Du musst einfach nur eine Münze mehr reinwerfen und dann flackert das Licht auch nicht. Mach es gut, Jandalf. Wir sehen uns vielleicht später irgendwo im nächsten... Der Ring. Gib mir den Ring. Rainer. Mach's gut. Wäre schön, wenn du mir eine Hand geben würdest. Dann müsste ich mich jetzt gleich... Dann muss ich, alter Sack, mich wieder bücken. Schönes Leben wünsche ich dir. Dann lauf, Jandalf. Stolper nicht. So, los geht's. Lü.
sehen uns in Emskirchen.